gut, dann läuft hiermit die Aufnahme. Ich habe gerade gesagt, dass ich dich nochmal um dein Einverständnis fragen werde, was natürlich Blödsinn ist, weil wenn ich sage, jetzt läuft die Aufnahme und du redest dann ganz normal mit mir, dann ist natürlich völlig klar, hier läuft offensichtlich eine Aufnahme. Aber du hast mir gerade zugestimmt, dass ich aufnehmen kann. Du bist der Hepper, der will heute mit mir reden. Ich würde damit anfangen, dass ich kurz die Einleitung und das Ende deiner E-Mail vorlese, damit die Leute so ein bisschen im Bilde sind. Das ist okay, oder? Ja, mach das. Alles klar. Also du hast mir vor 3 Tagen oder so geschrieben, lieber Kaspar, ich verfolge deine und Schlomos Arbeit schon wesentlich länger, als es die Honigfarbe gibt und ich finde es schade, dass ihr euch zunehmend eine Echokammer aufbaut, in der ihr euch zusammen mit euren Zuschauern und isoliert von abweichenden Meinungen in einem endlosen Circle Jerk Woche für Woche über Clownerie und Messerstraftaten aufregt. Abgesehen davon, dass vor allem bei Schlomo eine zunehmende Radikalisierung, ja gar eine regelrechte Verbrüderung mit Vertretern der rechtsextremen IB festzustellen ist, sind eure Beiträge oft inhaltlich nicht ganz korrekt. Ein Beispiel anhand eures Lieblingsthemas, der Migrantenkriminalität. Dann hast du hier 4 Punkte aufgeführt. Ich nehme an, die werden wir im Gespräch mehr oder weniger durcharbeiten. Von daher lese ich jetzt nicht vor. All dies und noch einiges mehr ließe sich sicherlich in Kaspercast-Honigfarbe weiter ausdiskutieren. Ich finde, dass euer Format so etwas dringend nötig hat. Es entwickelt sich bei euch nämlich mehr und mehr zu einer unreflektierten Filterblase. Sollte es dazu kommen, ist es sicherlich verständlich, dass ich anonym bleiben möchte. Zu meiner Person sei nur so viel gesagt. Ich bin Mitte rechts zu verordnen und FDP-Wähler. Es würde mich freuen, wenn ihr auf diese Bitte eingehen würdet. Bleibt gesund und bis dahin mit freundlichen Grüßen, Hepper. In der Regel mache ich das so, dass ich E-Mails dieser Art, die überfliege ich halt nur kurz und sage dann, ja, können wir gerne machen, gar kein Problem. Oft höre ich dann von den Leuten nichts mehr. So war das auch in deinem Fall. Also nicht, dass ich nichts gehört habe, sondern dass ich sie erstmal überflogen habe. Habe sie mir dann heute nochmal wirklich aufmerksam durchgelesen und bin so ein bisschen stutzig geworden am Ende. Wo ist der Informationsgehalt, dass du mir mitteilst, dass du Mitte rechts seist und FDP-Wähler? Nicht, dass ich sage, das stimmt so nicht, aber das macht mich so ein bisschen stutzig. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das jemand schreiben würde, der denkt, damit irgendwas zu erreichen. Also im Sinne von, ich bin ja eigentlich so ein bisschen auf eurer Seite, aber insgeheim eigentlich nicht. Ne? Also ja. Warum ist diese Information da drin? Und wie gesagt, das ist kein Vorwurf. Ne? Ich habe mich halt nur gewundert, warum. Ja, natürlich denke ich mir, dass das möglicherweise etwas bringt. Ja, also erstmal ist es natürlich die Wahrheit, aber zum Zweiten ist es das? Ist es durchaus. Also ich würde mich jetzt nicht so konservativ bezeichnen. Ich glaube, du hattest das ja neulich in einem Stream gesagt, dass du dich selber als konservativ sehen würdest. Ich würde mich dann doch eher eigentlich habe ich das genau im Gegenteil gesagt, aber ist okay, kann ich trotzdem durchgehen lassen. Ja, okay. Du meinst ungefähr, jeder weiß dann, was du meintest, genau. Wenn man sagt, man ist konservativ, ja. Ja, also ich würde mich als liberal bezeichnen und das ist aber auch genau dieser Punkt. Also ich glaube, dass ihr zunehmend, ihr habt vor allem eure Islamkritik, betreibt ihr immer so aus einem liberalen Blickwinkel. Aber wenn ich mir das, ich weiß nicht, bei dir kann ich es nicht 100% einschätzen, aber bei Schlomo zum Beispiel, wenn ich mir da angucke, wie er mit der IB umgeht, die IB ist nicht liberal, die IB ist extrem rechts oder radikal rechts, sagen wir es so. Mhm. Was ist denn das Rechtsextremste, was die IB bisher gemacht hat? Als ich mir den Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg durchgelesen habe, um zu wissen, warum Kultgames dort aufgeführt wird, stand dort drinne das Beste, was sie hatten, in einem, ich glaube, 12-Seiten-Dokument, dass in einem Videospiel, was sie produziert haben, ein AfDler namens, Gott, ich glaube, Mandelschießer, einer der spielbaren Charaktere war. Das war das Beste, was sie hatten. Was hast du denn jetzt mal eben auf die Schnelle, weil du erwähnst das jetzt so ungefragt mit der IB, du hast das in der E-Mail bereits erwähnt, was hast du denn jetzt auf die Schnelle als Beispiel für das Extremste, was die rechtsextreme IB bisher getan hat? Die rechtsextreme IB, also extrem im Sinne von Handlungen, von Gewalttaten, sicherlich nicht. Ich möchte der IB nicht unterstellen, dass sie gewalttätig ist. Das glaube ich persönlich auch nicht. Haben sie denn wenigstens zur Gewalt aufgerufen? Zu Gewalt aufgerufen? Sie sprechen immer von Invasoren oder von dem Bevölkerungsaustausch. Die Frage war, Herr Heber, ganz kurz. Ich habe jetzt schon einige Gespräche dieser Art geführt. Sei mir nicht böse, wenn ich da direkt reingrätsche. Die Frage lautete, haben Sie bisher wenigstens zur Gewalt aufgerufen? Nein, konkret nicht. Okay, alles klar. Gut.
Also, dann jetzt bitte das Extremste, was du vorzuweisen hast. Wie gesagt, ich habe keine Lust, über die IB zu reden. Das solltest du ja auch wissen. Nach eigener Aussage kennst du uns ja schon länger als die Honigfarbe und so weiter. Das ist ein Thema, was immer wieder mich herangetragen wird. Du könntest dich da mit Schlummer austauschen, wobei ich nicht weiß, ob er da Bock drauf hat. Von daher will ich das Thema auch möglichst schnell abarbeiten, weil mich interessiert die IB nur am Rande. Aber trotzdem, dadurch, dass du das jetzt in der E-Mail und gerade in unserem Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt hast, was ist jetzt dein bestes Beispiel für das Rechtsextremistische an der IB? Wieso ich so blöde Frage nochmal? Ich verweise hier auf Cult Games, wo ich mir das komplette Dokument durchgelesen habe und das Beste, was sie hatten, war, dass Mandic ein spielbarer Charakter in einem der Spiele ist. Was hast du zu IB und dem Rechtsextremismus? Gut, also das mit diesem Spiel, davon weiß ich jetzt nichts, das ist jetzt auch nicht mein Punkt. Ich habe aber auch einen Verfassungsschutzbericht gelesen, da stand nicht sehr viel über die IB drin. Aber das Wesentlichste ist halt, dass sie dieses Weltbild vom Ethnopluralismus vertreten und da eben ein sehr, nun ja, wie kann man sagen, sie sehen Kultur und Biologie sozusagen nicht als etwas Unabhängiges, sondern sie sagen, dass die deutsche Kultur auch nur von, ich sag mal, Bio-Deutschen hier gelebt werden kann und dass sozusagen ein Remigrationsprojekt nötig ist, sodass also Personen, die nicht deutsch aussehen, auch nicht dazugehören können, insofern sie denn wollen. Also nicht mal dann besteht für die diese Möglichkeit. Und also das heißt, im Grunde, um es kurz zu machen, hieße das Ausländer raus. Und zwar alle, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Wie ist das also möglich, dass sich ein Sellner jetzt schon mehrfach mit einem Ferros ganz am unterhalten hat und offensichtlich kein Problem mit Ferros Khan hat? Hat das vielleicht irgendwas mit Integration bzw. mit Assimilation zu tun? Ich bin sicher, dass Sellner kein charakterliches Problem mit Ferros hat. Ich glaube, Sellner ist sogar ganz froh darüber, wenn er jemanden, der vielleicht nicht so aussieht wie er selber, da vielleicht so ein bisschen instrumentalisieren kann. Also ich möchte jetzt Ferros das nicht unbedingt zum Vorwurf machen, dass es sich irgendwie ausnutzen lässt oder so. Aber natürlich ist das für Sellner ein großer Propagandatrick, dass er dann das so hinstellen kann. Und so tut, als... Aber das weißt du, weil du Gedanken lesen kannst, oder hat Sellner das jemals so geäußert? Das hat Sellner nicht so geäußert, okay. Aber wenn ich mir so anhöre, was die IB allgemein äußert oder was sie für Ziele hat, dann ist es für mich ganz klar, dass diese ein sehr rassistisches oder rassisches Weltbild haben oder Nationalverständnis, aber sie sind auf jeden Fall in der Sache radikaler als sogar die AfD, auf jeden Fall. Okay, und wie würdest du die Radikalität werten im Vergleich zu, man fordert jetzt Quoten für Migranten in Behörden und Politik und so weiter? Gab es ja erst kürzlich wieder die Forderung, wo halt Interessensgruppen migrantischer Natur gefordert haben. Ich glaube, 20% waren es. Oder ich glaube, es waren sogar 25%, die jetzt in Ämtern, Politik und so weiter besetzt werden müssten mit Migranten. Sind Nein, das Linksextreme? Das unterstütze ich überhaupt nicht. Das unterstütze ich überhaupt nicht. Also ich bin Sind das Linksextreme? Quoten, Linksextreme? Ja. Ja, aber das sind in meiner Auffassung nach sind das Linksextreme. Okay, gut. Auch das dann würde ich jetzt noch kurz zu dem Punkt kommen mit Schlomo. Also das letzte Mal, dass Schlomo jemanden von der IB in der Honigfarbe zu Gast hatte, ist, glaube ich, ein Jahr und 3 oder 4 Monate oder sowas her. Jetzt ist ja deine E-Mail aber von vorgestern. Mir ist nichts bekannt, wo Schlomo zuletzt irgendwie beim Gespräch gewesen wäre oder so. Das, was er da mit Malenki, ja. Dankeschön. Was er mit Malenki geführt hat, ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Jahr oder sowas her. Also von daher verwundert mich so ein bisschen dein Spruch diesbezüglich in der E-Mail, aber das wirst du mir sicherlich erläutern können. Naja, also dass es jetzt lange her ist, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Grund an, der dagegen angeführt werden könnte, dass Schlomo deswegen nicht irgendwie ideologisch vielleicht eher in die Nähe der IB gerückt ist. Okay, dann ist es offensichtlich etwas, was er gesagt hat, als er bei Malenki zu Gast war. Was er gesagt hat. Ich habe das Gespräch nicht mehr genau vor Augen. Das ist auch lange her, als ich es mir angeguckt habe. Okay. Was mir aber zum Beispiel aufgefallen ist, ist das Video, in dem er, das ist auch schon ein Jahr her oder so, oder 2 Jahre, bei dem Anschlag in
Neuseeland, wo dieser Attentäter, ich glaube, auch die IB verantwortlich gemacht hat oder wo es halt irgendwie diese Connections zu Sellner gab, diese angeblichen Connections. Ich war da auch auf Schlummos Seite, aber ich finde es halt befremdlich, dass er so viel Energie darauf scheinbar aufzuwenden scheint, die IB da so zu verteidigen oder... Welche Energie? Also, Hepper, ich habe das Gefühl, dass die IB für dich ein Thema ist, weil wir heute vor 2 Wochen einen Superchat hatten, der uns auf die IB angesprochen hat. Schlumm hat damals geantwortet und hat da auch gesagt, dass der IB großteils Unrecht getan wird. Zum Beispiel, was da damals lief mit dem, war das, ich glaube, das war Tarrant, der Typ aus Neuseeland, dass der IB dort Unrecht getan wurde. Ich glaube, deswegen ist das Thema für dich so aktuell und das keinem anderen Grund. Was war denn falsch an dem, was Schlummo gesagt hat? Dass der IB Unrecht getan wird, das kommt eben darauf an. Ich finde nicht, dass man der IB Unrecht tut, indem man sie in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt. Das, glaube das ich hat Schlummo auch nicht bemängelt. Schlummo hat bemängelt, dass erzählt wurde, dass Sellner da im Grunde genommen gewissermaßen dann irgendwie doch so ein bisschen die Finger mit im Spiel hat. Und gemäß des Manifests von dem Attentäter wissen wir, dass das genau sein Plan war. Die IB damit in den Dreck zu ziehen, um die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. Das heißt, diesbezüglich, bei diesem Vorwurf, Sellner hat dann irgendwie was mit diesen Terroristen zu tun, tut man der IB Unrecht. Und Schlumm hat nichts anderes gesagt. Gut, ja, da würde ich ihm sogar recht geben, in diesem Punkt zumindest. Das Problem ist, dass Schlumme auch dieses Narrativ bedient, dass die IB insgesamt vom Staat unterdrückt wird, was für mich eben nicht nur solche ganz konkreten Beispiele einschließt, sondern eben auch, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dass sie in dem Bericht Erwähnung findet. Warte mal kurz, Herbert, das sind jetzt aber deine Worte. Also ich habe Schlumme noch nie sagen hören, dass er das unrechtmäßig findet. Ich weiß nicht, was seine Meinung dazu ist, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder so. Ja, wir können ja nicht nur über Schlummer hier reden. Ich meine, wie siehst du denn das? Ist das in Ordnung, dass sie im Verfassungsschutzbericht auftaucht? Ich kann das schlecht einschätzen. Also nach dem, was ich kenne von der IB quasi niemanden, außer Sellner natürlich, von damals von YouTube ein paar Videos gesehen, der hat zu keinem Zeitpunkt irgendwas geäußert, wo ich mir gedacht habe, Alter, das geht ja gar nicht oder so. Nichts dergleichen. Nicht beim Ansatz. Ja, wenn ich mir dann die Artikel in den Medien dazu durchlese, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, weil... Also gefühlt existiert die IB auch nicht mehr, aber ich weiß das nicht. Ja, zumindest sehe ich da keinen Artikel mehr. Hat man sich dann halt früher darauf versteift, dass irgendein Schloss aufgebrochen wurde. Ja, als man, keine Ahnung, beim Brandenburger Tor muss man, glaube ich, kein Schloss aufbrechen, worauf zu kommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, jedenfalls hat man sich dann darauf aufgegeilt. Die Vorwürfe, die ich den Medien entnehmen konnte, die waren immer mehr als lächerlich. Also da geht Ende Gelände um einiges weiter. Um einiges weiter. Aber ich bin kein Experte für die IB. Okay. Ja, kann ich so stehen lassen. Ich will jetzt auch nicht hauptsächlich über die IB diskutieren. Ich habe mich da jetzt auch nicht so super eingelesen. Es sollte auch nicht das Hauptthema werden. Ich finde es einfach nur kritisch, wie Schlummo sich da angenähert hat. Ich glaube, das war vor 2017 zum Beispiel, war er davon noch ein bisschen weiter entfernt, würde ich sagen. Aber ja, wie gesagt, ich will nicht die ganze Zeit über Schlummo reden. Er ist jetzt nicht hier, um sich zu wehren oder so. Genau, ich würde lieber über deinen Video reden, weil dazu habe ich auch ein paar konkrete Sachen. Ja, alles klar. Dann lass uns das machen. Gut. Also es geht um dein Video zu Franziska Schreiber oder hauptsächlich Franziska Schreiber vor, ich glaube, 2 Jahren. Ja. Wie heißt nochmal? Ich würde das mal Franziska Schreiber bei dir an der Stelle direkt mal einblenden. Aber bitte, fahre fort. Und du hast kritisiert, also steht schon im Thumbnail, Relativierung, bis die Balken brechen. Mhm. Also du hast kritisiert, dass sie diese Migranten- oder Flüchtlingskriminalität so schwer verharmlost oder relativiert oder halt eben herunterspielen möchte, sodass es eben als kein großes Problem anerkannt wird. Und ich habe damals dieses Video gesehen und ich habe es erstmal wirklich gefeiert, muss ich sagen. Fand's gut, ich habe mich dadurch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war damals sehr stark auf deiner Seite. Und umso mehr ich mich aber damit auseinandergesetzt habe, dann sind mir immer mehr krude Fehler aufgefallen. Und wenn ich da zuerst mal reingrätschen würde, also du und Schlummo zum Beispiel, ihr bringt immer gern so eine
Statistik mit Gruppenvergewaltigungen, wo das auf 100.000 runtergerechnet wird. Das ist Schlomo. Das ist Schlomo, okay. Mein erstes Problem damit ist, dass ihr diese auf 100.000, das nennt sich die tatverdächtigen Belastungszahl, die könnt ihr nicht berechnen. Ja, ist ein Taschenspielertrick, alles klar. Erkenne ich an. Also ich erkenne ich an, dass du jetzt hier einen Taschenspielertrick uns beziehungsweise anwendest, und darauf hinaus willst, dass man das nicht so anwenden kann. Man kann es genauso anwenden, wenn man das grob überschlagen möchte. Wir zeigen damit einen Trend auf und den Trend, den kann ich ohne jeden Zweifel daran ablesen. Du kannst uns ja sicherlich sagen, gemäß PKS 2017, Seite 32, wie hoch denn der Anteil von Nichtdeutschen an den Tatverdächtigen, denen eine Gruppenvergewaltigung überfahrartig zur Last gelegt wird. Wie hoch der Anteil ist? Ich glaube, irgendwas um die 60%. Richtig. Also, was willst du jetzt von mir? Was ich von dir will, ist, dass ihr trotzdem diese Rate nicht berechnen könnt. Das ist falsch. Nein, das ist ein Trend, den wir damit eindeutig aufzeigen können. Eindeutig können wir damit einen Trend aufzeigen. Das ist keine Zahl, die als einzig wahr zu sehen sein sollte. Es zeigt einen Trend auf. Denn üblicherweise gibt man bestimmte Sachen an in pro 100.000. Das macht man bei Suizidopfern zum Beispiel ebenfalls. Ja, und wenn ich jetzt ein Land habe wie San Marino, wo nicht mal 100.000 Leute leben, dann würde ich zur Vergleichbarkeit zur internationalen dort trotzdem hochrechnen, die Suizidrate pro 100.000, um das irgendwie vergleichbar zu machen. Dass das nicht zu 100% akkurat ist, ist völlig klar, aber der Trend wird damit klar. Okay, der Trend, sagst du. Nein, also es war halt eben auch ein Punkt von Franzi in dem Video, dass man diese Raten oder dass man das eben nicht konkret vergleichen kann, weil Deutschland eben so ein europäisches Binnenland ist, wo sehr viel Migration stattfindet. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Ausländer sich zu welchem Zeitpunkt in diesem Land aufhalten und deswegen können wir das nicht berechnen, weil wir keine akkurate Bevölkerungszahl haben. Richtig. Und was, gut, also wenn du nur Trends aufzeigen willst, ihr behauptet immer... Die Trends sind ziemlich akkurat, ja. Es macht keinen Unterschied, ob wir aktuell im Land 1,8 Millionen Flüchtlinge haben oder 2,1 Millionen. Das macht keinen Unterschied. Also meine, wenn das jetzt gerade dein Punkt ist, dass man an der hintersten Nachkommastelle mal gucken müsste, ob die so genau ist, ist die geschenkt. Runde zukünftig die Nachkommastelle ab, wenn du Zahlen von uns präsentiert bekommst. Okay, gut. Ich habe sozusagen schon mal dein Zugeständnis, dass man das abrunden kann, schon mal an der Stelle. Du kannst also die Nachkommastelle gerne abrunden, ja. Wenn ich bei dem Video mit Franziska Schreiber am Ende Zahlen präsentiere, wonach Nichtdeutsche 15 mal häufiger Gruppen vergewaltigen oder 15,5 mal häufiger, dann kannst du daraus gerne 15 mal häufiger machen, wenn ich das glücklich mache, ja. Okay. Gut, aber ihr behauptet ja zum Beispiel immer in der Honigwabe, dass, also ihr wollt immer gern ein Beispiel haben von dem Max und dem Moritz, die sowas schon mal vor 10 Jahren gemacht haben. Oder? Verstehe ich euch da richtig? Na, was heißt, wir wollen ein Beispiel haben? Wenn wir einen Fall von einer Gruppenvergewaltigung haben, wo ein Deutscher tatverdächtig ist, dann betonen wir das immer ganz besonders eindeutig. Deshalb kann ich dir aus dem Kopf sogar noch einen Namen nennen, im Gegensatz übrigens zu nicht-deutschen Namen, da kann ich keinen einzigen nennen, aber bei den Deutschen kann ich dir sogar noch einen Namen nennen. Das ist der Timo S. oder F., eins von beiden, ich glaube S. war es, der war in Freiburg beteiligt. Da hatten wir einen sogenannten biodeutschen Tatverdächtigen, der übrigens auch Täter war. Der ist auch verurteilt worden, also die Sache ist völlig klar gewesen. Da hatten wir da mal einen deutschen Täter. Also die gibt es und wenn es die gibt, dann betonen wir das auch, wenn ich daraus zum Beispiel eine Straftat der Woche oder sowas mache. Okay, gut, aber also ihr sagt immer, oder ich würde dich jetzt mal fragen, glaubst du, dass dieses Problem der Gruppenvergewaltigung drastisch angestiegen ist in Deutschland, dass es mehr Opfer und mehr Tatverdächtige gibt, seit, ich nehme an, 2015? Ja. Okay. Ich weiß nicht, kennst du diesen Bericht des BKAs? Jetzt klingelt bei mir das Handy. Kein Problem. Bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, ob du den BKA-Bericht kennst, gemeinschaftlich begangene Vergewaltigungen. Nein, das ist ein Forschungsbericht des BKA. Ja, kann man sich im Internet runterladen. Aktuelles aus der kriminalistisch-kriminologischen Forschung, dem Forschungsbericht.
Ist von 2019, soweit ich weiß. Mhm. Und die haben sich eben angeschaut, also wirklich nur ganz speziell. Magst du mir da einen Link schicken? Dann kann ich den einblenden. Link. Wenn du was hast. Ja. Ich schicke den dir jeden Moment. Ich habe dir übrigens auch ein Bild gegeben, das heißt, du kannst hier zu jedem Zeitpunkt auch sehen, was ich einblende und so. Okay. Ja. Also ich habe dir einen Link geschrieben. Jo, ich blende den Link ein. Mhm. Ja, und die haben sich angeschaut, wie die historische Entwicklung ist und wie viele Tatverdächtige nicht deutsch sind. Mhm. Und nicht deutsch sind 54% oder 55%. Ich glaube, da kannst du auf Seite 19 gehen. Ich glaube dir das, wenn du das so sagst. Ja, und das Ding ist aber, dass Gruppenvergewaltigungen, die bewegen sich in einem Korridor von 300 bis 600. Also ich weiß nicht, Opfer oder Tatverdächtige. Müsste ich nochmal gucken. Ich glaube, das war auf der Seite. Nee, es sind Taten. Wir haben mittlerweile hier statistisch, ich glaube, ich habe es sogar irgendwo offen, habe ich hier jeden Tag 2 Gruppenvergewaltigungen. Also wir reden hier von etwa 600 oder sowas Opfern pro Jahr. Mhm. Okay, ja. Also genau, 600 Opfer. Gut, und hier auf der Seite 10, oder nein, auf der Seite 11, dort siehst du die historische Entwicklung. Die haben tatsächlich von 1993 bis 2017 jedes einzelne Jahr aufgeführt. Mhm. Und man erkennt keinen so wirklichen Trend. Es bewegt sich immer zwischen 300 und 600. Und der einzige Ausreißer ist eben 2016 mit den 749 Gruppenvergewaltigungen. Und das wird eben hier in diesem Bericht ganz maßgeblich auf die Silvesternacht zurückgeführt. Mhm. Aber man sieht eben daran, dass, ich weiß nicht, warum das 2017 endet, das Berichtsjahr, aber ja, die hingen da meistens ein bisschen hinterher, das ist okay. Ja, aber man sieht eben daran, dass es keinen eindeutigen Trend gibt. Also ich meine, wir haben jetzt hier nur die 3 Jahre, 2015, 16 und 17. Stimme ich dir zu. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht prüfen. Ich kann nicht genau sehen, was dir da jetzt für Zahlen verwursten, aber ich erkenne erstmal an, das sieht so aus, als wenn es da im Grunde genommen seit 93 wenig Bewegung gibt. Gut, Aufnahme ist gedrückt, alles klar. Ja, wir sind jetzt hier nochmal aus der Zukunft zurückgereist an diese Stelle, denn mir ist etwas aufgefallen mit diesen Zahlen. Die bewegen sich von 93 bis 2014 immer so um, weiß ich nicht, 480 oder sowas. Und 2015 gehen die Zahlen nochmal runter auf 400 von zuvor 423. Und dann haben wir diesen brutalen Anstieg, das ist fast eine Verdoppelung, von 2015 auf 2016. Das Interessante, was jetzt passiert ist, dass die Zahlen 2017er wieder runtergehen um die Hälfte. Allerdings ist dort vermerkt, oben rechts seht ihr eine kleine 1, das gilt übrigens auch für 2015 und 99. Und dazu steht da, Änderung der Erfassungskriterien, keine Vergleichbarkeit der absoluten Fallzahl vor und nach diesem Zeitpunkt gegeben. Das steht bei 2016 übrigens nicht, sondern bei 2015 und 2017. Das heißt, von 15 auf 16 sollte vergleichbar sein. Für 17 gilt das dann wieder nicht. Wir haben von 15, was ja das entscheidende Jahr ist in Bezug auf die Flüchtlingskrise, zu 2016 fast eine Verdoppelung. Und das heißt, dass nach meiner Ansicht diese Zahlen eher für den Trend sprechen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Oder noch sprechen werde, ich weiß gar nicht genau, wo wir hier gerade in diesem Gespräch sind. Okay, also ja, wenn ich gleich darauf eingehen kann, im Prinzip die Sache ist, du hast es schon richtig erkannt, es geht um die Änderung der Erfassungskriterien. Was mir sowieso ein bisschen spanisch vorkommt, ist, warum die 2018 das eingestellt haben oder komplett eingestampft haben. Ich hätte da eine Vermutung. Bitte? Ich hätte da eine Vermutung. Ja, also entweder ja so oder wir ändern die Erfassungskriterien zukünftig jedes einzelne Jahr, damit wir nämlich genau so ein Desaster wie die Zahlen von 2015 auf 16 nicht nochmal sehen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Wir sind ja zum Beispiel. Ich weiß das auch nicht, ist eine Vermutung. Ja, wir sind ja zum Beispiel 1999 wurde das geändert und seitdem, also zwischen 98 und 99, gab es auch einen markanten Anstieg dann. Richtig, bloß da ist die Änderung ja so gewesen, dass diese Fallzahl gestiegen ist und zwar ziemlich deutlich. Die Änderungen, genau, die wir 2015, 2017 sehen, die sorgen ja offensichtlich dafür, dass die Zahlen sinken.
Also, das ist alles ein Zufall, Hepper, ist schon klar, aber das ist durch Zufall genau das, was die Politik noch nicht haben will. Also 2015 wurde das geändert, so wie es hier steht. Ja. Und 2016 kam es dann zu diesem massiven Anstieg. So ist es. Gut, aber dann würde ja auch das jetzt deiner Vermutung zuwiderlaufen, dass sie das geändert haben, damit 2016 irgendwie weniger Fälle dann, weil dieser Anstieg, der ist ja, da fällt ja auf 2016. Ich glaube nicht, dass dort ein Rat hintersteht, der über jede Zahl beratschlagt, bevor man sie veröffentlicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich nach 2016 gedacht hat, nachdem man diese Zahlen veröffentlicht hat, so, ups, das sieht ja gar nicht geil aus, Alter. Aber wie gesagt, nochmal, ich mutmaße hier. Das würde halt wunderbar zusammenpassen mit dem Umstand, den du gerade geschildert hast, dass man das dann 2018 plötzlich komplett eingestellt hat. Ich meine, seit, was ist das hier? Das sind 25 Jahre oder so. Seit 25 Jahren erheben wir diese Zahlen. Und plötzlich hören wir damit auf. Passenderweise genau dann, wenn man entweder die Kriterien jetzt jährlich ändern müsste oder man die Sache einfach einstampft, damit das keine politischen Nebenwirkungen hat. Das ist, also ich habe das auch eine Weile so gedacht. 2017 ist diese Änderung mit der 1 oben markiert und ich habe ein bisschen gegoogelt und ich glaube, dass diese Änderung, die bezieht sich hauptsächlich auf, also ich wollte dir das auch gerade nochmal schreiben, bevor das losging, aber ich habe hier einen Link rausgefunden und es hat tatsächlich Ende 2016 eine Verschärfung des Sexualstrafrechts stattgefunden. Das heißt, die sagen, diese Zahlen sind nicht vergleichbar. Warte mal kurz, eine Verschärfung, die läuft ja diametral den Zahlen gegenüber. Also wenn ich eine Verschärfung einführe, dann ist da wohl damit zu rechnen, dass es mindestens zu einem leichten Anstieg kommt und nicht zu einer Halbierung. Das ist richtig. Und deswegen sage ich, dass ich hier absolut keinen Trend erkenne, sogar eher das Gegenteil. Okay, also du hältst das für glaubhaft, dass es von 2015 auf 2016 fast eine Verdopplung gibt? Dann ändert man die Regeln, angeblich verschärft man sie und dann plötzlich gibt es nur noch halb so viele Straftaten. Du hast mir jetzt was verlinkt von Deutschlandfunk, das neue Sexualstrafrecht, Nein heißt Nein. Seit einem Jahr gilt das neue Sexualstrafrecht mit dem Grundsatz, Nein heißt Nein. Für die Strafbarkeit eines Übergriffes kommt es nicht mehr darauf an, ob mit Gewalt gedroht oder diese angewendet wurde. Entscheidend ist, hat das Opfer die sexuelle Handlung nicht gewollt oder wurden die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllt? Aber wurden die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllt? Genau. Also in dem Artikel steht es auch nochmal schön beschrieben. Diese ganze, also das lag schon 2015 vor. 2015 wollten die das schon verschärfen. Dann kam diese Silvesternacht und das hat diesen ja, Prozess. Ja, aber warte mal, die Silvesternacht hat damit gar nichts zu tun. Absolut gar nichts. Ich sehe das gerade schon, dass man sich jetzt hier darauf zurückzieht, hier Eindrücke von der Kölner Silvesternacht 2015, 16, bla 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 bla. Wir reden hier vom Straftatbestand. Gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung. Da gab es nach meinem Kenntnisstand in Köln nicht eine einzige. Ich weiß von einer tatsächlichen Vergewaltigung, die zur Anzeige gebracht wurde. Ich glaube nicht, dass das eine gemeinschaftlich begangene war. Aber sagen wir mal, das war eine. Dann haben wir dort eine gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung. Das ist hier nicht sexuelle Fehlgriffe im Sinne von, da hat dich jemand attraktiv genannt. Und deswegen hast du dich beleidigt gefühlt oder so. Wir reden hier von gemeinschaftlich begangener Vergewaltigung. Ja, richtig. Das hat mit der Kölner Silvesternacht nichts zu tun, gar nichts. Da gibt es bestenfalls einen Fall nach meinem Kenntnisstand. Wir reden da von hundertfacher sexueller Belästigung, aber wir reden da nicht von gemeinschaftlich begangener Vergewaltigung. Also sprich, die Silvesternacht spielt hier bestenfalls mit einer Zahl rein. Aber ich dachte, also ich weiß nicht genau, für welch konkreten Straftatbestand diese Reform halt gilt. Ob für Vergewaltigung das oder. Das weiß ich auch nicht, Hepper. Ich sehe halt nur, dass nach einer angeblichen Verschärfung sich die Zahlen anschließend halbieren. Da stimmt irgendwas nicht. Das wirst du anerkennen, oder? Ich finde es auch merkwürdig oder zumindest kontraintuitiv. Aber ich glaube, es ist einigermaßen verständlich, wenn man sich halt vergegenwärtigt, dass dieser enorme Anstieg auf 2016 eben eine Anomalie darstellt aufgrund der Silvesternacht. Die sagen das auch ganz klar und deutlich in diesem Report da. Was vom Deutschlandfunk? Nein, nicht im Deutschlandfunk, sondern in dem, den ich dir geschickt habe, wo du die Zahlen her hast.
sagen die das ganz eindeutig, Moment, eindeutig, ich such's nochmal raus, auf Seite 10. Du musst uns sagen, was das hier war. War das das Jahrbuch? Nee, das war das allererste, was du mir geschickt hattest, ne? Ja, ich glaube, also das gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung, dieser Sonderreport oder was auch immer das ist. Ja. Auf dem BKA. So, da gehe ich jetzt zu Seite 10, sagst du, ja? Ja. Seite 10 und dort unter 4.1 Anzahl der Fälle, Opfer und Tatverdächtigen, also eine Seite über dieser Tabelle, die wir jetzt auswerten, steht dort irgendwo recht in der Mitte, der erhöhte Wert im Jahr 2016 erklärt sich vor allem durch Taten in der Silvesternacht von 2015 auf 2016. Also das ist dieses Einzelereignis und du hast ja schon richtig gesagt, ich glaube, es gab eigentlich nur eine Vergewaltigung dort in Köln und es steht nicht mal fest, ob es eine Gruppenvergewaltigung war. Aber ich glaube, diese überfallartigen Gruppenvergewaltigungen oder dieser andere Schlüssel, den die hier auswerten, Vergewaltigung durch Gruppe, das ist eben genau der Punkt. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon zählt, wenn du in einer Gruppe herumgeschubst und dir die Sachen ausgezogen werden und es dann aber nicht zum Verkehr wirklich kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon dazu zählen würde, zu diesem Schlüssel. Also ich verwundere das ebenfalls. Die sprechen hier eindeutig von 380 Fällen und sprechen dann hier von der Silvesternacht, was mich erneut verwundert. Also es wäre mir neu, wenn es dort 250 oder sowas Fälle von gemeinschaftlich begangener Vergewaltigung gegeben hätte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vergewaltigung per Definition, ich meine, wenn rumschubsen und blöde Sprüche von sich geben und Mädel mal in den Schritt greifen, wenn das eine gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung ist, was ist denn dann eine sexuelle Belästigung? Was ist denn dann ein sexueller Missbrauch? Also das macht für mich keinen Sinn. Das macht für mich auch vor dem Hintergrund nicht so wirklich Sinn, aber es gibt zum Beispiel auch diesen Straftatbestand Straftaten aus Gruppen. Das wird zum Beispiel vom BKA noch erfasst und auch immer erscheint immer in der PKS. Und dieser Straftatbestand Straftaten durch Gruppen, der spricht nicht mal explizit von Vergewaltigung oder von sexueller Belästigung. Der sagt einfach nur, ja, wenn du irgendwo dabei bist und eine Straftat ermöglichst, dann bist du auch schuldig zu sprechen. Und das wurde halt hauptsächlich eine Reaktion auf diese Silvesternacht eben beschlossen, auch 2016. Und diese Straftaten aus Gruppen, ich kann mir auch vorstellen, dass es 2017 vielleicht oder auch noch 2016 irgendwie mit reingespielt hat in diese Sache. Und also es gab da auf jeden Fall eine Änderung der des Strafrechts und eigentlich wurde das verschärft. Also das, ich kann es mir nicht anders erklären, was die da sonst meinen sollten mit Änderungen. Gut, ich auch nicht. Ich verstehe das leider überhaupt nicht. Also nochmal, mein Hauptproblem ist, dass ich dort von einer Vergewaltigung damals gehört habe. Alles andere waren keine Vergewaltigungen, geschweige denn begangen aus Gruppen oder wie auch immer das heißt. Aber wir erkennen jetzt zumindest beide an, dass man diese Zahlen grundsätzlich nicht vergleichen kann. Also im Grunde genommen ist das nicht wirklich aussagekräftig, dass wir seit 25 Jahren Zahlen haben, die um 480 schwanken. Es ist insbesondere ab 2015 wird es fragwürdig, was da jetzt eigentlich noch reinzählt und was hat vorher reingezählt. Ja, würde ich vielleicht so unterschreiben. Okay, und dass es nach einer Verschärfung dazu kommt, dass die Fallzahl auf 380 sinkt, um die Hälfte, oder auf die Hälfte sinkt, das findest du auch merkwürdig? Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber es ist auf jeden Fall kontraintuitiv. Aber ich kann es mir halt vielleicht auch so dadurch erklären, ich glaube 2017 und 16 haben die doch solche Aufmärsche wie in Köln 2015, Silvester, haben die doch dann verhindert. Also ich glaube, da ist schon einiges passiert, das dafür gesorgt hat, dass die Zahlen dann 2017 nicht nochmal so hoch waren. Ja, ist ein möglicher Erklärungsansatz, ja. Also hat Racial Profiling funktioniert. Bist du für Racial Profiling? Oder für Gruppenvergewaltigung. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast. Ja, also ich, da bin ich tatsächlich dafür. Ich fand das verhältnismäßig, dass man das verhindert hat. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass ich dafür bin, dass ein Polizist einen Autofahrer anhält, nur weil er schwarz ist. Da bin ich jetzt nicht dafür.
Na, das wird ja zum Glück in diesem Land hier nicht gemacht. Alles klar, Heppa, ich danke dir vielmals, ich schneide das rein und wir hören uns. Okay, dankeschön. Genau. Mhm. Das ist, ich meine, ich glaube, Schlomo macht das immer gerne, er blendet immer diese Zahl ein mit den gestiegenen Sexualverbrechen. Ja, die habe ich hier für dich. Ja, genau. Kannst du da einen Trend erkennen, Heppa? Ja, ich kann das erkennen. Nee, einen Trend, kannst du da einen Trend erkennen? Ach so, ja, ich kann einen Trend erkennen. Okay. Wann geht der so ungefähr los? 2015, 16 würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, das Problem damit ist, dass wir halt eben auch den enormen Anstieg der deutschen Bevölkerung haben. Also ich glaube, 2015 waren wir noch 81 Millionen oder sogar ein bisschen weniger. Und heute sind wir schon über 83 Millionen. Also das müsste man damit noch verrechnen. Also seit meiner Kindheit wird mir erzählt, dass wir 84 Millionen Einwohner haben. Ich weiß nicht, ob die Zahl tatsächlich so massiv schwankt. Ich würde das jetzt erstmal anzweifeln, aber ich weiß das nicht genau. Man kann's aber gut, dann senkst du meinetwegen jetzt die Zahlen um 1%, damit du dann das Ganze ein bisschen anpasst. Nun ja, nicht 1%. Also ich würde sagen, die 1,5 Millionen Zuwanderer, die wir bekommen haben, das ist eine relevante Zahl. Und dass dann eben die Zahl der Vergewaltigungen ein bisschen steigt, das ist logisch. Das bedeutet noch nicht zwingend, dass... ein bisschen? Also wenn der Trend sich 2021 fortgesetzt hat, dann haben wir die Zahlen jetzt ansatzweise, nicht ganz, aber demnächst verdoppelt. Seit 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, also wir haben hier Zahlen, wir haben hier Jahre bei, da sind es 40.000 irgendwas. Das niedrigste ist hier 45.000. Das bewegt sich über was sind das hier, 7 Jahre bei unter 50.000. Jetzt sind wir aktuell bei 81.000. Und wenn der Trend sich fortsetzt, dann sind wir nächstes Jahr, also dieses Jahr, ja, mit den Zahlen, die wir nächstes Jahr präsentiert bekommen, sind wir so bei irgendwas mit 90.000. Okay. Gut. Wenn ich mir den Trend so anschaue, also zum einen natürlich die Bevölkerungszahl, die wird jetzt nicht um 100%, 50%, was auch immer gestiegen sein, sondern deutlich weniger, das stimmt schon. Die Frage ist eben auch, einmal gab es 2017 die Sexualstrafrechtsreform. Also ich habe jetzt 2015 61,7 Millionen, dann 80. 81,7, 82,3, 82,9. 83,0, 83,24. Das ist jetzt nicht so der fette Anstieg, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie in Richtung 60% oder sowas, wie hier der Anstieg der Sexualstraftaten. Ja, das stimmt. Gut. Ich verstehe nicht so genau, was willst du denn jetzt? Also, das ist alles gar nicht so schlimm, oder was? Ist das nicht so, dass Zuwanderer massiv überrepräsentiert sind? Auch bei diesem Straftatbestand, nebst weiteren übrigens. Ist das nicht so? Gut. Doch, das ist gut, so. Gut, was willst du denn dann jetzt? Werd doch mal konkret. Was ich möchte von euch, ist, dass ihr da ein bisschen akkurater wertet und die Zahlen ordentlich, damit ordentlich umgeht. Ja? Die in den Kontext setzt, die auch ordentlich verwendet, berechnet. Die Zahlen hier, die kennst du doch mittlerweile von Schlomo. Was ist denn jetzt an diesen Zahlen hier falsch? An diesen Zahlen ist nichts per se falsch. Aber das Problem ist, dass ihr die, ja, ich hatte es in der E-Mail geschrieben, entkontextualisiert, indem ihr den Bevölkerungsanstieg vernachlässigt. Ja, den Bevölkerungsanstieg von 1,5% erklärt eine Vergewaltigungs- oder beziehungsweise eine Steigerung der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 60%. Das erklärt es zumindest zum Teil. Nein. Und, nein. 1,5% oder sowas von 60% erklärt gar nichts. Erklärt absolut gar nichts. Durch die Zuwanderung steigt hier die Anzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und zwar deutlich. Deutlich. Ja, gut. Ich gebe dir durchaus recht, dass wir, zumindest was die Zuwanderer im Speziellen angeht, seit 2014 ist da natürlich das regelrecht explodiert. Ja, also um 100, 200% pro Jahr tatsächlich, so ungefähr. Gibt es auch diese eine Studie hier von dem Christian Pfeiffer natürlich, die kennen wir alle. Zeigt das auch sehr schön, aber der Grund ist natürlich... Was zeigt Pfeiffer? Was zeigt Pfeiffer sehr schön? Die Gewaltkriminalität speziell, glaube ich. Jetzt habe ich heute auch nochmal Zahlen rausgesucht.
in Niedersachsen, meine ich, der hatte eine niedersächsische Jugendstudie oder was auch immer das ist, die zeigt, dass eben die Gewalt. 92% des Anstiegs auf die Zuwanderung zurückführt, richtig? Ja, kann sein, dass es so ist. Richtig. Aber genau in diesem, also in demselben Zeitraum ist eben die Kriminalität durch Zuwanderer massiv gestiegen, die durch Deutsche hat minimal abgenommen. Und was mir hier zum Beispiel jetzt in dem Fall, was Schlummer immer präsentiert, fehlt, ist zum Beispiel die Entwicklung bei den deutschen Tatverdächtigen. Wären die vielleicht? Das sind alle Tatverdächtigen. Das sind Deutsche und Nicht-Deutsche. Das ist mir klar. Aber wie viel von diesem Anstieg geht wirklich auf die Flüchtlinge zurück und wie viele geht wirklich auf die Deutschen zurück? Die keine Ahnung, du kannst mir gerne Zahlen präsentieren. Wir können ja nachgucken. Ich meine, eins kann ich dir vorher sagen, bei jedem Straftatbestand sind Zuwanderer überrepräsentiert. Und zwar deutlich. Bei jedem Einzelnen. Bei jedem Einzelnen. Ich wusste nicht, worauf ich mich heute einlasse. Du wusstest das schon, dann bitte, nenn mir Zahlen. Du leugnest, oder beziehungsweise du stellst in Abrede, dass es einen großen Unterschied macht, ob eine Person zum Beispiel anerkannt ist oder nicht anerkannt ist. Ja. Das hattest du in dem Video von Franzi oder gegen Franzi sehr genau beschrieben. Du hast nachgeguckt, glaube ich, wie das bei den Anerkannten ist, bei der Gewaltkriminalität oder sowas. Das Ding war, damals hatte das BKA das noch nicht genau aufgelistet, wie viel Kriminalität nun bei den Asylbewerbern, also bei denen, die noch kein abgeschlossenes Verfahren haben, ist. Hepper, wie das bei den Geduldeten ist. Hepper. Ja. Warum sollte jemand durch einen anderen Aufenthaltsstatus davon abgehalten werden, an einer Gruppenvergewaltigung teilzunehmen? Oder eine andere Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu begehen? Oder eine Straftat im Zusammenhang mit einem Messer? Auch da habe ich Zahlen, die sind von gestern, fast 20.000 Messerangriffe in einem Jahr in Deutschland. Anteil der nicht-deutschen Täter 39,6%. Inwiefern hat jetzt ein anderer Aufenthaltsstatus diese Taten reduziert? Oder die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung? Ein Aufenthaltsstatus reduziert es deswegen, weil Personen, die diesen Aufenthaltsstatus auch tatsächlich bekommen, ihn auch brauchen und kein Interesse daran haben, ihn wieder zu verlieren, indem sie eine Straftat begehen. Das ist den Personen selber natürlich klar. Okay, und die ihn noch nicht haben, aber ihn möglicherweise irgendwann mal bekommen, zum Beispiel, weil du ja nach 7 Jahren, oder ich glaube, es waren 7 Jahre, Aufenthalt in einem Land sowieso ein Bleiberecht erstmal zugesprochen bekommst, denen ist das nicht so ganz so wichtig und darum gruppenvergewaltigen die. Du bringst jetzt das Beispiel mit den Gruppenvergewaltigungen, ich kann darauf später noch gerne eingehen, aber das hat mit dem Aufenthaltsstatus tatsächlich weniger zu tun. Den Aufenthaltsstatus, da würde ich eher so Eigentums- und Gewaltkriminalität drauf zurückführen. Okay, alles klar. Also, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich auf Dauer in diesem Land hier werde bleiben dürfen oder meinetwegen, weil ich davon ausgehe, dass ich wahrscheinlich nicht werde bleiben dürfen, fange ich an, Leuten in die Fresse zu schlagen. Ja, aha, okay. Natürlich. Also eine Person, die geduldet ist zum Beispiel, die hat ja, eigentlich ist die vollziehbar ausreisepflichtig. Die hat hier keine wirkliche Zukunft. Ich glaube, man kann sich vielleicht doch noch irgendwie reinmogeln, wenn man arbeiten geht, ich weiß es nicht. Aber soweit ich weiß, ja. Ja, aber das können wir nicht abschließend klären, ja? Genau, aber diese Person hat doch deutlich schlechtere, ich sag mal auf Englisch, Future Prospects als seine Landsleute, die den Schutz erhalten haben. Richtig. Und darum geht sie vor die Tür und haut irgendjemandem in die Fresse. Oder begeht einen Raub oder eine Gruppenvergewaltigung. Warum er das macht, das wirst du ihn sicher. Ich kann zum Beispiel, es gab diesen einen Fall. Du stellst ja den Zusammenhang her. Du sagst mir aus irgendwelchen Gründen, ich weiß noch nicht so ganz warum, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber du sagst mir, wenn die alle einen Aufenthaltsstatus bekämen, dann würden die gar nicht so kriminell sein. Das erzählst du mir ja gerade. Ja. Und ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Wo ist denn da der Zusammenhang? Deswegen frage ich dich nochmal. Also, weil sie diesen Status nicht haben, gehen sie auf die Straße und hauen den Nächstbesten in die Fresse. Ja. Und nehmen an Gruppenvergewaltigung teil. Das habe ich nicht gesagt. Aber, warte mal kurz, aber da sind sie auch überrepräsentiert. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Ich möchte einfach nur, dass du verstehst, also das ist ja, ich sage ja nichts Falsches. Ich habe mir die Zahlen selber doch mal angeguckt. Das BKA veröffentlicht 2019 tatsächlich aufgeschlüsselt nach Geduldeten,
Asylbewerbern. Und dass die weniger auffällig sind, das weiß ich. Das erklärt aber noch nicht den Grund dafür. Ja, Ursache und Wirkung und so. Mir ist das okay, klar. Was? Ich kenne natürlich auch im Detail nicht die Zusammensetzung der Personen, die hier ein Aufenthaltsrecht bekommen. Ja, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie ist das denn mit Familiennachzüglern? Soweit ich weiß, gelten die nicht mal als Zuwanderer, aber das weiß ich nicht ganz genau. Ja, wie alt sind die im Schnitt? Ich habe in dem Franziska-Video ja auch die Sache mit dem Alter einmal durchgerechnet. Übrigens nur grob, weil ich natürlich zu jedem Jahr nicht wusste, was heißt denn jetzt 8% der Zuwanderer waren im Alter zwischen, keine Ahnung, 12 und 16 oder so. Wie viel sind das dann insgesamt? Ne, wenn ich jetzt 5 Jahre zusammenmenge muss am Ende, also auch das konnte ich nicht akkurat machen. Aber was man da gesehen hat, ist ja, dass eine Gruppe hier ganz besonders überrepräsentiert ist, wenn wir uns aufs Alter konzentrieren. Und das sind die unter 4-Jährigen. Ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt mal an, zum Beispiel, dass unter 4-Jährige beim Asylantrag ziemlich gute Karten haben, auch einen entsprechenden Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und dass die keine Gruppenvergewaltigungen begehen, ist natürlich völlig klar, können sie ja nicht. Er ist natürlich ein Faktor, der dafür sorgt, dass alleine schon deswegen die Auffälligkeit in der Kriminalstatistik bei denen, die Anspruch auf Asyl haben, gesenkt wird. Richtig. Das ist ein Grund, sicherlich. Und der andere Grund wird sein, dass diese Personen sich das hier nicht vermiesen wollen. Die wollen sich ihr Leben aufbauen. Das ist Mutmaßung, Hepper. Nochmal, meine Begründung ist die. Die unter 4-Jährigen können nicht Gruppen vergewaltigen. Ja. Von daher ziehen sie die Statistik definitiv nach unten. Du auf der anderen Seite kommst du mit, ja, ich gehe davon aus, dass, weil die ja sich hier eine Zukunft aufbauen können und so, dass sie das macht keinen Sinn. Das ist eine Mutmaßung deinerseits. Das ist kein Gedankengang, den ich nachvollziehen kann. Hepper, sorry, mach das für mich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass ich weniger dazu geneigt bin, an einer Gruppenvergewaltigung teilzunehmen oder irgendjemandem die Fresse einzuschlagen, weil ich mich hier dauerhaft im Land aufhalten darf. Diesen Gedanken kann ich nicht nachvollziehen. Es gab zum Beispiel dieses eine Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das sogar in der Honigwabe hattet, von so einem Geduldeten, bei dem die Abschiebung möglich wurde und der einen Tag vorher in einer Bahn jemanden die Fresse eingeschlagen hat, um eben dann in den Knast erstmal zu kommen und erstmal am nächsten Tag nicht abgeschoben. Ja, ich erinnere mich. Also ich erinnere mich jetzt nicht konkret an diesen Fall, aber ich weiß noch, da war irgendwie sowas mal in der Art. Ich erinnere mich. Genau. Sowas ähnliches, ja. Und das ist doch, also ich meine, sowas gibt's doch offensichtlich. Also natürlich wird jetzt nicht jeder sich so denken, ja, das mache ich jetzt, um der Abschiebung zu entgehen oder sowas. Es wird doch einfach in den meisten Fällen einfach Frustration sein. Also Hepper, erneut, das sagst du jetzt einfach so. Ja. Das ist jetzt ein Beispiel, was du hast. Mir fällt übrigens gerade das Wort nicht ein. Wie heißt das nochmal? Das ist, fängt mit K an, glaube ich. Oh, scheiße, mir fällt es gerade nicht ein. Es ist auf jeden Fall ein Beispiel, von dem aus du auf gar nichts schließen kannst. Auf absolut gar nichts. Ja, es gibt da diesen einen Fall. Erkenne ich an, ja. Und jetzt glaube ich dir sogar mal, dass das wirklich der Grund war. Glaube ich dir. Ne? Gewissermaßen kann ich diesen Gedanken dann nachvollziehen. Aber damit sich das in der Kriminalstatistik bemerkt macht, dass die Leute das deswegen tun, das ist damit nicht im geringsten belegt. Anekdotische Evidenz, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Genau. Es ist aber in der kriminologischen Forschung nun schon hinlänglich bekannt, dass Personen, die in prekären Situationen leben, öfter zu solchen Straftaten neigen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Was heißt jetzt prekäre Situation? Inwiefern unterscheidet sich die prekäre Situation von zum Beispiel den Vietnamesen damals, denen sie das Flüchtlingsheim abgefackelt haben? Die Vietnamesen damals waren zumindest in Ostdeutschland, wo sie noch stärker diskriminiert wurden als in Westdeutschland, durchaus kriminell. Der Unterschied war, dass sie halt eben... Waren sie das? Ja. Das höre ich zum ersten Mal. Also reden wir hier von Messerstechereien und Gruppenvergewaltigungen, Raub, Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Drogendealen, von solchen Sachen reden wir hier. Und zwar wir reden wirklich in erster Linie, teilweise einen Faktor 15 überrepräsentiert. Also bei den Vietnamesen reden wir in erster Linie von illegalen Geschäften und Drogenhandel. Also wenn du zum Beispiel in die Tschechei schaust, Crack und sowas, das wirst du dort ganz besonders bei den Vietnamesen finden. Mhm. Also die haben hier früher die Zigaretten vertickt am Straßenrand. Aber das war's dann auch schon. Also mir wäre es neu, wenn die damals Gruppen vergewaltigt hätten und hier Leute zu Tode gekommen wären, aufgrund der Vietnamesen. Das ist richtig.
Also das wollte ich auch nicht damit andeuten. Gut, die haben in prekären Verhältnissen gelebt und sind nicht zu Gruppenvergewaltigern geworden. Richtig. Zum Teil, nicht alle. Ich möchte das an der Stelle natürlich betonen, ne? Nicht alle. Die allerwenigsten werden Gruppenvergewaltiger. Aber es gibt da einen ganz, ganz auffälligen Trend. Ja, aber was ich nicht in Zweifel ziehen würde, ist, dass Vietnamesen zumindest zu dieser Zeit bei Eigentumskriminalität, bei Rauschgiftkriminalität deutlich überrepräsentiert waren. Ich meine, ich habe jetzt keine Daten dazu. Aber ich würde stark vermuten, dass das der Fall war. Mag und gut sein, ja. Das wurde natürlich auch so wahrgenommen in der ostdeutschen Bevölkerung. Also die Vietnamesen waren damals nicht gern gesehen. Und heute hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Ich sage auch nicht, dass... Ich müsste mich da jetzt schlau machen. Ich habe selbst meine Zweifel, dass die Vietnamesen damals in Ostdeutschland dafür bekannt waren, dass sie irgendwann die Bude ausräumen. Ich nehme an, das waren schon damals Rumänen oder Polen oder damals noch Rumänen oder insbesondere Polen. Ich habe da so meine Zweifel. Aber du sagst es jetzt so alles gleich, nehmen wir das hin. So, und trotzdem sind die ja auf andere Art und Weise kriminell gewesen, trotz der prekären Verhältnisse und der Abneigung aus der Bevölkerung heraus. Wohingegen die Flüchtlinge, die wir jetzt begrüßt haben, die sind ja mit im Orchester am Bahnhof begrüßt worden. Ja, leben bei weitem nicht in derartig prekären Verhältnissen, aber du schiebst jetzt die Gruppenvergewaltigungen, die Messerstechereien, die Tötungsdelikte, die Körperverletzungen, die Raubüberfälle, die schiebst du jetzt auf prekäre Verhältnisse. Was heißen prekäre Verhältnisse? Also ich kann mir kein schlimmeres Verhältnis vorstellen, als das Gewissen, das Wissen, dass ich morgen abgeschoben werde. Das ist, Das heißt, wenn du kurz vor der Abschiebung stündest, dann würdest du jetzt noch jemanden abstechen oder jemanden die Fresse polieren oder jemanden vergewaltigen? Nein, das nicht. Aber ich sage, aber das unterstellst du diesen Leuten ja. Das unterstellst du diesen Leuten ja. Also du unterstellst ihnen ja, dass sie zu Tieren werden, sobald sie erfahren, dass sie leider hier kein Bleiberecht haben, weil sie keinen Fluchtgrund hatten. Also geltendes Recht dann doch mal angewendet wird. Nein, also das unterstellst du mir jetzt, ich möchte nicht irgendwie das entschuldigen, da missverstehst du mich wahrscheinlich. Es geht nur um die Erklärung dessen, warum die das machen. Und dass sie das machen, wenn die in solchen Situationen sich wiederfinden, das ist einfach so. Also das entschuldigt das auch nicht, dass sie das machen. Ich erkenne das nicht an, aber, ich erkenne das nicht an, dass sie das machen, weil sie sich in diesen Situationen wiederfinden. Das erkenne ich nicht an. Alles, was du hast, ist dafür die Zahl derer, die geduldet sind und derer, die nicht geduldet sind und dass die Geduldeten weniger häufig kriminell werden als nicht geduldeten. Da hast du über die Altersstruktur hast du da gar nichts. Bezug auf Familiennachzug hast du da gar nichts. Bezug auf Geschlecht hast du da gar nichts. Du hast gar nichts. Alles, was du hast, Hepper, sind zwei Gruppen. Eine davon ist geduldet, die andere nicht. Die nicht geduldete ist deutlich krimineller und du sagst, das ist der Faktor, dieser Unterschied ist der Faktor, wieso sie deutlich krimineller sind. Ich erkenne das nicht an. Gut. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja in der E-Mail auch bemängelt, dass wir keine Lösungen anbieten würden. Was wäre denn deine Lösung dafür? Wollen wir da nicht einfach allen Pauschalen ein Bleiberecht aushändigen? Nein, das will ich damit nicht sagen. Das Bleiberecht gilt natürlich nur für die, die dieses auch benötigen, ist völlig klar. Wer benötigt das denn zum Beispiel? Wie ist das denn bei einem Syrer zum Beispiel, der sich jetzt hier aufhält, der 2015 oder 16 oder 17 ins Land gekommen ist? Ich weiß nicht genau, wie die derzeitige Lage in Syrien ist. Ich würde es derzeit vielleicht nicht unbedingt jemandem Seit Jahren suchen. Beschränkt sich der Konflikt dort auf ein Gebiet der Fläche Berlin-Spandaus. Okay. Seit Jahren, und, seit zweieinhalb oder drei Jahren oder so. Und wie sieht es mit den Regimegegnern aus, die dann Die Regimegegner sind ja wohl die, die sich damals dem IS angeschlossen haben. Oder von welchen Regimegegner redest du jetzt? Die sich dem IS angeschlossen haben. Also, alle Widerständler dort waren IS-Terroristen. Nein, nicht alle, aber da gab es ja einige Verbindungen zwischen der Freien Syrischen Armee und irgendwelchen Terrororganisationen, die halt gegen das Regime Assad gekämpft haben. Regime, jetzt benutze ich den Ausdruck selber schon. In Damaskus wird seit mindestens 20 Jahren gibt es dort Weihnachten mit Weihnachtsbäumen und so weiter. Da feiert man zusammen. Das ist eigentlich für diese Region ein ziemlich friedliches Land gewesen. Was natürlich ermöglicht wurde durch harte Hand, was aber in den meisten Dreckslöchern halt leider der Fall ist. Syrien war so ein Fall, aber es war ein weitestgehend friedliches Land. Wenn du Manaf Hassan folgst, zum Beispiel auf Twitter, wirst du feststellen, dass der heute vor 2 Monaten dort erst Urlaub gemacht hat und
Fotos und Videos gepostet hat, von Cafés, in denen er war, Restaurants, in denen er war, vom Nachtleben Fotos und Videos gezeigt hat. Es gibt dort keinen Krieg. Es gibt dort gar nichts. Die Konflikte, die es noch gibt, die beschränken sich auf eine Fläche der Größe Berlin-Spandaus. Berlin-Spandau. Also wir reden hier nicht von Berlin, was schon nichts wäre. Wir reden hier von Berlin-Spandau. Ja, das ist, soweit ich weiß, die Größe von Idlib. In dem Fall würde ich dir recht geben, dass zumindest die Subsidiär-Schutzberechtigten dann ihr Aufenthaltsrecht natürlich, also dass die diesen Schutz nicht mehr benötigen, weil Subsidiärberechtigte sind ja, glaube ich, die Kriegsflüchtlinge, soweit ich weiß. Und das sind, glaube ich, auch die Mehrzahl der syrischen Flüchtlinge. Aber es gibt eben auch solche, die politisch verfolgt werden oder aus religiösen Gründen verfolgt werden. Und natürlich haben die... Wer würden aus Syrien aus religiösen Gründen verfolgt? Ich glaube übrigens, laut Genfer Flüchtlingskonvention muss es sogar der Staat sein, der dich verfolgt. Das heißt, das verfeindete Nachbardorf darf es nicht sein, aber ich gebe dir selbst das verfeindete Nachbardorf. Okay, also du wirst mir sagen, dass, wie heißt das gleich, Assad niemanden verfolgen lässt. Gegner seiner Herrschaft, mit Sicherheit. Was in diesen Ländern leider notwendig ist. Dort kannst du halt nur mit harter Hand regieren. Ist leider so. Finde ich selber schade, aber so ist es. Das sind keine liberalen Gesellschaften in unserem Sinne. Okay. Du könntest jetzt mit den Jesiden kommen, aber die haben ja da auch komischerweise unter Assad jahrzehntelang gelebt ohne Probleme. Die Probleme, die die Jesiden hatten, also eine tatsächliche Gruppe, die aus religiösen Gründen verfolgt wurde, die wurden ja von den Gegnern Assads dort verfolgt. Namentlich vom IS und deren Verbündeten. Mhm. Okay, und vom IS gibt es ja, soweit ich weiß, auch noch Schläferzellen ohne Ende in Syrien und... Warte mal, du weißt nicht, wie das da aktuell ist mit der Lage in Bezug auf Krieg, aber du weißt von irgendwelchen Schläferzellen des IS. Ich bezweifle, dass der IS ganz ausgelöscht ist. Ich glaube, das gibt es. Das bezweifle ich ebenfalls. Aber das gilt ja auch für Deutschland. Auch hier wird es noch den einen oder anderen IS-Sympathisanten geben. Einen haben wir erst vor 2 Wochen dingfest gemacht, nachdem er im ICE auf Leute eingestochen hat. Also wo willst du mit diesem Argument hin? Ja, da wird es noch Leute geben, die den IS ganz großartig finden. Das ist richtig. Die gibt es übrigens auch in der Türkei, die gibt es übrigens auch in Indonesien, die gibt es überall. Kannst du dir bei Pew Research Befragungen zu ansehen. Also was heißt das jetzt? Bleiberecht für immer, weil aus deinem Herkunftsland... In deiner Herkunftsstadt gibt es Leute, die sympathisieren mit dem IS. Ja, ich sehe halt keinen Grund, eine Familie, die hier seit 5 Jahren anerkannt ist, oder von mir aus auch keine Familie, von mir aus ist es der 20-jährige oder der 30-jährige Syrer, der vor 5 Jahren hierher gekommen ist und anerkannt wurde und hier einen Job macht, warum der dann unbedingt. Ja, ist ja die Ausnahme, ne? Ist ja die Ausnahme. Also es ist ja, nochmal, ich sage das ganz deutlich, das ist ja die Ausnahme. Die wenigsten Syrer arbeiten hier und gehen einer geregelten Tätigkeit nach und müssen nicht mindestens noch aufstocken durch H4 oder Hartz IV oder kriegen halt Hartz IV. Das ist ja die absolute Ausnahme. Aber selbst die, bleiben wir mal bei denen. Glaubst du, dass die deutsche Bevölkerung, wenn du sie 2015 gefragt hättest, hey Leute, wie sieht's denn aus? Wir haben vor hier 2 Millionen Leute aus Syrien und ansonsten auch noch Umgebung, Nahost und so weiter, hierher zu holen. Die werden euch erzählen, das sind Flüchtlinge, obwohl das gemäß Genfer Flüchtlingskonvention keine sind, für die wir irgendwie zuständig wären. Wir werden das Grundgesetz außer Kraft setzen, wir werden das Asylgesetz außer Kraft setzen und wenn der Krieg dort vorbei ist und die Leute eigentlich zurück könnten, dann werden wir sagen, na, aber jetzt arbeiten aber ein paar von denen. Ein paar von denen arbeiten, also bleiben jetzt alle hier. Glaubst du, das deutsche Volk hätte damals gestimmt mit ja, machen wir. Finden wir gut. Nein, das glaube ich nicht. Gut, aber du willst jetzt, dass die Leute hier bleiben. Die sind mir verkauft worden, übrigens unter anderem von Christian Lindner, dem du ja offensichtlich deine Stimme geliehen hast. Der hat mir heute vor 3 Jahren noch erzählt, natürlich müssen die zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Natürlich. Natürlich sind ja Flüchtlinge. Natürlich müssen die zurück. Ja, würde ich auch recht geben. Also die Subsidiärschutzberechtigten müssen zurück, falls es die Lage erlaubt. Gut, also dann sind wir 95% los. Möglich, ja. Ich weiß nicht genau, wie groß die Zahl ist. Und da wärst du für? Ja. Okay, dann frage ich mich erneut, Herr Papa, was willst du jetzt eigentlich von mir? Was ich von dir will, ist, du hast zum Beispiel jetzt, du hast vor uns viel mit dem Alter erzählt, du hast jetzt allgemein viel erzählt, mit der Rechtslage, dass es angeblich nicht rechtskonform wäre, was ich auch nicht so sehen würde, aber... Ja, wir können das kurz durchexerzieren. Ist gar kein Problem. Ja. Gemäß Genfer Flüchtlingskonvention sind die Nachbarländer in der Pflicht. Das Ding fällt schon mal weg. Das heißt, wenn du über 8 sichere Staaten reist, um hier anzukommen, dann bist du kein Flüchtling mehr. Dann bist du verpflichtet, deinen Asylantrag
in dem europäischen Land zu stellen, dessen Boden du erstmalig betreten hast. Das hieß, es ist quasi unmöglich, hier anzukommen, ohne bereits zuvor in Italien, Kroatien, Griechenland oder sonst wo einen Asylantrag gestellt zu haben. Ja, das ist Dublin 3. Das hieß, dass eigentlich jeder einzelne Flüchtling, der hier ankommt, zu Fuß, durch Ungarn oder, jetzt aus Weißrussland und so weiter, der müsste eigentlich auf direktem Wege zurückgeschickt werden. Das wäre Dublin 3. Abkommen innerhalb der EU. Und Asylgesetz und Grundgesetz sagen aus, dass jemand, der aus einem sicheren Drittstaat hier hereintritt, wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten, abzuweisen ist. Das ist Grundgesetz und oder Asylgesetz. Mhm. Das ist ein Rechtsbruch, der da stattfindet. Seit 6 Jahren. Okay, also speziell was das Grundgesetz angeht, sehe ich das nicht so. Ich glaube, das Grundgesetz ist ja so ausgelegt, dass es mit EU-Recht kompatibel ist. Auf der EU-Ebene gilt eben Dublin, was du schon richtig gesagt hast. Und Dublin ist aber auch, glaube ich, nicht so, dass da pauschal so ist, dass dieser Flüchtling unbedingt dort bleiben muss, wo er zuerst den Boden betritt. Allgemein ist es bei der Genfer Flüchtlingskonvention so, dass du Personen, die in deinem Land einen Flüchtlingsantrag, einen Asylantrag kommen wir stellen. Jetzt zu... Warte, Herr Paar, ganz kurz. Ich kann dir hier möglicherweise die Stelle raussuchen. Mhm. Ich glaube, da habe ich sie. Unter Abschnitt 2, Einleitung des Asylverfahrens. Ein Ausländer, der bei einer mit polizeilichen Kontrollen des grenzüberschreitenden Verkehrsbeauftragten Behörde bla 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 bla. Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn erstens er aus einem sicheren Drittstaat Paragraph 26a einreist. Und damit war es das. Richtig. Okay. Und wie sieht das dann mit den Pushbacks aus? Oder wie sieht das mit Migranten aus, die es über die Grenze schaffen? Das tut quasi nur erlauben, die an der Grenze abzuweisen. Wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, dem ist die Einreise zu verweigern. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Du siehst hier Paragraph 18, Aufgaben, das ist entweder Asylgesetz oder Grundgesetz, eins von beiden. Asylgesetz wahrscheinlich, oder? Ja, ich gehe davon aus. Was eben erstmal nicht legal ist, zumindest nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sind Zurückweisungen... Von Flüchtlingen, richtig. Das sind keine Flüchtlinge. Nein. Wenn du sicheren Boden unter deinen Füßen hast, dann bist du kein Flüchtling. Dementsprechend kann ich dich natürlich zurückweisen. Ich würde dir da nicht pauschal recht geben. Also nein, das sagt nicht aus, wie definierst dass Flüchtlinge du Flucht? Nicht zurückgewiesen werden. Was ist denn für dich eine Flucht? Wann flieht denn jemand? Nochmal. Also die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, ich glaube Artikel 33 ist das, sagt nicht, dass du nur Flüchtlinge nicht zurückweisen darfst, sondern du darfst auch Personen nicht zurückweisen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, einen Asylantrag zu stellen. Du kannst ja nicht mit 100%iger Sicherheit, wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten, da gebe ich dir recht. Also kannst du mit 100%iger Sicherheit, sprich es aus, Hepper. Mit 100%iger Sicherheit. Mit 100%iger Sicherheit kannst du sagen, wenn dir jemand an der Grenze aufschlägt, dieser Mann flieht vor gar nichts. Stimmst du mir zu? In Deutschland ja, gut. An der EU-Außengrenze nicht unbedingt. Gut. Den Punkt will ich jetzt nicht aufmachen. Ich würde jetzt mal so pauschal rein in den Raum werfen, dass für 99,9% das auch an den EU-Außengrenzen gilt. Aber darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Ist okay, den Punkt kannst du mit dem Ding haben. Okay. Es gibt natürlich auch noch die Flüchtlinge, die direkt über die Flugzeuge einreisen. Die betreten dann sofort Deutschland. Richtig. Das sind auch mehrere 10.000. Übertriebene Ausnahme, aber ist richtig, ja. Ja, weiß ich nicht genau, wie viele das sind. Ich dachte, das wären schon irgendwas um die 10.000 bis 20.000 pro Jahr. Ich glaube nicht. Also soweit ich weiß, sind doch quasi die einzigen, bei denen das möglich ist, Afghanen. Bei denen ist das nämlich möglich, warum auch immer, in der Türkei ziemlich einfach ein Reisevisum zu beantragen nach Deutschland. Mhm. Und wenn sie das haben, können sie einreisen. Und sobald sie den Boden betreten, können sie sagen Asyl, Asyl. Und damit war es das. Aber das geht zum Beispiel nicht aus Afghanistan. Das geht warum auch immer. Tichis Emlik hat damals eine Anfrage an die
ans, ich glaube, Außenministerium geschickt, dass die sie niemals beantwortet bekommen haben. Das ist oder war zumindest bis vor wenigen Monaten, ich glaube, es ist immer noch gängige Praxis in der Türkei. Ja, dass du dort ein Reisevisum erhalten kannst für Deutschland als Afghane und dann, sobald du ankommst, sagen kannst, einmal Asyl bitte. Das ist richtig. Mhm. In dem Fall okay. Müsste ich jedenfalls sagen, wovor flieht denn dieserjenige aus der Türkei, Hepper? Aus der Türkei nun, ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, es sind ja nicht nur unbedingt die Afghanen, die diese Anträge stellen. Es gibt auch. Soweit ich weiß, ist das nur für Afghanen möglich, dass sie an ein Reisevisum rankommen. Du kannst nicht im Irak zur deutschen Botschaft gehen, kannst sagen: Hallo, bitte ein Reisevisum. Aber du kannst doch zum Beispiel auch als türkischer Bürger das Visum für Deutschland kriegen und dann machst du hierher und dann sagst du: Ja, ich werde von Erdogan, von dem Regime verfolgt. Ja, das müsstest du aber eigentlich glaubhaft beweisen. Ich, meine, ja, ich erinnere mich an einen Fall, den wir hier vor einem, ich glaube, es war vor Corona, so vor 2,5 Jahren oder was. Und das war, glaube ich, ein Journalist und zwar eine ziemlich bekannte Nummer aus der Türkei. Und der hat es tatsächlich geschafft, nach Berlin sogar zu fliehen. Konnte er natürlich glaubhaft darlegen, dass er dort verfolgt wird oder um Leib und Leben fürchten muss und hat auch Asyl bekommen. Das ist vollkommen richtig, ja. Aber Hepper, erneut frage ich mich, worüber wir reden. Also wir reden hier von ein paar Dutzend, vielleicht ein paar wenig tausend Fällen, die wir hier im Jahr haben, bei denen sowas möglich ist. Oder die in diese Gruppe fallen. Ja, nochmal, Hepper, ich verstehe immer noch nicht so ganz, was willst du jetzt von mir? Du bist ebenfalls der Meinung, dass in ein sicheres Land sollte man Flüchtlinge, die ja jetzt keinen Grund mehr haben zu fliehen, pauschal abschieben. Da hast du mir vor einer halben Stunde so zugestimmt. Du selber streitest nicht ab, dass Zuwanderer in der Kriminalstatistik brutal überrepräsentiert sind. Du selber streitest nicht ab, dass 66% der Syrer von Hartz IV leben. Der im arbeitsfähigen Alter befindlichen Syrer von Hartz IV leben. Das streitest du alles nicht ab. Was willst du jetzt von mir? Ich will in erster Linie erstmal auf deine Alterszahlen von vorhin zurückkommen. Also ich will erstmal klarstellen, dass klar, also ich gebe dir vollkommen recht, die sind überrepräsentiert. Das Problem ist, dass ihr das überdramatisiert. Also ihr tut ganz massiv Faktor das überschätzen. Faktor 15 bei den überfallartigen Gruppenvergewaltigungen. Von welcher Gruppe genau sprechen wir, Flüchtlinge? Zuwanderer, ja. Zuwanderer? Ja. Okay. Bei Zuwanderern, bei der Kategorie selber, wissen wir, dass auch da natürlich die genaue Bevölkerungszahl nicht bekannt ist. Wir wissen nicht, wie viele sich in Deutschland aufhalten. Ja, Hepper, komm, ich biete es hier neu an. Dann runde die Nachkommastelle runter. Dann sind es halt 15 statt 15,5. Ich glaube, die richtige Zahl, die ich damals berechnet habe, war ja 15,5. Du hast recht, Hepper, sie sind nicht 15,5-fach überrepräsentiert bei Gruppen, Vergewaltigungen, Klammer auf, überfallartig, Klammer zu. Ich hoffe, dass dir klar ist, dass wir von einer Straftat reden, die ein Opfer bis an ihr Lebensende zeichnen wird, sondern sie sind nur 15 Mal so häufig Tatverdächtige, wie das Personen sind, die einen deutschen Pass haben. Nicht Deutsche. Und wenn ich sage Deutsche, meine ich Leute, die von sich selber sagen, ich bin Deutscher. Sondern Personen mit deutschem Pass. Mit diesen verglichen sind sie 15,5-fach überrepräsentiert. Mach daraus 15, Hepper. Dann haben wir den ganzen Taschenspielertrick-Kram, den haben wir dann damit jetzt abgearbeitet. Aber Kaspar, wir wissen doch, dass, also ich glaube, ich habe bei der Zeit mal gelesen, dass der Anteil oder zumindest die Zahl der sich in Deutschland aufhältigen, unerlaubt eingereisten Menschen zwar die 1 Million nicht übersteigen dürfte, aber die Gruppe selber ist doch verdammt klein. Also diese unerlaubt, wir wissen erstmal nicht, wie groß die ist, aber wenn die so um 1 Million schwanken kann, willst du mir doch nicht erzählen, dass du die Rate auf 100.000 konkret berechnen kannst. Das kannst du nicht. Was schwankt hier um 1 Million? Sag mal, wir wissen ziemlich genau, wie viele Zuwanderer wir im Land haben. Nein, das ist nicht. Jetzt, sag mal, Hepper, willst du mich verarschen, Alter? Die geht es jetzt nicht wirklich um die 12.000 Leute, die eigentlich in Dänemark gemeldet sind, aber dann doch hier leben. Sag mal, schwanken um 1 Million. Du willst mir allen jetzt erzählen, dass so bis zu 1 Million ist durchaus möglich. Von Personen, die sind gemeldet in Dänemark oder so, aber leben hier oder was willst du jetzt von mir? Nein, ich will, es geht konkret bei den Zuwanderern, das beinhaltet ja die Leute, die sich unerlaubt hier aufhalten. Nein. Doch. Also unerlaubt im Sinne von
es gab einen Negativbescheid und sie reisen halt nicht aus. Ja, die Ausreisepflichtigen, die sind da inkludiert, das ist richtig. Aber Leute, von denen wir gar nichts wissen, die sind keine Zuwanderer. Nein, es gibt auch nicht Geduldete. Nein, nein, das ist Blödsinn. Dann guck dir, alles klar, PKS 2017. Ja, geh mal auf die Definition von Zuwanderer. Genau, das mache ich jetzt. Zuwanderer im Sinne dieser Darstellung sind Personen mit Aufenthaltsanlass, Asylbewerber, international, national Schutzberechtigte und Asylberechtigte, Duldung, Kontingentflüchtling und unerlaubter Aufenthalt. Ja. Gut, nochmal. Unerlaubter Aufenthalt heißt für mich ist Negativbescheid. Der muss das Land verlassen. Das heißt, nein, das heißt es nicht. Unerlaubt kann auch heißen, dass diese Person nie einen Antrag gestellt hat. Dann ist diese Person automatisch unerlaubt aufenthältig in Deutschland. Okay, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht prüfen. Alles klar. Und du denkst allen Ernstes, dass wir hier bis zu 1 Million Menschen im Land haben, von denen wir gar nicht wissen, dass sie da sind? Also soweit ich weiß, hast du selber Videos gemacht, in denen du dich darüber aufregst, dass eine Stadt von der Größe Dresdens einfach untertaucht. Richtig. Und wir nicht wissen, wo die sich aufhält. Wir wissen nicht, wo sie sind. Aber die sind hier gemeldet. Also die können weniger geworden sein, weil sie sich mittlerweile nach Dänemark oder so aufgemacht haben. Aber die können sie nicht verdoppelt haben. Es gibt hier 500.000, ich erinnere mich an diesen Artikel, der war, glaube ich, von der Zeit. Es gibt hier, das sind übrigens Schätzungen gewesen, bis zu 500.000 Menschen, von denen der deutsche Staat überhaupt nicht weiß, wo sie gerade sind. Genau. Also, ja, aber das macht dann die Zahl noch schlimmer. Also bestenfalls sind sie im Land, dann berührt das die Kriminalstatistik nicht. Schlimmstenfalls sind sie ausgewandert. Was hieße die zugrunde gelegte Zahl, um auf eine Überrepräsentation von 15 zum Beispiel zu kommen, bei den überfallartigen Gruppenvergewaltigungen, die ist ja sogar noch zu hoch angesetzt. Den Faktor hatte ich nicht berücksichtigt, dass die auch auswandern können, das stimmt. Was denn sonst? Sag mal, wo holst du diese Million Menschen? Erklär mir doch kurz, wieso ein Mensch hier am Ende landet. Ein Mensch, von dem der deutsche Staat nicht weiß, und übrigens jetzt bitte ein Fall, bei dem ich dir werde zustimmen, dass, das kann ich mir 100.000-fach vorstellen. Nicht da dieser einen Fall oder sowas. Ja, von einem Typen, irgend so einem Irren, der, ein irrer Österreicher, der in Österreich im Wald wohnt und aber in den letzten 3 Jahren sein Lager immer weiter verschummert Richtung Deutschland und mittlerweile sich auf deutschem Staatsgebiet befindet, ohne es zu wissen, ja, und demnach in Deutschland wohnt. Also so ein Fall bitte nicht, sondern ein Fall, wo ich sagen kann, ja, das kann durchaus 100.000-fach vorgekommen sein, von Leuten, die hier im Land sind. Und das Land weiß noch nicht mehr davon. Das nächste, was ich dann fragen werde, ist, wovon leben diese Menschen eigentlich? Aber bitte, fang damit an. Wie komme ich aus Syrien oder so hierher nach Deutschland, halte mich hier dauerhaft auf, aber keiner weiß von meiner Existenz? Das kann ich dir im Einzelnen, also ich habe keine Fälle. Ich weiß auch nicht, wie das diese Leute machen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Zeitraum nochmal finde. Welche diese Leute? Na, Leute, die einreisen und dann aber nicht, wie es vorschriftsmäßig zumindest sein sollte, dann einen Asylantrag stellen, sondern die verschweigen das einfach. Die gehen zu keiner Behörde. Warum sollten sie das tun? Weil sie vielleicht wissen, dass sie schlechte Chancen haben beim Asylverfahren. Dann stehen sie doch immer noch nicht schlechter da, als wenn sie den Antrag stellen oder nicht stellen. Und nochmal, du redest hier von irgendwie, das ist 100.000-fach möglich. Davon gehe ich aus, dass es 100.000-fach möglich ist. Hepper, nochmal, du sagst das mit dieser Überzeugung. Ich möchte das jetzt nachvollziehen können, bitte. Wo kommen diese Menschen her? Du hast jetzt einen Syrer, der macht sich auf den Weg. Und dann irgendwann erreicht er deutschen Boden. So, und der denkt sich jetzt, ich werde mich hier nicht melden. Ich werde hier nicht Bescheid sagen. Ich merke, dass alle Syrer, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, alle Afghanen und so weiter, die kriegen Hartz IV, die haben Dach über dem Kopf, bla 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 bla. Aber ich werde mich jetzt bei den Behörden hier nicht vorstellen. Warum? Also ein Syrer wird dazu wenig Anreiz haben, weil ein Syrer, die deutsche Regierung hat ja gesagt, wir geben jedem Asyrer pauschal quasi Asyl. Mhm. Ich denke eher, dass es Nordafrikaner sind oder auch Subsahara-Afrikaner, die das auf diese Weise machen. Die werden nämlich in den allermeisten Fällen sind die geduldet oder werden zurückgewiesen. Das gilt ganz besonders für die Maghreb-Staaten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die vielleicht schon, ich meine, die haben dann, die müssen ja Gerichtskosten und sowas nicht tragen, alles, das stimmt alles. Aber ich denke, der Anreiz für die, dass die hier untertauchen und sich vielleicht, keine Ahnung, mit Schwarzarbeit oder so, oder dass sie bei irgendwelchen Familienangehörigen untertauchen. Um was? Das halte ich, um was, Hepper? Warum?
Warum sollte jetzt jemand aus Tunesien aufbrechen nach Deutschland, der hier, ohne dass er vorstellig wird, garantiert keiner legalen Arbeit nachgehen kann? Sag mal, du denkst doch nicht ernsthaft, dass sich Leute aus Tunesien auf den Weg machen, um dann hier schwarz auf einer Baustelle zu arbeiten? Und das nochmal, hunderttausendfach, sodass das bei der Kriminalstatistik eine Rolle spielt. Das glaubst du doch nicht wirklich. Na, ich weiß nicht, also es kommt natürlich drauf an, aus welchem Land du aus Tunesien, weiß ich nicht, wie die Lage dort ist, aber zum Beispiel... Dann nehmen wir Marokko, nimm was du willst. Dann nehmen wir Ägypten meinetwegen. Der macht sich auf den Weg hierher, um dann hier schwarz auf einer Baustelle zu arbeiten, bis an sein Lebensende oder was. Ja, weil in Ägypten... Hunderttausendfach. Alles klar. Möglicherweise. Okay. Und das müssen nicht nur die sein, das können auch aus anderen, aus völlig anderen Gegenden, Russen, keine Ahnung, Leute, die halt kein Visum bekommen, die es nicht versuchen... Die werden schon ihre Gründe irgendwie haben. Also gerade in Ägypten ist die Arbeitslosigkeit extrem hoch, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit. Das Land ist völlig desolat. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die haben natürlich kein Bleiberecht, das sind keine Flüchtlinge. Aber genau deswegen reisen sie ein und lassen sich nicht registrieren. Richtig. Oder und arbeiten man hier hunderttausendfach auf dem Bau. Ist schon klar. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, nächstes Thema. Da werden wir nicht übereinkommen. Also tut mir leid. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Wenn es nicht Hunderttausende sind, dann machen sie sich in der Kriminalstatistik nicht bemerkbar. Ja, da. Wenn wir von 3000 Personen rechnen, dann ist meine Berechnung nach wie vor korrekt. Also, wenn wir nur. Also, ich glaube, du würdest mir recht geben, wenn du sagst, das gibt es vielleicht in einigen hundert oder tausend Fällen auf jeden Fall. Nein, das weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall würde ich schon mal gar nicht sagen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche merkwürdigen Geschichten gibt, die so merkwürdig sind, dass man sie eigentlich verfilmen müsste, die damit enden, dass jemand hier deutschen Boden betritt und aus irgendwelchen Gründen niemals vorstellig wird. Ja, das mag es in Einzelfällen geben. Das heißt also, ich würde dir jetzt pauschal geben, irgendwas zwischen einem und vielleicht 5000 Fälle dieser Art deutschlandweit. Das könnte ich mir vorstellen. Erklären kann ich es mir nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Gut, aber also mein Main Point war einfach nur, dass diese Kategorie da unerlaubter Aufenthalt, das betrifft eben auch Leute, wo die nie den Antrag gestellt haben und die gar nicht registriert sind. Von denen weiß der deutsche Staat überhaupt nichts. Ja. Exakt. Also die können natürlich auch. Wie kannst du denn den Status, wohlgemerkt, unerlaubter Aufenthalt haben, wenn der deutsche Staat von dir überhaupt nichts weiß? Ich bin mir ziemlich sicher, Hepper, dass unerlaubter Aufenthalt heißt, Asylbescheid final negativ beschieden. AKA ausreisepflichtig. Das heißt meiner Meinung nach unerlaubter Aufenthalt. Genau, das heißt es auch. Es kann aber auch heißen, dass diese Person nie vorstellig geworden ist, weil in dem Fall hast du sofort automatisch. Das kann ja zum Beispiel sein, dass die Polizei jemanden feststellt. Hepper, ich kann das nicht prüfen. Es kann sein, dass du recht hast. Wir haben ja immer noch das Problem, dass ich nicht anerkenne, dass hier Hunderttausende von Menschen im Land sind, die sich nie gemeldet haben und deshalb unter unerlaubter Aufenthalt firmieren. Gut, das erkenne ich nicht an. Das erkennst du nicht an. Gut, vielleicht finde ich da noch die Schätzung. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das mal bei der Zeit gelesen. Mal sehen, ob ich das wiederfinde. Aber ich werde es jetzt nicht genau jetzt suchen. Ich wollte einfach mal noch auf diese Alterssache vor uns eingehen, die du kurz angerissen hattest, wo du auch in dem Video zu Franzi direkt drauf reagiert hast. Mhm. Du sagst, dass diese unter Vierjährigen, waren es die unter Vierjährigen? Ich glaube ja. Schon, dass die massiv überrepräsentiert sind unter den Geflüchteten. Ja, ich blende das hier auch Zahlen ein. Ich kann sie dir auch gleich nennen, wenn dich das glücklich macht. Ja. Warte kurz. Präsentiert ist. Es sind die unter Vierjährigen mit durchschnittlich 19,8%. 19,8%. 19,8%. Ja. Unter den Geflüchteten sind unter vierjährig. Unter den Zuwanderern, ja. Mhm. Sind also massiv überrepräsentiert, okay. Im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, wenn man das jetzt so anguckt. Genau. Aber ich frage mich, was genau tut das zur Sache? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Okay. Franzi macht folgenden Punkt. Der Grund dafür, dass, ich nutze meine eigenen Worte, dass Zuwanderer beim Straftatbestand überfahrtige Gruppenvergewaltigung um den Faktor 15,5 überrepräsentiert sind, das liegt daran, dass sie sehr viel häufiger männlich sind, also bei denen ist die Verteilung nicht 50-50, und sie sind genau in dem Alter, in dem man solche Taten begeht. Und das heißt, in anderen Worten, Deutsche machen das ebenfalls, aber der Pool, aus dem sich mögliche Gruppenvergewaltiger herauslösen können, der ist bei Deutschen halt, gemessen an der Gesamtbevölkerung und so weiter, sehr viel kleiner als bei Zugewanderten. Genau.
Ich würde sagen, das ist richtig. Ja. Das sage ich ja auch. Und dann lege ich ja Zahlen vor und weise nach, dass die Hochrisikogruppe, sag mal, du hast das Video gesehen, ja? Ja, das habe ich gesehen. Kannst du das hören, wenn ich das jetzt hier abspiele? Ja. Du hörst mich. Also du hörst, wenn ich das hier, wenn ich hier Play drücke, ja? 2015, nee, 16. Das höre ich gerade nicht. Dann, scheiße. Gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie noch hinbekommen. Ich versteh den Punkt, den du versuchst zu machen. Du sagst, dass diese Gruppe, dass diese unter Vierjährigen, die eben keine Verbrechen begehen oder gesichert keine Verbrechen begehen, die sind ja ganz viele. Richtig. Und deswegen müssten die ja eigentlich sogar fast unterrepräsentiert sein, oder? Richtig. Ist so ein bisschen dein... Ja, richtig. Das, okay. Aber das ändert doch nichts daran, dass die überrepräsentiert sind, heißt doch nicht, dass auch diese Hochrisikogruppe nicht auch total überrepräsentiert sein kann. Sie ist unterrepräsentiert. Das zeige ich im selben Video. Nein, das sind sie nicht. Hepper, ich zeige im Video Zahlen dazu. Genau. Du sagst, dass du gehst von der Gruppe der 30 bis... Pass auf. Ich spiele das jetzt kurz ab, sodass du das auch hören kannst. Dann können wir da mal kurz reingucken, ja? Ja. So, du musst mir sagen, ob du jetzt was hören kannst. 17, jetzt höre ich 18. Was. Alles klar. So. Kommen wir zum Alter, ja? Ja. Okay, kommen wir zu einem anderen wichtigen Faktor, der nicht nur dafür entscheidend ist, ob man Alkohol trinken und Auto fahren darf oder ob man im Bus einen Sitzplatz angeboten bekommt, das Alter. Bei der ausländischen Bevölkerung Deutschlands liegt das Durchschnittsalter bei 37,6 Jahren. Soweit alles klar, richtig? Ja. Also sie wird jetzt gleich darauf kommen, dass die ausländische Bevölkerung Deutschland, die ist jünger als die deutsche Bevölkerung in Deutschland. Richtig. Und natürlich begehen junge Personen häufiger Straftaten. 80-Jährige überfallen niemanden. Korrekt? Ja. Gut. Und damit genau in der Altersgruppe, die auch... So, jetzt blendet sie uns Zahlen ein. Und sie hat hier rot markiert, nach dem Alter. Dann siehst du rechts die Anzahl der Straftaten. Und sie markiert hier rot das Alter 30 bis unter 50. Mhm. Weil das zahlentechnisch, das kannst du daneben auch ablesen. Ja, die kriminellste Gruppe von allen ist. Nein, das ist nicht die kriminellste Gruppe von allen. Du kannst rechts die Zahlen sehen. Ich weiß nicht, welche Statistik Franziska Schreiber hier genommen hat. Die Statistik, die sie genommen hat, das ist ja eine Kriminalstatistik. Da siehst du doch, dass die Zahlen dort am höchsten sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die absoluten Zahlen sind. Ich weiß nicht, ob das eine Rate ist. Ich gehe davon aus, dass das die absoluten Zahlen sind. Wenn das die absoluten Zahlen sind, dann sagt uns das nicht so wirklich was aus, weil die 30- bis 50-Jährigen natürlich davon sind mehr vertreten als die 18- bis 30-Jährigen. Also wir brauchen schon Raten. Okay, und hast du Raten für mich? Ich habe Raten für dich. Die kann ich dir gerne schicken. Also, und das ist auch dieser Punkt, weil Franziska Schreiber hier, die geht davon aus, dass 30- bis 50-Jährige irgendwie überdurchschnittlich kriminell sind. Das stimmt aber überhaupt nicht. Es sind die 14- bis 30-Jährigen. Das sind die, die massiv auffallen in der Kriminalität. Warte, ich kann dir aus der PKS 2019, ich kann dir, glaube ich, die Datei reinschicken. Moment. Nein. Es gibt, du kennst doch sicher die Jahrbücher von der PKS, Opfern, von Tätern. Ach so, jein. Also ja, schon mal gesehen, aber nichts, was ich jetzt auf die Schnelle finden könnte. Die haben nämlich die richtig interessanten Daten und da kannst du zum Beispiel in... Ach, verdammt. Hier, ich lade dir die Datei hoch. Moment. So, ich habe sie mal reingeschickt. Das ist... Warte, noch nicht weitersprechen. Okay, alles klar. Gut. Kannst du loslegen. Also hier sieht man die tatverdächtigen Belastungszahl der deutschen Bevölkerung nach Alter und auch nach Geschlecht. Und die tatsächliche Belastungszahl ist ja die Zahl auf 100.000. Also das sind wirklich die Raten. Mhm. Und ich glaube, das, was Franzi gezeigt hat, das sind eben diese, ich gehe davon aus, das sind absolute Zahlen gewesen. Also müssen das sie sein. Das waren 100%ig absolute Zahlen. Ich weiß aber nicht, welche Statistik das war. Das Problem ist natürlich, dass ich das jetzt noch nicht im Kopf habe, weil das 2 Jahre her ist, das Video. Ne? Ich kann halt nur mit dem arbeiten, was man mir gibt. Ja, richtig. Also das, was du da gesagt hast, das stimmt. Du hast die da an diesem Punkt widerlegt. Aber das dann so stehen zu lassen und dann so zu tun, als sei dann diese Gruppe von den tatsächlich Belasteten unter den Flüchtlingen nicht überrepräsentiert, das ist halt schon, also ich muss sagen, das grenzt fast an eine, also na, ich werde dir nicht unterstellen, dass du lügst oder so, aber das ist,
Das war halt grob falsch. Das war mir das, was in dem Video von dir aufgefallen war. Warte kurz, ganz kurz. Meine Antwort an Franziska war zu 100% richtig, korrekt? An Franziska, ja. Gut, alles klar. Ich habe mich um Franziska gekümmert. Dass du jetzt andere Zahlen präsentierst, dafür kann ich nichts. Also da war gar nichts grob falsch. Also im Grunde müsstest du Franziska kritisieren. Eigentlich müsstest du Franziska sagen, Franziska, mit was für Zahlen hast du da gearbeitet? Natürlich widerlegt man dich so ganz einfach. Richtig. Gut. Also, jetzt, bitte? Ja, trotzdem ist das dann, also die Zuschauer, die dein Video sehen, die bekommen nicht nur den Eindruck, dass Franziska in diesem konkreten Punkt falsch liegt, sondern dass sie ganz allgemein falsch liegt, wenn sie sagt, dass junge, männliche Typen unter den Migranten oder den Flüchtlingen überrepräsentiert sind. Damit liegt sie nicht falsch. Das ist, also sie begründet Sie begründet das falsch, aber sie kommt zum richtigen Schluss, sag ich mal so. Und du begründest deine Antwort darauf richtig, aber du kommst zum falschen Schluss. Ich so begründe ich meine Antwort genauso, wie es das Video von Franziska Schreiber nötig macht und drehe ihre Aussage durch den Reißwolf. Und zwar ziemlich gekonnt. Das möchte ich schon mal festhalten. Du wirst jetzt sicherlich auch eine Altersstruktur präsentieren können. Denn zum Beispiel, dass die unter Vierjährigen brutalst überrepräsentiert sind mit 19%. Das hat ja nach wie vor Bestand. Das hat nach wie vor Bestand. Aber zum Beispiel sind bei den Flüchtlingen, du siehst hier schon in der Statistik, die 60 bis 80 bis über 80-Jährigen, die sind zum Beispiel auch so gar nicht vertreten, was die Kriminalität angeht. Davon haben wir natürlich in der deutschen Bevölkerung viel mehr als das in der Flüchtlingsbevölkerung. Nochmal, Heppert, das stimmt ja alles. Jetzt hätte ich ganz gerne Zahlen. Ich habe mir damals die Mühe gemacht, wirklich die einzelnen Zahlen rauszusuchen und dann ein Antwortvideo an Franziska Schreiber zu verfassen. Du kommst jetzt hier und sagst, da gibt es übrigens auch andere Zahlen. Guck mal, das ist viel besser als das, was Franzi gemacht hat. Das kann ich natürlich nicht aus dem Stand widerlegen. Aber du könntest den Punkt jetzt nach Hause bringen, indem du mir jetzt auch noch die Altersstruktur zeigst, und zwar die der Zuwanderer und die der Deutschen. Die der Zuwanderer und die der Deutschen. Ja, natürlich, darum geht's hier. Ja, genau. Aber, oder wir kürzen halt die Sache ab und du erklärst mir, wie es sein kann, dass es hier eine Gruppe gibt, die um das 15-fache überrepräsentiert ist beim Straftatbestand der überfahrtigen Gruppenvergewaltigung. Ich meine, nicht umsonst habe ich das in diesem Video drin. Und sage Franzi, bitte reagiere doch mal darauf. Ich glaube, ich ende das Video mit, relativiere doch mal Folgendes. Und schwinge dann den Hammer. So, dazu bist du jetzt hier da, Hepper. Ich weiß immer noch nicht, warum, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Du stimmst mir zu, dass die Flüchtlinge in der Regel keine Flüchtlinge sind. Du stimmst mir zu, offensichtlich, dass der Krieg weitestgehend vorbei ist. Du stimmst mir zu, dass man diese Leute, wenn der Krieg vorbei ist, abschieben sollte und so weiter und so weiter. Ja, und trotzdem ist es dir so unfassbar wichtig, mir jetzt hier diese Statistik zu zeigen, die ich voll und ganz anerkenne. Was willst du jetzt von mir? Okay, also es geht im Prinzip darum, der Grund, warum ich das mache, ist, ich gehe jetzt mal von dir aus und nicht unbedingt von Schlomo, also Schlomo wahrscheinlich noch drastischer, aber ihr sagt, dass Migranten oder Flüchtlinge sind krimineller als Deutsche. Das ist eure Kernaussage. So ist es. Richtig. Und diese Aussage ist korrekt. Und das ist, okay, es ist korrekt. Ich will dir da gar nicht prinzipiell widersprechen, aber wenn wir sagen, Migranten sind krimineller als Deutsche, dann sagen wir doch nicht, dann wollen wir doch Migranten und Deutsche miteinander vergleichen, die auch einigermaßen miteinander vergleichbar sind. Ja, du sagst ja nicht, also wir wissen natürlich, dass ein deutscher 80-Jähriger wahrscheinlich weniger kriminell ist. Du hast völlig recht. Das haben wir aber, glaube ich, schon ein paar Mal durchgekaut. Du hast völlig recht. Ende vom Lied, sie sind immer noch massivst überrepräsentiert. Und Kracher, aber nicht 15-fach. Hepper, wahrscheinlich eher 25- oder 30-fach, wenn wir saubere Zahlen hätten zu Personen mit Migrationshintergrund und Personen ohne Migrationshintergrund. Da wären es, oder machen wir es anders. Ich schwöre dir, Hepper, sie sind 20- bis 40-fach überrepräsentiert, wenn wir unterscheiden könnten Deutsche ohne Migrationshintergrund und Zuwanderer aus Nahost. Ich habe tatsächlich Zahlen dazu, die tatsächlich Personen mit Migrationshintergrund vergleichen. Ich glaube nicht, dass du die hast, weil der Migrationshintergrund hier nicht erfasst wird. Aber bitte, zeig mal. In Studien wird er aber erfasst. Also nicht in der PKS, aber in Studien, zum Beispiel diese Gewaltforschungsstudie in Niedersachsen, die bei den Jugendlichen durchgeführt wird. Die betrifft zwar nur Jugendliche. Du redest von Kinder und Jugendliche in Deutschland, Gewalterfahrung, Integration, Medienkonsum.
Nee, tatsächlich nicht von der. Ich rede da von so einer Sonderauswertung. Hat die mit Herrn Pfeiffer zu tun? Bitte? Hat die mit Herrn Pfeiffer zu tun? Nein. Also der Herr Pfeiffer, der bedient sich auch diesem Datensatz und hat da damals 2018 seine Studie drüber gemacht. Aber diese Studie, von der ich spreche, die ist von einem Herrn Bayer. Ich glaube, Dirk Bayer heißt der. Das ist ein Kollege. Mit dem zusammen hat er die Studie Kinder und Jugendliche in Deutschland, Gewalterfahrung, Integration, Medienkonsum verfasst. Richtig. Aber und der Herr Bayer saß damals bei Anne Will, du wirst das ja gesehen haben im Video, und hat gesagt, ja, das ist ja genau das, was wir herausfinden wollten. Dass wir wollten ja genau das zeigen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie das dargestellt wird. Das wollten wir. Das war das Ziel der Studie, lieber Hepper. Aber bitte, fahre fort. Okay. Ich werde dir jetzt die Studie nennen. Kannst ja mal schauen. Also, na, es wäre cool, wenn du direkt einen Link schicken könntest. Dann könnte ich den direkt einblenden. Okay, gut. Dann müssen wir hier an der Stelle nochmal kurz Pause machen. Müsstest, kein Problem. Vielleicht dann nochmal. So, ja, ich hab's dir geschickt. Ja, warte ganz kurz. Alles klar, so ist offen, dann fahre fort. Ja. Gut, also wir haben jetzt hier diese Studie, Gewalt und ethnische Herkunft. Was diese Leute gemacht haben, ist, die haben sich in dieser Jugendstudie angeguckt, wie das Gewaltverhalten ist. Und das betrifft wirklich nur Jugendliche. Das heißt, wir haben diesen Altersunterschied schon mal komplett weg. Wir reden also von deutschen und von migrantischen Jugendlichen. So, der Faktor ist bereinigt. Und die bereinigen darüber hinaus noch auf hier kulturellen, also auf kulturelle Unterschiede, also ihre Zustimmung zu, was weiß ich, Gewaltnormen in ihren Ländern, das machen die auf jeden Fall. Und die kontrollieren sogar auf sozialen Status, also auf Bildung und auf, ich glaube, die kontrollieren darauf, ob die Familie Hartz IV bezieht, solche Sachen. Also, ja gut, wo ich die Frage aufwerfen würde, warum? Weil wenn du als Syrer herkommst und du bist entweder nicht fähig, irgendwas beizusteuern oder nicht willens und du bist dann einer von denen, die Hartz IV empfängt, dann bleibt meine Frage immer noch die, was machst du hier im Land? Dass du auffälliger wirst in der Kriminalstatistik, wenn du arbeitslos bist versus du bist Anwalt, ist mir schon völlig klar. Aber die Leute machen sich ja selbst zu dem, was sie am Ende sind. Ja, wenn du hierher kommst ohne, wir nehmen jetzt mal ein Extrembeispiel, ja, wenn du hierher kommst ohne deine Muttersprache lesen und oder schreiben zu können, dann ist das völlig klar, dass du in ärmlichen Verhältnissen hier vegetieren wirst, also ärmlich im Sinne von Hartz IV, aber du wirst am gesellschaftlichen Leben, was über deine Community hinausgeht, natürlich null teilnehmen können, aber dieser Faktor, der war ja schon gegeben, als du Syrien verlassen hast. Also bin ich eigentlich eher dagegen, das rauszurechnen, weil ich habe diese Leute nicht zu denen gemacht, was sie sind. Dass er hier enden wird, der Analphabet aus Syrien. Dass er hier enden wird als Arbeitsloser, der am gesellschaftlichen Leben null teilnehmen kann. Das stand bereits fest, als er syrischen Boden verlassen hat. Von daher bin ich eigentlich dagegen, dass man das rausrechnet. Weil ich bin gegen Zuwanderung dieser Art. Ja, verstehe ich. Würde ich dir vielleicht sogar recht geben, teilweise. Also ich bin auch gegen Zuwanderung dieser Art. Aber worum es mir halt geht, ist, dass ihr nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Also dass ihr wirklich euch anguckt, wenn ihr immer sagt, also ihr geht immer gerne auf dieses Beispiel mit den Gruppenvergewaltigungen ein. Natürlich, ich sage gar nicht, dass es da keine kulturell-religiösen Hintergründe dafür gibt, sondern genau das Gegenteil. Ich sage, das ist natürlich mit dieser Weise zu begründen und nicht, dass die arbeitslos sind oder so. Aber du musst natürlich sowas wie Alter und so berück, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, richtig, so, darum habe ich ja das Antwortvideo auf Franz gemacht. Ich habe mich ja intensiv mit diesen Sachen beschäftigt und ich kann immer nur mit dem arbeiten, was man mir gibt. Jetzt erzählst du mal von dieser Studie. Was steht denn jetzt hier drin? Auf welcher Seite kann ich denn jetzt hier mal sehen, dass türkische Jugendliche genauso gewalttätig sind wie deutsche Jugendliche? Kurze Zwischenfrage, du kommst aus Ostdeutschland? Ich komme aus Ostdeutschland, ja. Alles klar. Weißt du, wo ich das wusste? Woher? Weil du dieser Studie hier offensichtlich glaubst. Egal, was du mir jetzt erzählst, was sie ergibt, du glaubst dieser Studie offensichtlich. Und das heißt wiederum, dass du keine Erfahrung hast vom realen Leben auf der Straße in einer westdeutschen Großstadt. Keine. Denn ich kann dir sagen, ohne diese Studie jemals gesehen zu haben, sie kann, also sofern sie denn wirklich sauber durchgeführt wurde, kann sie unmöglich zum Ergebnis kommen, ungefähr gleich. Nein. Und da kann ich aus Jahrzehnter Erfahrung
und Freundeskreis und so weiter zurückblicken, wie das hier aussieht auf Straßen Berlins, wenn es denn Stress gibt, wer ist zu 99,9% der Aggressor? 99,9% Hepper. Aber ich bin gespannt, bitte, sag mir, was hat Herr Bayer, der mir schon positiv aufgefallen ist, bei Frau Illner, als er sagte, ja, genau das wollten wir herausfinden, was hat er denn herausgefunden? Ich glaube, du tust ihm ein bisschen Unrecht. Wenn du dir die Studie durchlässt, wirst du vielleicht sehen, dass die gar nicht so radikal gegen das spricht, was du vielleicht selber vertrittst. Doch, muss sie ja, weil sonst würdest du mit dieser Studie nicht kommen. Aber bitte, ich bin ganz Ohr. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass migrantische Jugendliche, vor allem türkische, du kannst zum Beispiel auf Seite 8 gehen, oder na, hier in dem Journal ist es Seite 8, in dem Dokument ist es Seite 2, in der Introduction. Ach so, ja. Steht gleich oben, dass die Prävalenzraten für Gewaltdelikte bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund mindestens 1,3 Mal über den Raten der Deutschen liegen. Ja, ich würde mich da aufs mindestens fixieren. 1,3 ist Blödsinn. Ich sage dir, aufgrund meiner Lebenserfahrung, das ist Blödsinn. 1,3 ist hanebüchener Bullshit. Das, okay, aber vor uns hast du mir vorgeworfen, dass ich nur mit Anekdoten um die Ecke komme und da kann ich Du kannst gerne mir alles um die Ohren werfen, was du willst, wenn ich jetzt irgendwelche Studien zitiere und mir sagen, dass du irgendwelche Sachen nicht glaubst und mir dann erklären, warum du es nicht glaubst. Ich habe dir gerade zumindest erklärt, warum ich es nicht glaube. Ja, ich kann jetzt unmöglich innerhalb von der kurzen Zeit hier diese Studie durcharbeiten und gucken, was ich denn daran kritisieren würde. Nochmal, mir ist Herr Bayer schon mal negativ aufgefallen und ich sage dir, diese Zahl. Also ich weiß nicht, für welche Großstadt er die berechnet hat oder für welches Dorf. Du, bei der letzten Studie, wo Herr Bayer mitgemacht hat, da wurde uns anschließend erzählt in den Talkshows, wo die beiden Herrschaften übrigens rumgereicht wurden, dass das alles nur am Anzeigeverhalten liegt, weil der Max den Mehmet nämlich lieber angreift als den Markus. Und die Studie, was sie da gemacht haben, dieser Studie, mit der sie durch die Talkshows durchgereicht wurden, Herr Hepper. Wie heißt der Hepper? Ja, Hepper. Den Namen vergessen, dankeschön. War 4 und 9 Klässler zu befragen und daraus auf die ganze Gesellschaft abzuleiten. Das ist unseriös as fuck. Es ist kein Wunder, dass der Typ in der Talkshow saß und sagte, das ist ja genau das, was wir herausfinden wollten. Also ich habe einen guten Grund dafür, grundsätzlich erstmal anzuzweifeln, was Herr Bayer von sich gibt. Und wenn ich jetzt sehe, dass wenn, ich weiß nicht, was Prävalenzraten sind, ja, aber wenn ich das jetzt so interpretiere, wie ich es interpretiere, dann heißt das, dass sie, um es auf Deutsch auszudrücken, 1,3 Mal häufiger gewalttätig oder sind. Ja? Ja, und da kann ich dir sagen, das hat mit der Lebensrealität auf Berlins Straßen nichts zu tun. Nichts. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, die Studie, die kommt auch aus Niedersachsen, soweit ich weiß. Ja, dann war das nächste Problem. Denn natürlich ist es einfacher, Leute zu integrieren, wenn deren Anteil 0,5% ausmacht. Oder 1% ausmacht. Oder 3,5% ausmacht. Und natürlich ist es wesentlich schwieriger, Leute zu integrieren, wenn sie wie in Duisburg-Marxloh einen Anteil von 68% haben oder sowas. Ja, du kannst mir eine Studie präsentieren von einer türkischen Familie, die am besten aus dem Akademikerhaushalt, ja, aber die migrieren hierher mit zwei Kleinkindern und leben auf einem deutschen Dorf, wo alle anderen um sie herum einfach nur Deutsche sind. Und dann kannst du untersuchen und ich gebe dir Brief und Siegel, du wirst höchstwahrscheinlich herausfinden, dass die Kinder von denen genauso kriminell sind wie das Umfeld. Also sprich, wunderbar integriert und so weiter. Das ist etwas völlig anderes, wenn du dir dann Großstädte anguckst, wo, je nachdem in welchem Bezirk du gehst, diese Leute teilweise einen Anteil der Bevölkerung von 20, 30, 40, 50, 60% haben. Das ist was völlig anderes. Gut, auch da würde ich dir widersprechen, das ist nicht unbedingt der Ausländeranteil selber, also schon, der spielt eine Rolle. Das sagen die auch selber hier gleich ein paar Zeilen weiter unten. Bislang gibt es deutschlandweit nur eine Studie, in der für deutsche und türkische Jugendliche vergleichbare Gewaltraten berichtet wurden. Eine Erklärung für das abweichende Ergebnis dieser Studie wird von den Autoren mit Blick auf die Besonderheiten des Erhebungsgebiets gegeben. Die Studie wurde in Duisburg, ja, Duisburg, wohlgemerkt, durchgeführt, wo es eine sehr große türkische Gemeinde gibt, die möglicherweise eine starke informelle Verhaltenskontrolle auf die Jugendlichen auszuüben vermag. Mhm. Also türkische Jugendliche sind in Duisburg weniger kriminell als türkische Jugendliche in Niedersachsen. Okay, kann sein. Ich meine, dann siehst du ja, dass wenn ich
von denen eine Studie präsentiert bekomme und sie anzweifle und mir dann eine Begründung zurecht freestyle, damit ziemlich guten Punkt treffe, ne? Ist ja zwar der andere Winkel, aus dem ich gekommen bin, aber trotzdem hat natürlich sowas einen Einfluss. Ja, das hat durchaus einen Einfluss, ja. Gebe ich dir recht. Und die Studie selber, die findet zum Beispiel auch heraus, also oben, das ist quasi nur wie so eine Zusammenfassung vorangegangener Studien. Mindestens 1,3 Mal heißt natürlich, viele Studien finden natürlich eine bisschen höhere. Diese Studie hier speziell findet, glaube ich, eine doppelt so häufige Gewaltbelastung. Prävalenzraten bei vor allem türkischen und arabischen, nordafrikanischen. Und aber doppelt ist, sorry, aber das ist was anderes als diese riesigen Zahlen. Hepper, ich zweifle das immer noch an. Und meine Frage bleibt, was willst du jetzt von mir? Also jetzt haben wir alles nur Erdenkliche rausgerechnet. Alles nur Erdenkliche. Ja. Du kriegst diesen sozioökonomischen Faktor, du kriegst alles. Ja, Sachen, bei denen ich dir begründen kann, wieso ich sie teilweise gar nicht rausgerechnet haben will. Ja, denke an den syrischen Flüchtling, der Analphabet ist. Ist schon klar, dass der hier nicht ein erfolgreicher Staranwalt wird. Jetzt haben wir alles ausgerechnet, alles. Von jemandem, der zuvor bereits mit der Studie durch Talkshows geschickt wurde, um dann zu verkünden, ja genau, das wollten wir finden. Derjenige hat jetzt alles genommen, um die Zahlen so schön wie möglich darzustellen und kommt immer noch auf Faktor 2. Und du schreibst mal ein Herz in eine E-Mail und willst mit mir darüber reden, dass wir die Sachen irgendwie einseitig darstellen würden oder zu dolle oder irgendwie sowas in der Art. Ich verstehe immer noch nicht, was willst du jetzt von mir, Hepper? Was willst du jetzt von mir? Du gibst mir in einem Sinne, pass auf, wie hoch ist der Anteil der Nichtdeutschen in den Gefängnissen in Hamburg? Der Anteil der Nichtdeutschen in den Gefängnissen in Hamburg? Ja. Ich weiß nicht, irgendwas. 61%. Wie hoch ist der Anteil der Nichtdeutschen in Gefängnissen in Berlin? Auch 60%, keine Ahnung. 51%. Wie hoch ist der Anteil gemäß des Artikels, den wir hier von vor 3 Tagen haben, von der Welt, wonach es fast 20.000 Messerangriffe in einem Jahr in Deutschland gab? Wie hoch ist der Anteil der nicht-deutschen Täter unter diesen mit einem Messer fantierenden Personen? 38, soweit ich mich erinnere. 39,6%. Alles überrepräsentiert. Alles überrepräsentiert. Dann hast du darauf verwiesen, deiner E-Mail. Bitte? Da reden wir aber nicht von Nichtdeutschen und nicht von Flüchtlingen, ne? Da reden wir von Nichtdeutschen, nicht von Flüchtlingen, richtig. Du kannst dir sicher sein, dass die Flüchtlinge da nochmal das Ganze um den Faktor 2 oder 3 oder 4 überbieten, richtig. Sind jetzt nur Deutsche, nicht Deutsche. Du hast mit deiner E-Mail auch geschrieben, dass in den Medien wohl einseitig berichtet würde. Ja. So. Danach habe ich gesucht, habe gefunden, Medien nennen, du guckst mir gerade zu, ja? Mhm. Medien nennen ausländische Tatverdächtige sehr viel häufiger als Deutsche. Ja, und hier von der Vorwurf der Rechtspopulisten und so weiter. Ich suche dann also und finde hier Thomas Hestermann. Suche also nach dem und seiner dämlichen Untersuchung und werde fündig. Übrigens bei Mediendienst Integration. Eine Seite, die ich im letzten oder vorletzten Stream behandelt habe, weil man dort der Meinung ist, dass es Rassismus belegt, dass wir in Deutschland keinen einzigen schwarzen Torwart haben. Ja, das ist dieselbe Seite, Mediendienst Integration. Darauf bezieht sich hier der Tagesspiegel, der erzählt, Medien nennen ausländische Tatverdächtige sehr viel häufiger als Deutsche. Ja, geht zurück auf Thomas Hestermann. Thomas Hestermann findest du hier. Wir gehen auf Seite 11. Dort ist aufgeregt, ich habe das übrigens so gemacht, ich bin hier von oben nach unten durch. Wann habe ich hier das erste Mal Zahlen, die ich mir jetzt etwas genauer angucken könnte? Ja, wenn du hier runterscrollst, wirst du feststellen, Fernsehberichte unbestimmt, okay, konnte ich nicht genau wissen, was sind das für Zahlen? Okay, ich scrolle also, bis ich auf konkrete Zahlen komme. Hier. Da wird mir gezeigt, bei RTL Explosiv ist das so und so häufig gewesen, bei RTL Aktuell so und so häufig, bei ProSieben so und so häufig und so weiter. Und wir kommen hier 2017 auf einen Anteil in der Berichterstattung von Nichtdeutschen. Ist das richtig? Ich sehe es nicht genau. Also, also hier steht ausländische Tatverdächtige. Ja. Hier ausländische Tatverdächtige. Dann ist hier eine Anzahl und hier ist dann eine Prozentangabe. Insgesamt. Ich bin hier bei Gesamt. Mhm. Ja, über Print, TV, alles hinweg. Landen wir für 2017, Anteil 2017, wir reden hier von den Nichtdeutschen, bei 34% in den Medien. Ja. Ich habe dazu Zahlen rausgesucht. Was ist denn das jetzt? Hier geht es hier um Gewaltkriminalität. Hier geht es um Gewaltkriminalität. Normal, wir sind beim Jahr 2017. Mhm. Sorry, ich fange nochmal von vorne an, Hepper, damit ich diesen Punkt jetzt wirklich nach Hause hämmere. Du erzählst mir, in den Medien wird häufiger erwähnt, wer der Täter ist, wenn der Tatverdächtige ein Nichtdeutscher ist. Ich google danach, finde das hier. Finde den Namen Hestermann,
Lande bei Mediendienstintegration, eine Arbeit von Histermann. Lande bei dieser Tabelle, erfahre, dass 2017 der Anteil der Berichterstattung, die sich um einen Nichtdeutschen drehte, in Zusammenhang mit Gewalttätern, also Gewaltkriminalität, ja, bei 34,1% lag. Ich rufe mir die PKS 2017 auf. Jetzt habe ich das vorhin blöderweise, weil wir die Definition von Dings hier gesucht haben. Gewaltkriminalität. Tatverdächtige, richtig. Deutsche, Nichtdeutsche. Prozentualer Anteil der Nichtdeutschen an diesen Gewalttätern. Gib mir eine Sekunde, ich habe hier irgendwo Notizen. Na, sag mal, jetzt werde ich ja. Ach so, scheiße, unter meiner Tastatur. Siehst du? 2017, wenn du das jetzt hier sauber durchrechnest, hier hast du die Zahlen. Tatverdächtige, deutsche Tatverdächtige, nicht deutsche Tatverdächtige, 38%. Tagesspiegel? Medien nennen ausländische Tatverdächtige sehr viel häufiger als deutsche. Hä, um was geht's denn hier? Um Thomas Hestermann und irgendeine dämliche Arbeit. In dieser dämlichen Arbeit heißt es, in 34,1% der Fälle wurde in den Medien ein nicht-deutscher Täter genannt. Und damit dann sind die offensichtlich überrepräsentiert. 2017. Ich gucke mir die Zahlen von 2017 an. 38% derjenigen, die mit Gewaltkriminalität aufgefallen sind, sind nicht Deutsche. Ja. Also sprich, in den Medien unterrepräsentiert. 2019, Anteil insgesamt 25,2%. Gemäß Herrn Hestermanns. Ich gucke mir die PKS 2019 an und komme auf 37,5%. Erneut unterrepräsentiert. Hier haben wir Gewaltkriminalität. Ja. Okay, also ihr habt, also wenn ihr euer How I Met Your Messer macht, dann habt ihr das doch hauptsächlich von solchen sehr regionalen Tageszeitungen. Also ihr habt das auch von Print hauptsächlich, ne? Ich, also Print garantiert gar nicht, sondern irgendwo Internet. Ja gut, Internet. Geh nochmal auf diese, mich würde es interessieren, bei Gesamt bezieht sich, glaube ich, auf alles, was da unten, also TV-Nachrichten, TV-Boulevard, richtig, TV alles zusammen. Rechtlich, TV-Privat, TV-Gesamt, Print mit Welt, Print ohne Welt. Das Ding ist, der bezieht sich hier nur auf zu große Medienhäuser und ihr habt das ja eher nicht aus solchen, aus TV-Nachrichten. Ihr habt das ja eher von Online-Tagesanzeigern. Hepper, worauf willst du hinaus? Mach es doch einfach kurz. Ich will darauf hinaus, dass das nichts zu bedeuten hat, wenn wir jetzt konkret über How I Met Your Messer reden. Und dass wir zum Beispiel im TV-Boulevard 71% Anteil haben. Und ich würde sagen, so boulevardmäßig, das trifft vielleicht schon eher, wo ihr euer Zeug herbezieht. Also würde ich vermuten. Das sind ja jetzt nicht die Öffentlich-Rechtlichen oder die... Ja, und? Also was willst du jetzt von mir? Sie sind, wir haben Zahlen von vorgestern dazu, sie sind brutalst überrepräsentiert. Und nochmal, der Migrationshintergrund wird dort nicht erfasst. Das heißt, wenn Ali dort zusticht, der vorgestern noch Türke war und heute Deutscher ist, dann geht er in die Statistik ein als Deutscher. Ich frage erneut, was willst du eigentlich von mir? Ich sage dir, dass wenn ihr euer How I Met Your Messer macht, dass es zwar schön ist, wenn ihr über solche Sachen singt und ein Liedchen macht und das schlecht findet und darauf aufmerksam machen wollt, aber dass das leider nichts aussagt, wenn immer so 90% der Artikel, die ihr da nennt, keinen Tatverdächtigen nennen und die anderen halt eben gelegentlich mal, hier war es ein Syrer, hier einer mit dunkler Hautfarbe, hier war ein Deutscher ausnahmsweise. Also, Haarspalterei. Es sagt nichts aus, weil du zum Beispiel eben auch nicht aus... Also erstens weißt du gar nicht bei der Mehrzahl, wer das war. Und zweitens... Das ist uns bekannt, das haben wir nie verheimlicht. Was willst du jetzt von uns? Ist das Rabulistik? Ist das Haarspalterei? Was willst du denn jetzt? Wir haben diesen wöchentlichen Podcast mit mittlerweile 3200 Zuschauern Peak. Offensichtlich macht es den Leuten dort Spaß zuzuschauen. Ja, es gibt dort How I Met Your Messer, wo jemand ein lustiges Lied darüber singt, um diese Zustände zu kritisieren. Die Zustände, die mittlerweile so weit gehen, dass wir fast 20.000 Messerangriffe in einem Jahr in Deutschland haben. Und die Politik interessiert das einen Scheißdreck. Und du schreibst mir eine E-Mail und willst irgendwie Kritik üben. Was willst du jetzt von mir? Na, ich also, verstehe du willst so ganz die Honighabe gerne ein bisschen mehr verweichlicht haben. Ein bisschen mehr verweichlicht? Ja. Nee, ich will es einfach ein bisschen mehr faktenbasiert. Okay, abgelehnt.
Abgelehnt, okay. Ja. Weshalb? Weil ich glaube, dass das Konzept Honigfarbe den Zuschauern genauso wie es ist Spaß macht und wir müssen irgendein Gegengewicht darstellen. Der Mainstream, gegen den wir ja gewissermaßen antreten, ich meine, wir behandeln ihn ja immer wieder, der ist dermaßen brutal einseitig, dass wir es eigentlich auch sein könnten, dann hätten wir wahrscheinlich eine andere Zuschauerschaft, aber wir hätten trotzdem eine Zuschauerschaft und es wäre eine Art Gegengewicht. Ich meine, wir haben nicht umsonst die Rubrik Kritik, die wir, gut, letzte Woche und vorletzte Woche war so ein bisschen schwach, aber da gab es schon Punkte. Wie gesagt, ja, da haben wir hier und da mal Fehler gemacht und so weiter. Ich äußere mich da auch im Honigforum ab und zu, wenn ich dort gute Kritik vorfinde. Ne, ab und zu gibt es da auch ein bisschen schwachsinnigere Kritik. Dann lasse ich das in der Regel einfach unerwähnt oder mache mich noch über, gibt da auch ein paar Leute, die verhaltensauffällig sind, mache mich noch über lustig. Was willst du jetzt von mir? Laut Mainstream ist Rittenhouse im Grunde genommen ein Mörder. Ja. Ja? Nein, sehe ich jetzt persönlich auch nicht so. Aber das. Was siehst du persönlich auch nicht so? Dass er ein Mörder ist. Warum nicht? Weil das meiner Meinung nach gerechtfertigte, also ja, Selbstverteidigung war. Es gibt natürlich schon Fragen, warum das jetzt unbedingt, warum er unbedingt dort sein musste oder die Waffe irrelevant haben musste. Das ist juristisch irrelevant. Es ist juristisch irrelevant. Er durfte da sein, er durfte diese Waffe führen. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Gut. Aber was ich eben genauso. Ganz kurz. Okay, so wie wir es getan haben, zum Beispiel mit St. Kyle of Kenosha, was meinst du? Ja, das ist natürlich zum Trigger, ne? In der Hoffnung, dass dann Erwin oder so einschaltet. Okay. Meine, wenn das dein Problem ist, oder wenn dein Problem auch ist, dass für jemanden, der in Notwehr gehandelt hat und meiner Einschätzung nach recht knapp davon gekommen ist, obwohl die Notwehr dort über jeden Zweifel erhaben stattgefunden hat, und wir uns anschließend darüber freuen, wenn das für dich schon so ein bisschen zu viel des Guten ist, alles klar, dann erkenne ich das hiermit an. Änderung diesbezüglich ist abgelehnt. Okay. Es ging mir jetzt auch nicht so sehr um Rittenhouse. Ich denke, dass wir da tatsächlich. Nein, das ist ein Beispiel, gegen wen oder was wir eigentlich kennen. Gekämpfen. Gegen einen verlogenen Dreckshaufen von Abschaum, der für die deutschen Medien schreibt und arbeitet. Siehe Rittenhouse, das ist ein perfektes Beispiel. Das sind abartig bösartige Menschen, die diese Artikel schreiben, die am Ende bei Mesa den Eindruck aufkommen lassen, dass Rittenhouse dort irgendetwas falsch gemacht hätte. Beziehungsweise, die eher so in Richtung gehen, er hatte auf jeden Fall was falsch gemacht. Dagegen kämpfen wir. Ja. Und du findest das jetzt doof, dass wir bei den Messerstraftaten zum Beispiel, dass da auch bei vielen, ich glaube, es ist übrigens in der Regel die Mehrzahl der Fälle, wo gar nicht klar ist, war das ein Deutscher, war das ein Nicht-Deutscher, ne? Und irgendwie stört dich das aber. Alles klar, habe ich vernommen, Hepper? Kritik ist angekommen, Änderung wird nicht stattfinden. Ich wüsste nicht, warum. Das ist ja völlig klar. Ich meine, das verstehe ich voll, wenn Leute das unterhaltsam finden. Aber ihr transportiert damit natürlich schon so eine faktische Botschaft. Nämlich, dass es Die faktische Botschaft ist, von 40 Taten, die wir diese Woche hatten, hatten 12 einen Akzent, 3 waren deutsch und von 34 wissen wir es nicht. Ja, und, ich glaube nicht, dass jeder unserer Zuschauer jedes Wort auf die Goldwaage legt, wo es offensichtlich darum geht, satirisch im Sinne von beißende, harte Kritik verpackt in ein lustiges Lied, was eigentlich nicht lustig ist. Ja, das ist ein Widerspruch, den wir da letztendlich jede Woche fahren. Ne? Es geht eigentlich um ein Thema, was überhaupt nicht lustig ist und man überhaupt nicht drüber singen sollte. Und wir tun es aber genau trotzdem, ja, um gewissermaßen mit Nachdruck auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und das ermutigt dich dazu, dann mir eine E-Mail zu schreiben und mir zu erzählen, ja, aber das ist nicht so genau, dass das nicht so genau ist, wissen wir. Als der Holger Kreimer damals zu Gast war, hat Schlomo ausgewertet, ein Jahr lang How I Met Your Messer, auf welches Zahlen er insgesamt kam. Und dort haben wir darauf hingewiesen, dass das natürlich gar nichts heißt. Allein schon, weil bei Schlomo ja nicht jeder Presseartikel landet. Und selbst wenn, nicht jeder Vorfall landet in der Presse. Das ist völlig klar. Unsere Zuschauer haben keinen Durchschnitts-IQ von 85. Das weiß ich. Denn es ist völlig klar, dass diese Zahl nicht bedeuten, das ist hier 1:1 die polizeiliche Kriminalstatistik gespiegelt. Das ist denen völlig klar. Ja, gut. Dann frage ich mich trotzdem, warum man
das Format dann machen muss, wenn man weiß, dass nichts Sinnvolles dabei rumkommt. Aber ja. Weil es lustig ist. Es ist ein Segment. Ein Segment sorgt dafür, dass wir eine kurze Verschnaufpause haben. Schlomo singt halt gerne. Ja, und das hat ja auch irgendwas. Ja, jede Woche ein Lied zu komponieren und das rauszuhauen. Ne, allein schon diese Absurdität, dass da halt einfach nur Städtenamen aneinander gesungen werden, was im Grunde genommen gar keinen Sinn macht. Das hat kein Reimschema, das hat absolut gar nichts. Ja, irgendwie die Melodie bekommt man, je nachdem, wer singt, halt noch mit. Das ist der Grund. Es ist Unterhaltung, es ist für uns eine Verschnaufpause und es ist halt Kritik an einem Zustand, den politisch hier niemand interessiert, der irgendwas zu melden hat. Ein Zustand, den ihr aber auch nicht abbilden könnt und von dem ihr nicht genau wisst, wie er denn wirklich können ist. Können wir auch nicht. Wir haben ja keinen Maulwurf bei der Polizei. Ja, wo er trotzdem, ja, das bei der Polizei, das ist eben sowas. Also die Polizei, wenn ihr euch da die Daten anguckt, das ist doch nur das Hellfeld. Also das und das Hellfeld. Ja. Wenn ich mir jetzt das Dunkelfeld angucke, ist die Sache natürlich völlig anders, ne? Im Dunkelfeld ist die Sache anders, ja. Also wenn, wenn wir... Da sind dann Zuwanderer bei der überfallartigen Gruppenvergewaltigung wahrscheinlich nur noch um den Faktor 1,2 überrepräsentiert statt 15. Erneut, Hepper, ich verstehe nicht, was du von mir willst. Der Trend, den ich aufzeige, egal wann, egal wo, der Trend, selbst bei How I Met Your Messer, der ist zu 100% korrekt. Zu 100% ist dieser Trend korrekt. Und du fühlst dich ermutigt, mir eine E-Mail zu schreiben, um mir zu sagen, ja, mit Hauer mit dir Messer und so. Ich verstehe deine Kritik nicht. Ich verstehe, warum ihr das macht. Das ist unterhaltsam. Meine Kritik ist einfach nur, dass ihr damit ein völlig überzogenes Bild von Zuwandererkriminalität erzeugt. Also, es tut mir leid. Sie sind also, beim Straftatbestand überfallartige Gruppenvergewaltigung um den Faktor 15,5 überrepräsentiert. Flüchtlinge oder Ausländer? Zuwanderer. Gut. Zuwanderer. Richtig, Zuwanderer. Zuwanderer. Und wenn wir bei den Zuwanderern jetzt das alles ausrechnen, was ich dir vor uns gezeigt habe? Dann gebe ich darauf keinen Fick. Denn nochmal, es interessiert mich nicht, ob du als Syrer, der Analphabet ist, bis hierher gekommen bist, dann Asyl bekommen hast, obwohl es darauf eigentlich kein Anrecht gibt und dann zukünftig der Gesellschaft hier bis an dein Lebensende zur Last fällst, die Kriminalitätsstatistik hebst und so weiter, ohne irgendwas zur Gesellschaft beizutragen, einfach weil du die Fähigkeiten dazu gar nicht hast. Ich mache den Leuten nicht mal einen Vorwurf. Ich kann... Nochmal, auch das habe ich schon tausendmal erzählt, Hepper. Wenn ich es einfach nur irgendwie in die USA schaffen müsste und dort würde ich zukünftig eine Art Sozialhilfe bekommen, 5.000 Euro im Monat, plus eine Wohnung und so weiter, dann würde ich ebenfalls versuchen, dieses Land zu kommen. Ich habe so meine Zweifel, dass ich kriminell werden würde, aber ich würde das ebenfalls versuchen. Ich habe für diese Leute vollstes Verständnis. Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir mittlerweile zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag haben, diese quasi exklusiv, quasi zu 100%, nicht ganz, es sind ungefähr 99%, von Nichtdeutschen begangen werden. Nichtdeutsche inkludiert in meinem Fall die, die sich selber auch als Nichtdeutsche verstehen, obwohl sie einen deutschen Pass haben. Und keiner redet darüber. Stattdessen reden wir darüber, wie unsere Mannschaft jetzt zu knien hat, in welche Himmelsrichtung beim nächsten Fußballspiel. Du hast gerade eben wieder Sachen gesagt, die falsch sind. Also, tut mir leid, also wenn du sagst, zwei Gruppenvergewaltigungen, mittlerweile. Aber okay, ich alles klar, du hast recht, stimmt, du hast recht, ich nenne mich, du hast recht, die hatten wir schon immer, alles klar. Die hatten wir schon immer, okay. Ja. Und wenn du sagst, mittlerweile, sagst du, das liegt an den Flüchtlingen. Das ist erst dadurch gekommen und das glaube ich nicht. Und außerdem sagst du, dass es Flüchtlinge alleine haben ja da einen Anteil von, ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, 15% oder 20% oder sowas. Also, wenn wir hier nicht einen einzigen sogenannten Flüchtling hätten, dann wäre die Zahl ja de facto 15-20% niedriger. Hätten wir nicht einen einzigen Ausländer, dann wäre die Zahl de facto 68% niedriger. Hätten wir nicht einen einzigen Menschen in diesem Land, dessen Urgroßeltern sich nicht schon als Deutsche bezeichnet haben, dann wäre die Anzahl der Gruppenvergewaltigungen überfahrtig in diesem Land hier zweistellig. Ist ja ebenfalls ein Fakt, den du recherchieren könntest, wenn du wolltest. Du hast gesagt 99%? Richtig. 99% nach meiner persönlichen Schätzung sind es ungefähr 99%. Lass es 95 sein. Ich will mich mit dir nicht über 3% streiten. Das geht auch jetzt aber bei Leuten mit Migrationshintergrund rein. Richtig. Okay.
Und das weißt du nicht. Das ist nur eine Schätzung. Ja, das ist eine Schätzung. Ich habe ja schon Artikel gelesen, wo dann 8 Fälle aufgelistet waren. Unter diesen 8 Fällen gab es dann von, keine Ahnung, Mann, 54 Tatverdächtigen, ganze 2 Deutsche. Also näherungsweise nochmal, Hepper, hier geht's um Trend. Liege ich da ja richtig? Das weiß ich nicht. Ob du da ist ja auch egal, dann liege ich halt nicht richtig. Was willst du jetzt von mir? Ja, damit, wenn du zustimmst, dann ziehe ich mich jetzt zurück, ne? Motte und Bay oder wie es heißt, dann ziehe ich mich jetzt zurück auf die 68%. Wir hätten hier 68% weniger Gruppenvergewaltigung und überfallartig, wenn es in diesem Land nicht einen einzigen Nichtdeutschen gäbe. Mhm. Was? Und das möchte ich an der Stelle betonen, ne? Weil es gibt so Leute, die kommen dann hierher und kotzen mir irgendeinen Scheiß in die Kommentarsektion. Ich habe absolut kein Problem mit nichtdeutschen Mitbürgern, sofern sich jeder an die Regeln hält und es ein schönes Miteinander ist. Das sehe ich nur an manchen Enden und Ecken und Bezirken nicht. Mhm. Ja. Und was denkst du denn, was die Lösung dafür ist? Also du sagst, mehr Zuwanderung. Das ist ein Problem, das ist schlimmer. Mehr Zuwanderung auf jeden Fall. Also ich würde sagen, als erstes jetzt die Leute aus Weißrussland direkt hierher und erstmal in Flüchtlingsunterkünfte und dann anschließend verteilen. Weil wenn die aufeinander hocken, ist das auch nicht so schön, dann halt schöne Einfamilienhäuser errichten, um diese Leute dann auszustatten. Natürlich auch mit einem Elektrofahrzeug, weil irgendwie müssen sie auch mobil sein und so. Und die Leute auch direkt möglicherweise, man muss halt gucken, inwiefern das möglich ist, vielleicht direkt aus Afghanistan einfliegen, aus dem Irak, aus Syrien. Also im Grunde genommen jeder, der will. Okay. Das wäre mein Lösungsansatz. Dass du Zuzug nicht willst, das ist mir schon völlig klar, aber angenommen, wir machen jetzt Wärme von heute auf morgen. Ich bin nicht gegen Zuzug. Also überhaupt nicht, ich bin nicht gegen Zuwanderung. Aber gegen Asylzuwanderung? Nee, ich bin gegen Zuwanderung von unqualifizierten Menschen, egal woher. Also ich will auch nicht, dass ein norwegischer Penner hierher zieht und dann hier ein Zelt aufschlägt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Genauso jetzt habe ich vollstes Verständnis für Norwegen, wenn ein deutscher Penner sich auf den Weg nach Oslo macht und dort sein Zelt aufschlägt. Dass Norwegen sagt, ey Leute, holt ihr mal bitte ab, was ist denn hier los? Da habe ich volles Verständnis für. Mhm. Ja, okay, fair enough. Aber wir haben jetzt die FDP, mal de facto deine Partei, 1,6. Erklärt mir ja immer, dass die Leute meine Rente zahlen werden. Ja. Und irgendwie spricht keine Zahl, die ich finden kann, auch nur grob in diese Richtung. Tut mir leid, aber dann verschätzt du so ein bisschen, was die FDP damit meint. Also wir meinen ja natürlich nicht unqualifizierte Zuwanderer. Mhm, richtig. Das ist völlig klar. Das meinten sie damals auch nicht. 2015 hieß es, jetzt kommen Ärzte und Ingenieure. Das ist immer die Ausrede, Hepper. Sag mal, ist das wirklich deine Auffassung der Lage, ja? Du glaubst wirklich, dass die FDP jetzt hier 500.000 hochqualifizierte Zuwanderer im Jahr reinholen wird? Das glaubst du wirklich? Ich glaube, dass sie das möchte. Ob sie das wird, weiß ich nicht. Naja, möchten tun sie alle eine ganze Menge. Ja. Die Frage ist, wie ist das Endergebnis? Aber bist du denn dagegen 500.000 ja. Zuwanderer, die zum qualifiziert derzeitigen, sind? Zum derzeitigen Zeitpunkt ja. Okay. Also auch wenn es jetzt welche aus Indien und China sind? Auch das, ja. Jetzt gerade mein, in Bezug auf Zuwanderung, wäre mein erster Ansatz jetzt der, alle, die final negativ beschieden sind, morgen nach Hause. Morgen. Und dann gucken wir mal, wie sicher sind die Herkunftsländer. Und dann können wir diese Leute nach Hause schicken. Und dann können wir uns gerne über Zuwanderung von qualifizierten Personen auch aus Syrien und dem Irak unterhalten. Okay. Das Problem in ist, dass Zahlen wir übrigens, die Gesellschaft hier verdauen kann. Okay. Das Problem ist, dass wir die Personen, die wir hier haben, in den allermeisten Fällen gar nicht direkt abschieben können. Das ist gar nicht möglich. Ich kann jetzt zum Beispiel das Beispiel von, wie heißt der Anschlag, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz? Amri. Bei dem haben die deutschen Behörden versucht, ihn abzuschieben. Mhm. Weißt du, woran es gescheitert ist? Ja, dass er, ich glaube, irgendwie, wie war denn das? Dass zu ihnen, ich glaube, dass er sich geweigert hat und dann darfst du die Leute gleichzeitig nicht in Bolgaft oder irgendwie sowas in der Art nehmen. Ich weiß ja genau, wie es war, aber erklär mich auf. Es war so, dass die tunesische Regierung hat die Papiere, die notwendig waren, um ihn endlich abschieben zu können, haben ihn, glaube ich, die sind angekommen in Deutschland einen Tag nach diesem Anschlag. Richtig. Mhm. Also man konnte ihn nicht abschieben, allein weil die tunesische Botschaft dort in Tunis, weil die nicht geantwortet hat, nicht rechtzeitig. Ja, weil die, alles klar, Wirtschaftssanktionen. Problem gelöst. Wirtschaftssanktionen und natürlich Haft bis zur Abschiebung. Problem gelöst. Es kann nicht sein, dass du hierher kommst ohne Fluchtgrund. Erzählst, du bist ein Flüchtling, dein
Asylantrag wird abgelehnt und du bleibst dann halt einfach hier. Das kann es nicht sein. Gesetze sind dazu da, dass man sich daran hält. Und wenn es keine Konsequenz gibt dafür, dass du dich an ein Gesetz nicht hältst, dann ist das Gesetz nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Hm. Und Anis Amri ist da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, richtig. Aber Anis Amri zeigt eben auch, dass das nicht unser Staat unbedingt ist, der da irgendwie unbedingt die ganze Zeit verkackt, sondern dass es andere Staaten sind, die uns das verunmöglichen. Das ist doch Blödsinn. Und, aber das ist das doch Blödsinn, Hepper. Nein, du kannst nicht. Nochmal, Wirtschaftssanktionen und Haft bis zur Abschiebung. Problem gelöst. Aber wenn du einfach so sagst, Wirtschaftssanktionen, also tut mir leid, aber dir ist schon klar, glaubst du nicht, dass wir Hilfszahlungen nach Tunesien schicken jedes Jahr? Ich weiß es nicht, aber vermutlich. Also ich bin davon überzeugt, ohne es zu wissen. Gehe ich mal davon aus, dass wir auch Gelder nach Tunesien schicken, jedes Jahr. Mhm. Wir hätten da also eine Handhabe ohne Probleme. Ja. Ja, durchaus möglich. Aber ich weiß nicht, ob Wirtschaftssanktionen irgendwie die Beziehungen verbessern oder vielleicht sogar eher eine Trotzreaktion auslösen. Oder vielleicht beiden Seiten irgendwie schadet. Dann nehmen wir sie halt einfach alle auf. Dann frage ich mich, Hepper, warum denn nicht einfach Direktflüge von dort aus organisieren? Direktflüge von dort? Naja. Ja. Also warum es denn dann nicht die Leuten wirklich so einfach wie möglich machen? Nein, das sage ich nicht, dass wir es ihnen so einfach wie möglich machen sollen. Ich finde auch, wir brauchen... Aber gleichzeitig sollen wir dann nicht abschieben, wer final negativ beschieden ist. Wir sollten das machen können, aber wenn eben das daran scheitert, dass diese Staaten ihre Verantwortung für ihre Staatsbürger nicht übernehmen, was wollen wir dann dagegen machen? Also, na gar nicht, sie behalten. Wir können eine Seebrücke einrichten für alle, die der tunesische Staat nicht mehr haben will. Okay, und du sagst, dass die was war noch deine Nation abschieben? Ich verstehe immer noch nicht, was willst du jetzt eigentlich? Ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe dieses ganze Gespräch nicht. Also du bist offensichtlich dafür, dass ein Anis Amri hätte abgeschoben werden sollen. Schon. Hätten wir ihn in Haft stecken können, bis er denn dann abgeschieben wird. Weil ihm dann trotzdem, weil ihm dann plötzlich doch wieder einfällt, weiß ich nicht, wann er geboren ist oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, wie da die rechtliche Lage ist, ob du das darfst, Personen in Abschiebehaft. Dann musst du sie halt schaffen. Jetzt scheiß mal auf die rechtliche Lage. Die rechtliche Lage ist ja auch eigentlich die, dass ein Asylbewerber, der hier in Deutschland aufschlägt, abzuweisen ist. Habe ich dir davon gezeigt. Also jetzt scheiß auf die rechtliche Lage, da müssen wir die rechtliche Lage halt anpassen. Okay. Ja. Und wir müssen die rechtliche Lage anpassen. Was ist dann mit den Personen, die hier sind? Also anerkannt sind auch. Und die zentral untergebracht sind zum Beispiel. Von denen geht auch meistens die meiste Kriminalität aus. Würdest du die unbedingt sofort abschieben wollen? Naja, sobald sie straffällig werden, sofort, dann sitzen sie im nächsten Flieger und dann kannst du dir sicher sein, das machst du 2 Wochen lang und die werden alle handzahm. Also wenn du da 1000 männliche Flüchtlinge im besten Kampfesalter hast, in Suhl meinetwegen, in der Asylunterkunft, und sobald dort einer den Wärter auch nur blöde anguckt, im nächsten Flieger sitzt, kannst du sicher sein, da schickst du 8 nach Hause und dann haben die restlichen 992 gecheckt, oh, ich benehme mich hier lieber und du hast da Ruhe. Da kannst du sicher sein. Ja, aber das war genau der Grund, warum zum Beispiel jetzt die EU versucht hat, diese Abschiebepatenschaften, weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt. Ist mir klar, wo damals Patenschaften genommen wurden und am Ende haben die Leute gemerkt, so, ups, das war ja doch ein Verlustgeschäft, hat der deutsche Staat gesagt, ja, alles klar, komm, zahle ich, gar kein Problem. Ich erinnere mich. Ich meine, Abschiebepatenschaften, die wollten das mit Ungarn vereinbaren, dass Ungarn sich um die Abschiebungen kümmert. Okay, Verzeihung, ja. Ja, dass Ungarn sich um die Abschiebungen kümmert und dass Deutschland eben die nimmt, die anerkannt sind und die bleiben können. Und Ungarn nimmt halt die, wo sie sich dann irgendwie selber drum kümmern müssen, die loszuwerden. Da hat Ungarn natürlich abgelehnt, aber warum hat Ungarn das abgelehnt? Weil es nicht möglich ist, diese Leute zurückzuschicken. Das weiß Ungarn selber auch. Ungarn das selber wäre da auch nicht besser. Ein Grund mehr dafür zu sorgen, dass die Grenzen sicher sind. Mhm. Und nicht noch Schlepper mit staatlichen Finanzen ausstatten, damit diese dann bis 3 Kilometer vor die libysche Küste fahren können, um die Leute dann auf direktem Wege hierher zu bringen. Mhm. Und du denkst aber nicht, dass zum Beispiel eine Person, die vor der libyschen Küste ist, möglicherweise in Lebensgefahr ist und eventuell einen Asylantrag stellen sollte? Eventuell auch in Europa? Wenn sie von einer was für eine Person? Was denn jetzt für eine Person? Was meinst du jetzt mit Lebensgefahr? Person aus Libyen.
Das warum ist das in, also dass in Libyen, also Libyen ist ein Shithole, da stimme ich dir zu, dass da ein Bürgerkrieg ist, ist mir neu. Dann frage ich dich erneut, Hepa, warum denn nicht direkt eine Luftbrücke? Warum fliegen die Leute nicht direkt alle aus Libyen hier ein? Weil es nicht machbar ist. Warum ist das nicht machbar? Willst du, dass dort Leute sterben? Da herrscht doch Krieg, hast du gerade gesagt. Willst du Menschen sterben sehen? Nein. Okay, also warum nicht? Warum holen wir sie nicht alle mit einem Flugzeug hierher? Weil das Libyen selber nicht wollen würde, weil wir das nicht bewerkstelligen können, organisatorisch und auch wirtschaftlich nicht, weil wir... Wir können das... Wir sind doch ein reiches Land. Wir sind doch ein wahnsinnig reiches Land. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich nehme an, wie viel Einwohner wird Libyen haben? Keine Ahnung, ich schätze mal 20 Millionen, ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 20 Millionen Menschen durchfüttern könnten. Man müsste jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder sowas im Vornherein planen und schnell noch irgendwelche Häuser hochziehen auf bisherigem Brachland. Aber in dem Jahr oder zwei könnten wir safe 20 Millionen Menschen versorgen. Bis in die Lebensende. Warum nicht? Mhm. Weil das den Staat wahrscheinlich ein bisschen zugrunde richten würde, langfristig gesehen. Warum? Weil ich glaube, dass dann irgendwann die Steuern die Ausgaben nicht mehr tragen können. Okay, und warum kommst du mir denn jetzt gerade mit den Leuten, die vor der libyschen Küste irgendwie um ihr Leben fürchten oder so? Also du plädierst ja dafür, dass wir die reichsten und risikofreudigsten 0,001% der libyschen oder was auch immer Bevölkerung hier aufnehmen? Also du meinst, das sind die risikobereitesten Leute, sicher, die da rüberschippern? Na klar, na, per Definition. Also, okay. Dass das mit dem Risiko einhergeht, ist uns ja beiden klar. Von natürlich, das sind die Leute, die das Risiko in Kauf nehmen und natürlich auch die es sich leisten können. Das sind so die am besten finanziell ausgestatteten Personen aus Nahost, die hier ankommen. Der Rest kommt hier gar nicht erst an. Also streng genommen hilfst du genau den Falschen, aber das war gerade dein Punkt. Du wolltest ja mir gerade erzählen, dass irgendwie Menschen sterben. Mhm, ja. In Libyen. Aber alle aufnehmen willst du auch nicht? Nein. Aber ein paar hunderttausend noch? Ein paar wenige Millionen noch, oder? Ich weiß noch nicht, welche Zahl man da... Ich weiß nur, dass Asyl auf jeden Fall, zumindest das Antragstellen, ein Recht ist, das du wahrnehmen kannst. Zumindest an der Außengrenze. Oder sollte zumindest so machbar sein. Das heißt nicht, dass wir alle einfliegen müssen. Das heißt nur, dass wir denjenigen, die es bisher schaffen... Aber warum denn nicht? Aber warum denn die? Warum selektierst du so asozial aus? Warum selektierst du die risikobereitesten und reichsten aus, anstatt dich um die Schwächsten und Ärmsten zu kümmern? Weil die Schwächsten und Ärmsten scheinbar immer noch die Möglichkeit haben, das sich irgendwie dort einzurichten. Achso, aber die risikobereiten und finanziell besser situierten nicht? Nein, also wenn sie erstmal, die kommen ja zum Beispiel auch aus der Südsahara, also aus Subsahara-Afrika. Und also die meisten Libyer, die rüberkommen, das sind nicht mal Libyer, das sind Afrikaner. Gut, Libyer sind auch Afrikaner, aber ich das weiß, was also, ich meine. Das heißt also, die sind per Definition durch mehrere sichere Länder gereist, um in Libyen zu landen, richtig? Genau. Okay, aber sind trotzdem Flüchtlinge. Libyen ist aber kein sicheres Land. Das ist ja egal. Sie sind ja durch mehrere sichere Länder gereist, um dort anzukommen, richtig? Ja. Gut, keine weiteren Fragen. Alles klar, was hast du noch, Hepa? Keine weiteren Fragen, wieso? Das heißt doch nicht, dass die auf einmal nicht... Nein, das Thema ist mir zu blöde. Also wir drehen uns hier im Kreis. Das ist tatsächlich einfach zu blöde. Die sind 2 Millionen, die uns hier in 50 Jahren noch auf der Tasche liegen werden und uns sozial, also gesellschaftlich nachhaltig schädigen werden. Die sind dir immer noch nicht genug. Darum plädierst du jetzt irgendwie für ein paar Leute, die angeblich vor der libyschen Küste um ihr Leben fürchten müssen. Also nicht, dass es die nicht gibt. Man hätte sie schon längst loswerden können. Siehe Operation Sovereign Borders. Aber das Thema ist mir zu blöde. Was hast du denn noch? Okay, gut. Wenn du das nicht weiter angehen willst, was habe ich noch? Ich habe mir tatsächlich so ein paar Notizen gemacht. Dasselbe, was mich bei den Messerstraftaten gestört hat. How I Met Your Messer. Und zwar, dass ihr habt so einen schönen Sticker, den ihr mal hergestellt habt, den ich auch viel, ich glaube, der war sogar in den Medien. Ich distanziere mich von diesem Sticker. Ich habe damit gar nichts zu tun, aber ich glaube, ich weiß, von welchem Sticker du redest, ja. Ja, der bezog sich auf Afghanen.
99% befürworten Scharia oder sowas. Ist das schon rechtsextrem, so ein Sticker? Ist das rechtsextremer Aktivismus? Das ist nicht rechtsextrem, nein. Okay. Okay, wollte ich nur wissen. Alles klar. Der bezieht sich auf Nein, also, wenn ich euch für rechtsextrem halten würde, würde ich das jetzt nicht machen. Also, okay, also nein. Also, das Problem, das ich damit habe, ist, 99% befürworten die Scharia, 99% von denen, die hier sind oder die hierher kommen als Flüchtlinge. 99% der afghanischen Bevölkerung. Okay, und diese 99% der afghanischen Bevölkerung sind auch genauso... komme jetzt nicht mit. Es ist genau dieses 1%, was hier einwandert. Bring die Nummer gar nicht erst. Ich garantiere dir, dass die Nummer der Leute, die hier einwandern, die Scharia wollen, niedriger sein wird als 99% unter den Afghanen. Sondern 89% oder was? Nein, auch nicht 80%. Deutlich niedriger. Ich glaube zum Beispiel, dass nahezu alle... Okay, bitte fahre fort. Ich glaube, dass nahezu alle, zum Beispiel der Afghanen, die so fluchtartig, oder nicht nahezu alle, sagen wir vielleicht die Hälfte mindestens, der Afghanen, die fluchtartig aus Kabul evakuiert wurden und die Taliban das erobert haben, dass die sicherlich nicht die Scharia wollen. Einspruch, Mutmaßung, okay. Ja. Aber das ist doch nichts, plausibel, findest du nicht? Nichts, nein, ist es nicht. Okay, also Leute, die Scharia nicht, wollen, die wollen lieber hier in Europa leben, als ja, natürlich. In Afghanistan, du lebst hier ein deutlich besseres Leben, ja natürlich. Natürlich, du lebst hier ein deutlich besseres Leben. Die Frage ist ja nicht, willst du in einem Land leben, in welchem die Scharia gilt? Und dazu sagen 99% ja. Sondern die Frage lautet, hältst du die Scharia für eine gute Idee? Und die Antwort lautet ja. Das ist was anderes. Ich meine, ich erinnere mich noch an ein Video von einer Befragung in Berlin-Neukölln, wo ein arabischer Reporter die Bevölkerung gefragt hat, wie sieht's denn aus hier? Lieber Grundgesetz oder lieber Scharia, und jeden, den er da gezeigt hat in seinem Video, und das waren so 10, 12, 15 Personen oder so, hat gesagt, ja natürlich lieber Scharia. Lieber Scharia, aber ich mag Deutschland, aber lieber Scharia. Ja. Sowas gibt's sicherlich. Ohne Frage. Aber ich glaube nicht, dass das dass jetzt 99% deswegen von denen, die hierher kommen, auch die Scharia wollen. Also tut mir leid, aber das ist sicherlich falsch. Das ist eine Überschätzung. Das ist von dem 1%, das es nicht tut, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es wirklich nur 1% ist, die nicht die Scharia wollen in Afghanistan, werden die sicherlich überrepräsentiert sein unter den Leuten, die hier sind. Bin ich mir absolut sicher. Bin ich mir auch. Darum sind es da nur 95% von denen, die hier ankommen. Aber nochmal, das ist eine Mutmaßung, Heppa, da kann ich mich nicht zu äußern. Okay. Ja, das wollte ich nur angemerkt haben, dass sich diese Gruppen da, also dass ihr halt aus solchen Statistiken vielleicht einfach die falschen Schlüsse zieht. Also, beziehungsweise... Oder du ziehst die falschen Schlüsse daraus. Auch möglich. Ist auch möglich. Vielleicht sind das ja die, die zu 120% auf Linie sind in Afghanistan und sich denken, ich muss jetzt andere Länder islamisieren. Das ist ebenfalls eine Mutmaßung, die, ich gebe zu, bekloppt ist, aber darum geht's hier nicht, du mutmaßt halt. Dazu kann ich mich nicht äußern. Okay. Ja, aber wenn, ja gut, das ist eine Mutmaßung, aber ich wollte es nur klarstellen und sagen, dass man basierend darauf nicht sagen kann, dass 99% der Afghanen, die hier einen Asylantrag stellen... Das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt. Gut. Das haben wir, ich weiß, dass wir das nie gesagt haben. Dann ist ja gut. Wir geben immer, wenn es um Afghanistan und Zuwanderung geht, zu bedenken, dass 99% der afghanischen Bevölkerung die Scharia befürworten. 74% waren es, glaube ich, die sind für Steinigung bei Ehebruch, und 78% oder 79% halten den Tod für eine angemessene Strafe bei Abfall vom Glauben. Das ist ungefähr das, was wir sagen. Genau, das ist ihre konkrete Scharia Interpretation, die sicherlich problematisch ist. Gar keine Frage. Aber vielleicht können wir die einfach mit genug Geld ausstatten und dann hier integrieren, vielleicht. Also. Naja, glaubst du denn, dass es die möglich ist, die Leute zu integrieren? Na, weiß ich nicht. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ist Copyright, die unterliegt dem Copyright von Sushi TV. Wie viel Geld muss ich denn nach dir werfen, damit du deiner Tochter einen Niqab oder eine Burka überziehst? Wie lange muss ich integrieren? Wie viele Integrationskurse in eine islamische
Gesellschaft muss ich dir den verabreichen, damit du deiner Tochter eine Burka überziehst. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt gerade im Iran leben würde und ich hätte eine Tochter und ich wäre dort eingewandert oder so, ich würde ihr nahelegen, ein Kopftuch zu tragen, einfach weil das gravierende Konsequenzen hat, wenn du es nicht tust in dieser Gesellschaft. Das heißt nicht, dass ich mich in ihr Wertesystem... Hier hat es ja keine Konsequenzen. Keine. Null. Null. Also der Grund fällt ja hier weg. Ja. Gut. Okay. Also den Grund kannst du leider nicht anbringen, weil der würde ja hier wegfallen. Ja, okay. Angenommen, diese Gesellschaften wären so liberal, wie unseres ist, aber dort trägt halt quasi jede Frau eine Burka. Mhm. Wie viele Stunden Integrationskurs brauche ich, damit du deiner Tochter eine Burka überziehst? gute Frage. Wahrscheinlich unendlich. Okay. Aber wie werden die Leute hier auf jeden Fall alle samt integrieren können? Gibt keine Probleme. Naja, also wenn jetzt dein Kopftuch dein größtes Problem ist, ich meine jetzt eher sowas wie grundsätzliche Akzeptanz von Demokratie, von den Gesetzen, die hier von gelten. Von Homosexuellen zum Beispiel. Und Homosexuellen. Mhm. Ja. Schwierig. Wie lange muss ich dich denn mit Integrationskursen ausstatten, bis du begriffen hast, dass Gott Homosexualität für eine Schande hält und diese Leute an einen Kran gehangen gehören? Ich bin mir nicht sicher. Allerdings glaube ich nicht, dass es schwierig ist, einen, der hierher kommt, davon zu überzeugen, dass er das hier nicht machen kann. So wie es ist. Nein, das ist nicht schön. Mir ist bisher nur ein Fall bekannt, wo ein Zuwanderer auf jemanden eingestochen hat, weil dieser homosexuell war. Zumindest ist das mutmaßlich der Grund. Ich erinnere an die Tat von Dresden mit einem Toten und einem, glaube ich, Schwerverletzten. Ja. Das ist schon völlig klar. Aber das Mindset haben sie ja trotzdem. Ich meine, auch dir ist klar, dass wenn du hierher kommst mit 20 Jahren, dann bist du charakterlich fertig. Da ist nichts mehr mit. Ich ändere jetzt grundlegend das Denken von diesen Menschen. Und es kann in Einzelfällen kann das gut gehen, aber wir reden ja mittlerweile von Millionen von Menschen. Das kann nicht gut gehen. Das funktioniert nicht. Okay, gut. Nee, der gute Punkt, den hatte ich tatsächlich so noch nicht bedacht. Beziehungsweise ein gutes Argument. Also, nein. Also das würde ich auch nicht in den Integrationskursen. Aber bei Integration geht es natürlich um mehr. Geht es auch um die Sprache. Geht es darum, dass du einen Job machen kannst. Die meisten syrischen Flüchtlinge zum Beispiel. Wie ist denn da die Abbrecherquote? Hast du dazu Zahlen? Wie ist so das Sprachniveau? Ja, erzähl mal. Das Sprachniveau weiß ich nicht, wie das ist bei syrischen Flüchtlingen. Wahrscheinlich auch nicht so großartig. Ich würde sogar davon ausgehen, dass das der Haupterklärungsfaktor ist, dass die... Ich glaube, die sind ziemlich saumäßig, die Abschlussquoten. Aber das ist lange her, dass ich dazu mal irgendwie Zahlen gesehen habe. Wirklich eine ganze Weile schon her. Soweit ich weiß, sind diese absolut saumäßig. Ja. Also ja, von solchen Integrationskursen meinst du? Bitte? Von solchen Integrationskursen? Nee, Sprachkursen. Ich weiß auch nicht, was ein Integrationskurs sein soll. Ein Integrationskurs stelle ich mir so vor, man trifft sich zweimal die Woche für jeweils 2 Stunden. Also, in Deutschland trennen wir den Müll. Das heißt, ihr müsst Biomüll, das verstehe ich unter dem Integrationskurs, ich weiß nicht, was da stattfindet. Du kannst einen Menschen nicht umpolen, der 17, 18, 19, 20 oder 35 Jahre alt ist. Da brauchst du nichts mehr umpolen. Ja, und du kannst übrigens auch einen 12-Jährigen schwerlich umpolen, wenn du den 2 Stunden am Tag in einen Integrationskurs setzt und die restliche Zeit des Tages ist der unter seinesgleichen und da findet alles andere als Integration statt. Mhm. Ja, Einzelfälle ausgenommen, im Großen und Ganzen funktioniert das nicht. Naja, man muss ja auch nicht unbedingt umpolen. Ich glaube, wenn ich als deutscher Flüchtling in Iran Asyl beantragen würde, und ich würde dort einen Integrationskurs erhalten, dann würden die mir ja auch nur sagen, was ich dort machen darf und was nicht und was akzeptiert ist und was nicht. Ja. Und was sich gehört und was nicht. Und das muss ich doch nicht alles, also ich muss es ja nicht annehmen. Ich muss ja nicht die iranische Identität oder die persische Identität annehmen. Nein, richtig, aber was meinst du, wie lange du dich da wirst aufhalten dürfen, wenn du auf Kosten des Staates lebst? Wenn die Bevölkerung erfährt, dass sie für dich arbeiten geht. Und zwar nicht nur für dich, sondern für mich. Wie bitte? Lange. Du glaubst, wenn wir jetzt 1 Million Deutsche nach Iran, in den Iran schicken, die dort alle hinkommen und sagen, hallo, ich nix arbeiten, bitte Haus, nix arbeiten, Familie gucken, nix kann ich nix machen, Hände kaputt, dass die iranische Bevölkerung lange dabei zusieht? Ich glaube, dass es ruppiger zugehen würde als hier in Deutschland. Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Glaube,
Ich glaube nicht, dass die ein konsequentes Remigrationsprogramm gegen Deutsche umsetzen würden. Das glaube ich nicht. Weil, guck dir mal zum Beispiel Iran an, die haben, oder auch die Türkei, wie viele Flüchtlinge die haben. Die haben ja die allermeisten. Sie werden dafür auch fürstlich entlohnt. Das hat ja einen Grund. Das hat den Grund, dass Erdogan ein Druckmittel hat, was er jederzeit öffnen kann, wenn er möchte, das Ventil. Und dass er dafür fürstlich entlohnt wird. Das ist der Grund. Das ist nicht Nächstenliebe. Mhm. Und beim Iran wird er auch fürstlich dafür entlohnt, dass er die ganzen afghanischen Flüchtlinge bei sich drin hat. Also ich weiß nichts von der Situation im Iran und irgendwelchen afghanischen Flüchtlingen. Davon weiß ich tatsächlich überhaupt nichts. Ich höre das gerade zum ersten Mal. Ich will das jetzt nicht anzweifeln, Flüchtlinge im Iran, beziehungsweise ich will es doch anzweifeln, aber ich habe davon noch nicht irgendwas gehört. Ah ja, 780.000 registrierte afghanische Flüchtlinge. Höre ich zum ersten Mal von. Interessant. Ja, Hut ab. Keine Ahnung, was der Iran damit macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie kriminell die Afghanen im Iran sind. Ich weiß nicht, wie deren geschlechtliche Zusammensetzung ist oder deren Durchschnittsalter oder deren Arbeitswut. Ja, ich kann das alles nicht einschätzen. Also was ich dir sagen kann, ist, dass die Lage von von afghanischen Flüchtlingen vermutlich, also na gut, es ist eine Mutmaßung meinerseits, muss ich zugeben, aber im Iran extrem schlecht ist und dass diese Afghanen in der Regel versuchen, weiter in die Türkei einzureisen und von dort nach Europa. Das ist auch die Route, wie die meisten hierher kommen, tatsächlich. Und genau, wo wollen sie hin? Nach Germany, tatsächlich. Okay. Warum? Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Warum? Wegen dem Arbeitsmarkt, wegen dem guten Wetter? Warum wollen sie hierher? Wegen, unter anderem, weil sie zum Beispiel auch schon Verwandte hier haben. Unter anderem, weil sie hier natürlich sich versprechen, nicht so schnell abgeschoben zu werden, dass sie ein bisschen Geld bekommen. Ja, das sind so die Hauptgründe, würde ich sagen. Okay. Das Ding ist halt, dass trotzdem diese 780.000 registrierten Flüchtlinge jetzt im Iran chillen. Und die sind dort, die werden dort auch, die meisten werden wahrscheinlich dort bleiben. Viele werden sogar wieder zurückkehren. Einige werden noch weiterreisen. Ja, aber die, es ist natürlich nicht so, und da bestehen auch große kulturelle Unterschiede zur iranischen Bevölkerung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher islamischen Strömung die Afghanen angehören. Wahrscheinlich Schiiten oder sowas. Ja, das ist ja so ein bisschen Mischmasch, aber ich glaube, der überwältigende Teil ist Schiiten, ja, aber ich weiß es nicht. Ich meine, der muss ja, sonst wären die, glaube ich, im Iran im Kopf los. Ne? Das ist gut möglich, ja. Aber trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die gern gesehen sind im Iran, deswegen, aber trotzdem, die bleiben dort, die sind, der Iran kümmert sich wahrscheinlich so gut wie möglich, wie er eben kann, in seiner Wirtschaftskrise um die. Und ja, also würde ich nicht sagen, dass Deutschland da jetzt irgendwie, also die wollen natürlich alle nach Deutschland, weil die besseren Lebensbedingungen sind. Aber dass wir da großartig was anderes machen als andere Staaten, das glaube ich halt eben nicht. Oder dass Flüchtlinge generell in diesen Staaten dort unten sehr, sehr, sehr schlecht behandelt werden oder sowas. Was glaubst du, das glaubst du nicht? Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Also müssen wir die zumindest nicht hierher per Seebrücke evakuieren oder so? Nein. Dafür habe ich auch nicht. Beruhigt. Ja, dafür habe ich. Aber was ich finde, was möglich sein sollte, ist, dass es Botschaften gibt in den Ländern. Also, dass man über die Botschaften in diesen Ländern, zum Beispiel über die deutsche Botschaft Warum ist dir das so wichtig? Bitte, ich will es verstehen. Warum ist es dir so wichtig, dass wir hier möglichst viele Menschen auf Nahost aufnehmen? Ich verstehe es nicht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das, okay, was sollen die Botschaften anbieten? Die Botschaften sollen Asylanträge aufnehmen. Alles klar, ich wiederhole meine Frage. Warum ist es dir so wichtig, dass wir möglichst viele Menschen aus Nahost aufnehmen? Die dauerhaft hier bleiben, da wird keiner jemals zurückgeschickt. Abgesehen von ein paar wenigen Straftätern. Warum ist dir das so ein Herzensanliegen? Weil ich ein empathischer Mensch bin und ich hoffe, dass du das auch bist. Also zumindest, dass man Kriegsflüchtlingen und Verfolgten, politisch Verfolgten, das anbietet, religiös Verfolgten. An der Genfer Flüchtlingskonvention vorbei. Wieso daran vorbei? Also sagt, dass die Nachbarstaaten in der Pflicht sind. Das heißt, die ganzen Leute, die aus Afghanistan jetzt von den Taliban fliehen, die müssten eigentlich in Pakistan aufgenommen werden. Hast du mitbekommen, wieso Pakistan das ablehnt?
Warum nicht? Weil man befürchtet, dass zu viele Extremisten ins Land kommen. Interessant. Haben sie ja selber ausgebildet, aber gut. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Millionen Afghanen in Pakistan leben. Bin ich mir ziemlich sicher. Das kann gut sein. Aber Pakistan ist dann wahrscheinlich auch einfach so ein menschliches und empathisches Land, wie du halt eins leiten würdest. Gut, haben wir festgehalten. Was hast du noch? Also ich will jetzt nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde über Flüchtlinge reden. Wir kommen da nicht auf einen Nenner. Du willst jedem Menschen auf der Welt hier Schutz gewähren und ihn bis an dein Lebensende verköstigen. Du zahlst ja dafür schließlich auch nicht. Ne? Das macht ja die Bevölkerung insgesamt. Ich nehme an, du hast zu Hause keinen Flüchtling aufgenommen? Nein. Gut. Das ist, glaube ich, alles, was wir wissen müssen. Was hast du noch? Was habe ich noch? Ich habe mir tatsächlich so einige Punkte aufgeschrieben, aber ich würde sagen, das meiste haben wir abgearbeitet. Es ging mir hauptsächlich um diese Alterszahlen bei dir, die ich für falsch hielt. Wir waren gar nicht dazu gekommen, wie da tatsächlich die Altersverteilung ist. Ja, ich meine, nochmal, ja, richtig. Ja, hast du denn dazu Zahlen, zu der tatsächlichen Altersverteilung? Ja, habe ich. Na dann, zeig also das mal. Zu den Deutschen, also ich Moment, ich habe hier, ist auch eine Studie, die ist tatsächlich hinter einer Paywall und ich habe die mir gekauft, in der Tat, weil ich sie so interessant fand. Und Moment, die heißt Gewaltkriminalität von Geflüchteten, Befunde aus Deutschland. Du bist Mitte rechts und FDP-Wähler, ja? Richtig. Alles klar. Und weshalb? Nö, ich wollte das nur nochmal mich vergewissern. Du hast meiner Meinung nach komische Interessen für einen Mitte rechts FDP-Wähler, aber ist okay. Ja. Dann zeig mal her, was du hast. Okay, und zwar. Die schreiben hier in dieser Studie, ich darf ja zitieren hoffentlich. Auch kannst du mir die schicken? Ist. Ja, gerne. In der Studie heißt es ein bisschen weiter unten, ich glaube auf Seite... Das ist schon wieder der Bayer, Mensch. Den hast du aber gefressen, ne? Ja. Okay. Ich finde, der ist ein sehr guter Sozialwissenschaftler. Ich komme selber aus diesem Metier, Sozialwissenschaften. Ja, das habe ich mir gedacht, als ich gelesen habe, Mitte rechts, FDP-Wähler, dass du so aus dieser Ecke kommst. Weshalb? Das sind doch eher so diese Soziologie-Sophies, die... Nee, richtig, ich habe sie aber nicht abgekauft. Also das ist ja der Punkt, habe ich anfangs erwähnt. Dass ich davon ausgegangen bin, dass du diesen Satz da reingeschrieben hast, weil du denkst, dass das ist, was ich hören möchte, um dann ein Gespräch mit dir zu führen. Darum hat mich das ja so stutzig gemacht, dass das da drin steht. Also ich glaube dir umso weniger jetzt, dass du dich Mitte rechts einordnest und ein FDP-Wähler bist. Aber ist egal, erzähl uns von der Studie. Ich habe hier das Deckblatt eingeblendet. Gewaltkriminalität von Geflüchteten, Befunde aus Deutschland. Jetzt erklär uns doch mal, wie das in Wirklichkeit ist. Wie das in Wirklichkeit ist, ich muss danach noch was dazu sagen, warum ich das geschrieben habe und alles und was mein Hintergrund ist. Ich kann dir auch keine Beweise schicken, dass ich sogar Mitglied bei der FDP bin, wenn du das möchtest. Nein, das ist irrelevant. Das ist okay. Okay. Wenn du mir erzählst, dass du die ganze Welt hier aufnehmen willst und versorgen möchtest bis an die Lebensende, weil du ein empathischer Mensch bist, dann ist das alles, was ich wissen muss. Dann kannst du bei der FDP sein oder bei AfD. Das ist mir das auch völlig gesagt. Egal. Das ist... Es ist aber die Konsequenz von dem, was du gesagt hast. Aber egal, lass uns hier bei der Gewaltkriminalität von Geflüchteten weitermachen und wie Dirk Bayer diesmal die Zahlen schön rechnet. Okay, und zwar schreibt der unten ein bisschen weiter unten auf Seite 114, in jedem Land der Welt sind die männlichen 14- bis unter 30-Jährigen, das ist diese Gruppe, ich habe dir ja vorhin auch die Statistik aus der PKS geschickt, ne? Ja. Das sind diejenigen, die... Die nochmal? Welche Altersgruppe, sorry? 14- bis 30-Jährige. Aha. Das sind die, die extrem kriminell auffällig sind. Ein Grund mehr, die Leute nicht in diesen Massen hier aufzunehmen, weil wir gesellschaftlich gar nicht darauf vorbereitet sind. Allein schon, weil wir ja nicht mal eben einen Anstieg um, keine Ahnung, Mann, 10% oder was von dieser Demografie in Kauf nehmen können, weil zum Beispiel unsere Sicherheitsbehörden darauf gar nicht ausgerichtet sind. Also ein weiterer Grund, nicht Zuwanderung, sondern Migration, ich nutze jetzt mal das korrekte Wort für das, was hier seit Jahren abgeht, in der derzeitigen Form abzulehnen. Aber bitte, also... Problemgruppe 14- bis 30-Jährige. Ja, und die sind auf ganzer Welt überrepräsentiert, das ist völlig klar. Gut, ich gehe gleich nochmal darauf ein. Und zwar, das Besondere an den registrierten Geflüchteten ist, sagen wir auch Migranten, wenn dir das lieber ist, dass diese Gruppe der männlichen 14- bis unter 30-Jährigen im Jahr 2016 einen Anteil von 26,9% aller Geflüchteten stellt. Also ungefähr ein bisschen mehr als ein Viertel. Im Vergleich zu den Deutschen ist der Anteil damit um das Dreifache höher. Steht hier so in der Studie, Seite 114. Mhm.
Ein Befund verdient dabei besondere Aufmerksamkeit. Der Anteil männlicher 14- bis 30-Jähriger liegt bei den Geflüchteten aus Nordafrika mit 49,4%, das ist sogar die Hälfte, am höchsten. Und das finde ich ist auch eben dieser interessante Punkt, weil ihr da auch nicht genug differenziert. Ihr habt irgendwie so ein Problem mit den Afghanen. Wenn du dir aber die PKS anschaust, in der PKS sind Afghanen, und ich verwende die PKS gar nicht so gerne, weil, wie gesagt, ich halte die Informationen darin nicht so für akkurat, aber verwenden wir das einfach mal, weil die PKS nur das Hellfeld beleuchtet. Und wir zum Beispiel nicht wissen, wie viele Migranten tatsächlich sich tagtäglich in diesem Land aufhalten. Wir können daraus keine Raten ableiten oder sowas. Das hat aber mit dem Hellfeld nichts zu tun. Also das Hellfeld hat ja nichts damit zu tun, wie viele einer entsprechenden Gruppe sich in diesem Land hier aufhalten, sondern wie von wie vielen Straftaten wissen wir. Beziehungsweise das Hellfeld in dem Fall PKS, von wie vielen Tatverdächtigen wissen wir. Ja, das Hellfeld wird ja aber auch erstens durch Anzeigen beeinflusst. Ich meine, das findest du, ist sicherlich absurd. Ich finde das gar nicht absurd. Welche Anzeigen? Das Anzeigeverhalten. Das Hellfeld wird vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung beeinflusst. Du berufst dich jetzt auf Pfeiffer. Ja. Gut. Wie ist denn das bei Leichen, die keine Anzeige stellen? Ist ja kein Antragsdelikt, ne? Ist ein Offizialdelikt. Da wird automatisch ermittelt. Wie ist denn da die Verteilung Deutsche, Nicht-Deutsche gemäß PKS? Ich glaube, im Jahr 2018 oder 2019 war fast die Hälfte bei den verdächtigten Mördern Ausländer. Okay, und wir wissen aber, dass es da gar nicht möglich ist, dass der Max den Mehmet anzeigt, den Moritz aber nicht. Weil Leichen keine Anzeige erstatten, richtig? Okay, alles klar. Richtig. Das tut aber nichts zur Sache, weil wir dann wieder bei dem Problem sind, dass wir nicht wissen, wie viele Ausländer sich in Deutschland aufhalten. Und außerdem, du tust es so leicht so irgendwie so abweisen, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Polizei erstmal anfängt zu ermitteln bei einem Mord, ne? Mhm. Und was tatsächlich interessant ist, ich habe mal in die PKS geguckt, die tun auch bei den Tatverdächtigen aufschlüsseln nach und auch bei den Straftaten selber beim Mord, da gibt es ja versuchte und vollendete Tötungsdelikte. Ja, jetzt erzählst du mir, wie damals der Otter, glaube ich, dass Flüchtlinge äußerst erfolglos sind beim Töten, dass das meistens versuchte Tötungen sind, ne? Und verkaufst mir das als Erfolg. Ja, prima. Da möchte ich dir einen Applaus spendieren. Großartig. Sie versuchen es zwar andauernd, aber sie scheitern dabei regelmäßig. Das ist doch eine positive Message. Nee, ich finde das toll, das macht die Sache so viel besser, dass sie es nur versuchen, aber dabei scheitern. Denkst du, dass die Polizei immer genau objektiv einordnen kann, was jetzt ein Tötungsversuch war und was nicht? Nee. Und was ein Mord war und was ein Totschlag war und sowas? Nein, mit Sicherheit nicht. Das wird ja in der Regel vor Gericht geklärt, oder nicht? Das wird vor Gericht erklärt, also, ja. Kann die Polizei das überhaupt nicht einordnen? Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das bei irgendeinem komischen Journalisten gelesen, der meinte, also der hat so eine Studie gepostet, wo zum Beispiel gezeigt wird, dass Einbruch, also wo dann Personen ausgeraubt werden, also jemand bricht in deine Wohnung ein und raubt dich dann in dieser Wohnung aus, dass solche Fälle tatsächlich oft als versuchter Totschlag gewertet werden, weil zum Beispiel die Person mit einer Waffe bedroht wird oder vielleicht auch mal angegriffen wird oder so. Wo aber keine ernsthaften Verletzungen oder sonst irgendwas. Wenn ich jemanden mit einer Waffe bedrohe, dann ist das unter keinen Umständen versuchter Totschlag. Aber egal. Mhm. Was heißt das jetzt? Ja. Das heißt, dass eben, es kann natürlich sein, dass die Polizei objektiv das so bewertet, dass einfach die Ausländer oder die Flüchtlinge in dem Fall, die sind nämlich nur 5%, statt 14% sind es nur 5% bei vollendeten Tötungen. Also ebenfalls um den Faktor 3 oder so überrepräsentiert. Ja, aber schon mal wesentlich weniger als den Faktor 15 oder so, den du gern immer... Ja, natürlich beschränke ich mich auf die beste Zahl. Beziehungsweise ich beschränke mich auf diese Zahl ja nicht beschränken, sondern ich erwähne diese Zahl immer wieder, weil ich halt die Straftat an sich so dermaßen abartig finde und durch absolut nichts zu erklären. Ich kann dir 1000 Gründe herbeifantasieren, wieso irgendjemand umbringt. Ja, Eifersucht, im Affekt, schiefgelaufener Raubüberfall, da kann ich dir 1000 Sachen dabei fantasieren. Eine Gruppenvergewaltigung, die kann ich dir mit nichts herbei fantasieren. Ich habe keinen Erklärungsansatz dafür, wieso ein Mensch eine derartige Tat begehen kann.
Ja, weil ich diesen Straftatbestand so dermaßen abartig finde, ich meine moralisch zu begründen, dass die Leute das tun, ja, weil sie sexuelle Gelüste haben, das ist mir schon völlig klar. Und dass es einen Grund gibt, warum die das öfter tun. Aber da ist halt nicht irgendwas schiefgelaufen. Da ist halt nicht, du kommst nach Hause und erwischst deine Frau mit dem Nachbarn im Bett oder so und ballerst dann um dich. Ja, das ist ja was völlig anderes, eine überfallartige Gruppenvergewaltigung. Diese Leute, wir haben ja Fälle, und zwar mittlerweile mehrere, ja, wo dann 5, 6, 7, 8 Typen über ein Mädel hergefallen sind und dann auch ihre Handys zücken und die Kumpels anrufen, die dann vorbeikommen und auch noch rüberrutschen. Ja, darum erwähne ich immer wieder diesen Straftatbestand, weil er dermaßen abartig ist, dass ich ihn mir nicht erklären kann. Okay, aber du musst doch sicher irgendwie eine Theorie haben, warum das bei den Menschen so häufig vorkommt, oder? Die muss ich überhaupt nicht haben, nee. Also wahrscheinlich spielt da eine große Rolle, dass Frauen in diesen Gesellschaften absolut keinen Wert haben. Und wenn sie abends im Park rumhängen mit dir und dann auch noch Alkohol trinken, na gewissermaßen so ein bisschen wollen sie es ja. Ja, Schrägstrich, naja, so richtig viel mitbekommen hat sie ja auch nicht mehr. Ich nehme an, es wird in so eine Richtung gehen. Aber das ist mir egal, das geht mir am Arsch vorbei. Ja, okay. Ja, das ist ja völlig in Ordnung, wenn es dir am Arsch vorbeigeht. Das wird ja auch nicht herangezogen, um das zu rechtfertigen, warum wir das machen, sondern es wird herangezogen, um es zu erklären. Weil du dann weißt, was das verursacht. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Und Werkzeuge, die dir es erlauben, darauf zu reagieren. Und du sagst eben, ja, okay, das ist liegt daran, dass die Frau keinen Wert hat, und da würde ich dir vielleicht sogar teilweise recht geben. Aber was du einfach dramatisch unterschätzt, ist hier zum Beispiel dieser Altersunterschied. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Ja, und du lässt in deine Berechnung, genauso wie Herrn Bayer, nicht einfließen, was es heißt, einen Migrationshintergrund zu haben, aber trotzdem einen deutschen Pass. Das ist ein Faktor, der wahrscheinlich das, was ihr da runterrechnet, aufs Achtfache wieder raufrechnet, wenn ich das sauber berechnen könnte. Aha, okay. Aber Person mit Migrationshintergrund und allgemein Migranten in diesem Land, das ist immer wieder dabei, dass wir keine tatverdächtigen Belastungszahlen rechnen können. Und noch was. Es geht hier auch nicht um Migranten. Es sind nicht die Indonesier, ein muslimisches Land, die hier negativ auffallen. Es sind nicht die Japaner, es sind nicht die Schweden, es sind nicht die Franzosen, es sind nicht die Holländer, es sind nicht die Österreicher. Es sind nicht die Polen und es sind in auffällig großen Zahlen auch nicht die Rumänen. Es sind Leute aus Nahost. Und nochmal, wenn ich Leute aus Nahost gegenüber Biodeutschen mir mal genau angucken würde, da würden Zahlen rauskommen. Da fallen dir die Augen aus dem Kopf, lieber Hepper. Ja, das glaube ich halt eben nicht. Ich habe dir vorhin die Studien gezeigt, die zeigen ja, zumindest richtig, bei Jugendlichen. Richtig. Ja, bei Jugendlichen und dann aber auch nur Gewaltkriminalität und dann aber aus einer Region, wo mittlerweile der Mehrheit der Bevölkerung türkisch ist und so weiter. Ich hätte ganz gerne eine Gesamtbetrachtung. Und wenn ich mich dieser Gesamtbetrachtung nähere, ohne den Faktor, ja, ohne das Alter zu berücksichtigen, aber vor allem ohne den Faktor Migrationshintergrund zu berücksichtigen, sag mal, hältst du das für Zufall, dass es immer und immer wieder passiert? Letzter Fall, an den ich mich konkret erinnern kann, Gruppenvergewaltigung auf Mallorca, 3 Deutsche oder 4 Deutsche oder so ähnlich, ja, vergewaltigen Holländerinnen, dass dann Bild die Namen durchsticht und dann kommt raus, dass diese Deutschen Ali, Ahmad und Schachwa heißen? Ist das jedes Mal ein Zufall? Nein, das ist kein okay. Zufall. Gut, dann ist erneut meine Frage, Hepper, was willst du eigentlich von mir? Komm, lass uns nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Wir sind jetzt hier bei Gewaltkriminalität von Geflüchteten, Befund aus Deutschland. Jetzt präsentiere bitte einfach mal Zahlen. Befund aus Deutschland, ja. Vor uns hatte ich es schon vorgelesen. Dreifach, der Altersanteil ist dreifach höher. Bei, also von den 14- bis 30-Jährigen. Also das bezieht sich hier nur auf die Jugendlichen. Auf die Heranwachsenden, das sind 18 bis 21, das ist die allerkriminellste Gruppe von allen. Und da zähle ich selber tatsächlich rein. Was ich auch nicht als Angriff auf mich selber werte, ja, also. Nein, also, und natürlich die bis 30-Jährigen, 25 bis 30-Jährigen, das sind dann die jungen Erwachsenen. Und das ist die kriminellste Gruppe und die ist bei den Migranten, hier geht es explizit um türkische Migranten und um nordafrikanische und arabische Migranten. Und die sind dreimal häufiger. Also dreifach überrepräsentiert.
Was Gewaltkriminalität betrifft? Die sind, nein, also die sind, diese Altersgruppe welche ist Straftat einfach überrepräsentiert im Vergleich bei jeder Straftat, zu Deutsch. Ja? Bitte? Bei, in jeder Straftat, weil die Überschrift ist halt Gewaltkriminalität von Geflüchteten. Ja. Reden wir jetzt von Gewaltkriminalität oder reden wir hier von allen Straftaten? Wir reden von Gewaltkriminalität. Alles klar, du sagst jetzt, sie sind dreimal überrepräsentiert. Verglichen mit wem? Mit Deutschen, die sich auch privat als Deutsche bezeichnen oder mit Personen, die einen deutschen Pass haben? Es geht, es geht nicht um die Gewaltkriminalität, dreifach überrepräsentiert. Sie sind, bei Gewaltkriminalität sind sie doppelt, ungefähr doppelt so häufig kriminell. Alles klar. Wie Deutsche und dreifach überrepräsentiert. Was heißt Deutsche? Heißt Deutsche hat einen deutschen Pass oder ist ein Deutscher? In dieser Studie wird es tatsächlich kontrolliert. Hier wird auch Migrationshintergrund rausgerechnet. Also alle. Ich frage mich, wie er das macht. Ich frage mich ohne Scheiß, wie er das macht. In dieser Studie ist das ist wieder nur, das ist mit den Jugendlichen. Okay, kannst du mir kurz die Seite nennen, wo ich das finde? Ich würde dann am Anschluss einfach hinscrollen. Die Seite ist die Seite 111. Da siehst du die Gewaltraten und auch, dass er nach Migrationshintergrund und alles aufgeschlüsselt hat. Achso, ich habe hier nur 10 Seiten von dir bekommen. Moment. Ich mache mal kurz eine Notiz. Nee, ich kann runterscrollen bis Seite 10, ja. Ich kann runterscrollen bis Seite 118, aber mein Dokument geht los mit Seite 110. Achso, ich verstehe. Du hast mir nur 6 Seiten geschickt. Nein, ich meine hier oben, das diese Journalseite. Ja, alles gut. Welche Seite nochmal? Sorry? 111. 111, alles klar. So, dann bin ich jetzt auf Seite 111. Richtig. Also Tabelle 1 macht zugleich darauf aufmerksam, dass sich die Prävalenzraten zwischen den verschiedenen Gruppen Jugendlicher mit Migrationshintergrund deutlich unterscheiden. Mit Blick auf Gewaltkriminalität gilt, dass Jugendliche ohne Migrationshintergrund nicht am geringsten belastet sind. Jugendliche mit asiatischem Migrationshintergrund weisen die geringste Prävalenzrate auf. Die höchsten Raten sind demgegenüber für Jugendliche mit jugoslawischem, arabischen, nordafrikanischem und türkischen Migrationshintergrund zu beobachten. Die Eltern dieser Jugendlichen mit erhöhter Gewaltbelastung werden dabei in der Regel schon vor längerer Zeit nach Deutschland gekommen sein. Es handelt sich also durchweg um Migranten mindestens der zweiten Generation. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Was sagen jetzt diese Zahlen aus? Also deutsche Herkunft, und daneben steht dann eine 5,9. Was heißt das? Das ist die Prävalenzrate. Das heißt, 5,9% aller deutschen Studienteilnehmer hier in diesem Setting waren schon mal gewalttätig. Okay. Und dann 12,6% aller türkischen Studienteilnehmer waren schon mal gewalttätig. Ja. Also konkret mit türkischem Migrationshintergrund, die können auch den deutschen Pass haben. Ich verstehe. Wo erfahre ich hier, was deutsche Herkunft heißt? Und vor allem, wie ist dann diese Daten rangekommen? Weil aus der PKS kann er sie ja nicht haben. Das waren Befragungen oder was? Ich glaube, da musst du noch mal ein bisschen weiter hochscrollen. Ich glaube, das ist halt eben diese niedersächsische Jugendstudie. Also das bezieht sich auf Jugendliche. Die werden halt, die müssen da so ein Survey beantworten. Okay, also eine Umfrage, wie er es schon mal gemacht hat mit Viert- und Neuntklässlern und daraus auf die ganze Gesellschaft abgeleitet hat, richtig? Ja. Ja gut, ich, Hepper, sei mir nicht böse, ich kann das jetzt nicht mal eben so prüfen, inwiefern ich das Ganze für sinnvoll achte oder nicht. Der Mann ist mir jetzt schon extrem negativ aufgefallen, von daher kann ich das jetzt so hinnehmen, wie du das sagst. Ich würde die Zahlen vorsichtig anzweifeln, ich halte die nicht für realistisch. Wie gesagt, mein Leben als Jugendlicher hat mir ein völlig anderes Bild gezeichnet als dieses hier, ein völlig anderes. Okay, ist aber anekdotisch. Richtig, aber bei meinem Freundeskreis ist das ja auch so. Ja, und irgendwann, ich weiß, das ist mittlerweile ein Meme, der Spruch, aber irgendwann wird die Anekdote ja zu einem Sachverhalt, den ich betrachten kann und daraus auf etwas Größeres schließen kann. Na, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was das überhaupt ist, also er hat das natürlich nicht aus der PKS, das ist auf Seite 110, also beziehungsweise ein Dokument auf Seite 2. Die repräsentative Befragung bezieht sich auf das Bundesland Niedersachsen und hier auf Jugendliche der 9. Jahrgangsstufe. Also der guckt sich nicht Viertklässler an, sondern nur Neuntklässler, die also schon so 15, 16 Jahre alt sind. Und guckt sich an, wie kriminell die sind. Und die sind ja mitunter in dieser kriminellsten Gruppe. Also ab 14 geht es los. Ja, ich verstehe schon. Es geht doch schon los. Sag mal, Mann, Hepper, Alter, echt,
Mir wird das irgendwann zu bunt, Alter. Es geht doch schon los dabei, dass es halt Befragungen sind. Was sind Befragungen wert, wenn der Anteil der Nichtdeutschen in Hamburger Gefängnissen bei 61% liegt? In Berliner Gefängnissen bei 51%. Was ist da jetzt eine Befragung wert von Neuntklässlern? Und daraus leite ich ab, wie das so ist mit Gewaltkriminalität und so weiter. Ich halte fest, Hepper. Du hast mir jetzt eine Studie präsentiert von dem Herrn Bayer, der mir schon übertrieben negativ aufgefallen ist. Und laut dieser Studie geben bei einer Befragung Deutsche, anscheinend ohne Migrationshintergrund, etwa halb so häufig an, schon mal gewalttätig gewesen zu sein, wie türkische Jugendliche das tun. Mhm. Wir wissen nicht, was ist mit Gewalt definiert. Heißt das, ich habe schon mal meinen kleinen Bruder geschlagen? Heißt das, ich habe schon mal jemandem die Fresse poliert, weil ich sein Handy haben wollte? Was heißt das? Wir haben keine Ahnung. Die Frage lautet ungefähr, warst du mal gewalttätig, richtig? Das ist so ungefähr die Frage? Das weiß ich gar nicht genau, was genau die Frage war. Okay, also du weißt nicht mal, was die Frage ist, aber selbst wenn wir das jetzt wüssten, dann hätten wir jetzt also eine Fragestellung und wir wissen jetzt, dass 5,9% der befragten Deutschen ohne Migrationshintergrund geantwortet haben, ja. Und das veranlasst dich, mir eine E-Mail zu schreiben und mir zu erzählen, die Ohren nicht habe und was ihr da für blöde Zeug quatscht und so ist alles falsch und so weiter. Wohingegen nochmal 61% der Gefängnisinsassen in Hamburg sind keine Deutschen. Und die Deutschen mit Migrationshintergrund, diejenigen, Hepper, die sich niemals als Deutsche bezeichnen würden in diesen Hamburger Gefängnissen, die sind dort nicht rausgerechnet. Die landen auf dem Konto der Deutschen. Für Berlin gilt die Zahl 51%. Das ist keine Befragung, Hepper, du kannst mir folgen. Im Gefängnis landest du nicht, weil du eine Frage falsch beantwortet hast. Da landest du, weil du tatsächlich gewalttätig warst. Tatsächlich ein Vergewaltiger. Tatsächlich jemand umgebracht hast, richtig? Ja. Was willst du jetzt von mir? Ich würde das nicht so sehen wie du, dass irgendwie jetzt diese Befragung so sinnlos ist, weil es ist eigentlich der gute Standard, dass solche Befragungen gemacht werden, nicht nur mit Jugendlichen natürlich, sondern mit der ganzen Bevölkerung. Das nennt sich Viktimisierungssurvey und der ist tatsächlich genauer als solche Sachen von... Hepper, der Anteil der Nichtdeutschen in Hamburger Gefängnissen liegt bei 61%. Ja. Was willst du jetzt von mir mit dieser Befragung? Ich kann dir nicht folgen. Wir haben schwarz auf weiß die härtesten Zahlen, die es überhaupt nur gibt, Gefängnisinsassen. Das sind Leute, die waren tatverdächtig und sind dann vor Gericht schuldig gesprochen worden. Ja. Kein Hellfeld, kein Dunkelfeld. Das sind Leute, die sind schuldig gesprochen worden. Das ist aber das, und der Anteil der Nichtdeutschen in Hamburg liegt bei 51%. Sorry, du hast recht, Hellfeld. Der Anteil der Nichtdeutschen in Hamburg in den Gefängnissen liegt bei 61%. Der Anteil der Hamburger Bevölkerung liegt nicht, der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Hamburg liegt nicht bei 61%. Und du hast jetzt als Gegenargument irgendwas von Herrn Bayer, der gefragt hat, Neuntklässler, warst du schon mal gewalttätig? Ja. Gut, wertlos. Was hast du noch? Das ist nicht wertlos, es tut mir leid, aber... Alles da, dann messe dem einen Wert bei. Ich halte davon gar nichts. Wenn ich erfahre, dass in Hamburger Gefängnissen 61% der Insassen keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, dann geht es wie am Arsch vorbei, dass Herr Bayer Neuntklässler gefragt hat und die Deutschen haben gesagt, ja, zu 5,9% war ich schon mal gewalttätig und die Türkischen haben gesagt, zu 12,6%. Geht mir am Arsch vorbei. Übrigens, mich wundert hier übrigens auch, dass die Asiaten dermaßen hoch angesiedelt sind. Ich nehme an, realistische Zahlen wären eher so, ich meine, du könntest ja mal nachschlagen, vielleicht findest du dazu Zahlen, wie hoch ist der Anteil von Asiaten in Hamburger Gefängnissen? Du wirst da auf einen Bruchteil eines Prozents kommen und nicht auf hier gemäß Gewalt, ja, auf einen Anteil von 4,9%, wenn Deutsche schon 5,9 haben. Also Asiaten würde ich erwarten, die müssten eher so bei 1 angesiedelt sein oder so. Ja, die fallen nämlich durch alles Mögliche auf, gute Schulleistung zum Beispiel, aber nicht durch Gewaltkriminalität oder sonst irgendeine Kriminalität in großen Zahlen. Mhm.
Das, aber du siehst doch schon, dass das ja schon so ein bisschen die Realität widerspiegelt, oder? Also in Peppa, sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Das wieder, ja. Das spiegelt nichts wieder. Das spiegelt nicht die Realität auf Berlins Straßen wieder. Das spiegelt nicht die Gefängnisinsassen wieder. Das spiegelt gar nichts wieder. Nochmal, ich hab's doch gerade zusammengefasst. Was du mir hier zeigst, ist eine Studie, in der Herr Bayer, der mir schon negativ aufgefallen ist, ich habe das bereits begründet, ein paar Neuntklässler gefragt hat, warst du schon mal gewalttätig? Und 5,9% der deutschen Neuntklässler, die er befragt hat, sagen ja. 12,6% der türkischen Neuntklässler sagen ja. Und jetzt leitest du daraus ab, ja, in Wirklichkeit ist das mit der Kriminalstatistik alles gar nicht so. Weil da gibt es ja auch ein Dunkelfeld und so. Heppa, bitte, nicht gut genug. Tut mir leid. Tut mir leid, nicht gut genug. Relativiere die 61% Gefängnisinsassen in Hamburg. Los geht's. Okay, los geht's. Wie hoch ist der Ausländeranteil in Hamburg? Keine Ahnung. Wenn ich schätzen müsste, 25%. Wahrscheinlich, nee. Ja doch, lass es mal 25% sein. 25% und das ist der ausländische Anteil der Wohnbevölkerung, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich google mal kurz. Der registrierten Wohnbevölkerung. Ja, ja, genau. Das sind ja Leute von außerhalb, ne? Das sind die Leute, die aus Bremen nach Hamburg fahren, um da Leute auf die Fresse zu hauen. Oder kommen die aus Dänemark oder was? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es nicht ganz unerheblich. So, 325.000 laut Statista gibt es, wo sind denn die Zahlen? 323.000 Nicht-Deutsche. So, das ist jetzt wirklich, ich habe danach auch keinen Bock mehr. Also dann bitte danach Thema wechseln oder wir müssen dann irgendwie zum Ende kommen. Einwohner Hamburg, du lebst in einer fucking Fantasiewelt, Hepper. In einer gottverdammten Fantasiewelt lebst du. Wenn du denkst, dass eine Befragung unter Neuntklässlern von Herrn Bayer in irgendeiner Form relativiert, wie das ist mit der PKS oder mit den Insassen Hamburger Gefängnissen. So, Hamburg hat 1,841 Millionen Einwohner. Ich sage dir jetzt gleich, wie hoch der Anteil der Ausländer in Hamburg ist. Ja, ich warte. %. Das heißt, bei einer äußerst unsauber durchgeführten Berechnung sind sie in Hamburger Gefängnissen um den Faktor 3,2 oder sowas überrepräsentiert. So, jetzt weiß ich, die sind alle ein bisschen jünger als die deutsche Bevölkerung. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Alles klar. Das war mir als Kritik nicht gut genug. Also, dass jetzt irgendwas umstellen müsste bei der Honigwabe, wenn ich dort eindeutige Trends aufzeige und damit immer richtig liege, immer zu 100% richtig liege mit dem Trend, den ich aufzeige, dann war das für mich eine Nullnummer. Mhm. Na, also ich weiß nicht, wieso du Dunkelfeldforschung. Ich verstehe nicht, warum ist dir das so wichtig, diese Zahlen zu relativieren? Erklär mir das doch mal. Relativieren tue ich damit gar nichts. Ich will einfach nur richtig stellen, dass eure Zahlen zu hoch sind. Die sind einfach objektiv zu hoch. Der Trend, den wir aufzeigen, der ist 100%ig akkurat. Okay. Nichtdeutsche sind in der Kriminalstatistik brutal überrepräsentiert. Insbesondere, wenn ich berücksichtige, dass es hier Personen gibt, die einen deutschen Pass haben, sich aber privat niemals als Deutsche bezeichnen würden. Okay. Ja, aber das, ich habe jetzt schon die Probleme mit der Kriminalstatistik erläutert. Die Kriminalstatistik beleuchtet nur das Hellfeld. Es gibt eine Dunkelziffer. Die Kriminalstatistik berücksichtigt... Warum erwähnst du das andauernd? Warum ist das relevant? Dass das Handicap gilt für alle Seiten gleich. Also wenn es nicht sogar noch so ist, dass es schwieriger ist, einen tatverdächtigen Nichtdeutschen zu ermitteln als einen Deutschen, der hier irgendwo seinen festen Wohnsitz hat. Nur mal so als Beispiel. Ja. Warum ist dir dieses Dunkelfeld so wichtig? Das klingt wie so eine Vokabel, die du immer da raushauen willst, um irgendwie das Wasser zu trüben, damit keiner mehr durchblicken kann am Ende. Warum ist dir dieses Dunkelfeld so wichtig? Das Dunkelfeld ist deswegen wichtig, weil wir wissen, dass das Anzeigeverhalten unter Ausländern und Deutschen differiert. Das wissen wir nicht. Das wissen wir schon. Das wissen wir nicht. Das hat Pfeiffer behauptet, nachdem er 4- und 9-Klässler befragt hat und daraus hat er auf die Gesamtbevölkerung abgeleitet. Mein Gegenbeispiel, Leichen erstatten keine Anzeige. Sind Ausländer trotzdem überrepräsentiert? Ja, sogar noch deutlicher als bei anderen Straftatbeständen. Also nein, das Anzeigeverhalten spielt keine Rolle. Was hast du noch?
Ja, wie gesagt, bei dem Anzeigeverhalten ist nicht berücksichtigt, dass die Polizei scheinbar eher auf Mord hin ermittelt oder auf ein Tötungsdelikt, auch wenn das Opfer nicht tot ist. Müsste man dann wieder damit erneut, warum ist das relevant? Das gilt doch für alle Seiten. Oder macht die Polizei da einen Unterschied, je nachdem, wer die Person erschlagen hat? Die Frage verstehe ich. Also, Herbert, die Antwort ist nein. Mach es dir nicht so schwer. Die Antwort ist nein. Es spielt keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Na, dann erklär mal bitte. Vielleicht machen wir das einfach als abschließenden Punkt. Nochmal. Vielleicht erklärst du mir, weshalb... Leiche in der Wohnung. Person kommt nach Hause. Schatz, oh Gott, Schatz, du lebst nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Ich rufe mal die Polizei. Mhm. Polizei kommt. Hier, mein Schatz wurde erschlagen. Mhm. Inwiefern spielt es jetzt eine Rolle, bevor die Polizei überhaupt einen Tatverdächtigen ermittelt hat, geschweige denn einen Täter hat, ob die Polizei das Ganze als Mord oder als Totschlag einkategorisiert? Ja, Kaspar, aber es geht nicht um Mord oder Totschlag. Es geht darum, dass... du hast doch gerade schon wieder mit Mord und Totschlag angefangen, oder nicht? Ja, aber es geht darum... Warum hast du das gemacht? Es geht darum, du redest von Leichen. Das ist ja verendeter Mord. Und mir geht es ja genau darum, dass Flüchtlinge... Es geht darum, dass Flüchtlinge bei verendeten Tötungsdelikten etwas um die 5% der Täter stellen. Mhm, die stellen nur 1% der Bevölkerung. Ja, mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen mehr, etwas über 2%. Na, das würde ich anzweifeln, dass es über 2% sind. Ja, aber dann hätten wir halt vielleicht, keine Ahnung, dann sind sie vielleicht doppelt so häufig kriminell und das spiegelt genau das wider, was ich hier aus dieser, genau doppelt so häufig begehen sie tatsächlich ein Tötungsdelikt, sind für eine Leiche im Keller verantwortlich, sozusagen. Und jetzt möchte ich aber von dir wissen, warum ist das so, dass Flüchtlinge zwar ungefähr 14% der Täter, der Tatverdächtigen stellen in der PKS bei Mord und Totschlag, aber dann nur 5% der Täter bei Verendeten. Also warum gibt es da diese massive Differenz? Wenn Mord und Totschlag zusammengemengt wird, was ja erstmal korrekt ist, ja, es sind dann halt Tötungsdelikte, richtig? Ja. Denn ich frage mich erneut, was das da für einen Unterschied macht. Aber möglicherweise, weil sie seltener tatsächlich ihr Gegenüber töten wollen. Okay. Oder weil bei denen halt weniger, ich meine, das kann alleine schon auf einen Frauenmangel zurückzuführen sein, dass dort weniger Beziehungstaten geschehen, wo du halt tatsächlich jemanden umbringen möchtest. Das sind dann eher Messerstechereien oder so, wie die Verteilung bei Straftaten im Zusammenhang mit einem Messer sind, habe ich ja vorhin schon geklärt. Da sind Nichtdeutsche brutal überrepräsentiert. Mhm. Ja, und eigentlich will ich den gar nicht töten. Ich will halt ein bisschen Stich machen. Ich meine, der Typ, der da in Hamburg aktiv war, der sich zu Hause das IS-Propagandamaterial reingezogen hat und dann in der Bahn stand, Stich, ich brauche Hilfe, Stich, bitte helf mir, Stich. Der hat ja auch, der ist ja so blöde, dass er es nicht mehr geschafft hat, eine einzige Person zu töten. Mhm. Ja, das erinnert mich an damals... Mein wunderschöner Aufenthalt im Stade de France, wo sich jemand vor der Tür in die Luft gesprengt hat, der nicht einen einzigen mit in den Tod gerissen hat. Hm. Ja, so eine Vollspasten gibt es ja. Die soll es ja geben, glücklicherweise. Also ich kann das auch nicht erklären. Okay. Aber inwiefern ist das denn jetzt relevant? Vielleicht sind sie überrepräsentiert bei Tötungsdelikten, ja oder nein? Die sind leicht überrepräsentiert. Na, nicht leicht, sagen wir um Faktor 2. Den Faktor 2, wenn du jetzt da einfach nur ihren Anteil bei den Tötungsdelikten durch den Anteil der Bevölkerung teils, richtig? Wenn ich die tatverdächtigen Belastungszahl ausrechne. So mache ich das immer. Auf 100.000 und das kann man bei den Zuwanderern, wenn man da die Unerlaubten rausrechnet, sehr gut machen. Und wenn du da nur die verendeten Tötungsdelikte anguckst, wirst du vielleicht bei den Deutschen, ich habe es tatsächlich sogar ausgerechnet, bei Deutschen ist die tatverdächtigen Belastungszahl bei Mord insgesamt, gut, das ist jetzt nicht das zieht auch die nicht verendeten Straftaten ungefähr 2,5 auf 100.000. Und zum Beispiel bei anerkannten Flüchtlingen, ne, wo natürlich aber auch deine junge Altersgruppe mit reinfällt, ist es 3,1. Also kaum höher. Das ist kaum signifikant. Ja, ich kann dir nicht folgen. Also du sagst jetzt hier halt Zahlen, ich kann die unmöglich verarbeiten in der Zeit. Hast du daran gedacht, dass du, also ich schicke dir mal einfach diesen Text, hast du daran gedacht, dass du nicht einfach nur Anteil, was auch immer du da jetzt betrachtest, durch Anteil der Bevölkerung teilen kannst, sondern berücksichtigen musst, dass du erstmal untereinander den Anteil berechnen musst und dann mit dem Rest der Bevölkerung abgleichen? Aber wie meinst du das untereinander? Ich habe dir gerade den Text geschickt dazu.
weil die Frage jetzt zweimal aufkam, ich lese das kurz für alle, die einfach nur zuhören, wie ich zu der 15-fachen Überrepräsentation am Ende komme. Erstens, PKS 2017, 82 Tatverdächtige, insgesamt davon 55 nicht deutsch, also 27 deutsch. 71,7 Millionen Deutsche zu sehen bei Minute 1924 geteilt durch 27 Tatverdächtige, gleich jeder, und das ist der entscheidende Punkt, jeder 2 Millionste, 655.555. Deutsche war Tatverdächtiger. Und dieselbe Berechnung dann erstmal für Nichtdeutsche. Da kommt man übrigens auf jeder 180.000. Und diese beiden Zahlen, die muss ich dann durcheinander teilen, um eine saubere Überrepräsentation auszurechnen. Mhm. Ich will das mal kurz klar machen. Ich kann nicht sagen, Deutsche begehen 60% der Morddelikte, Deutsche haben einen Anteil der Bevölkerung von 80%, also teile ich jetzt 80 durch 60 oder sowas. Nee, das mache ich auch nicht. Okay. Darum ging es nicht. Nee, ich rechne die tatverdächtigen Belastungszahl aus. Das ist so eine Zahl aus der Kriminologie. Die sagt dir, wie viele von diesen Leuten, also jetzt zum Beispiel für Mord, wenn du da die Zahl ausrechnest, sagt dir das in dieser konkreten Population, wie viele Mörder befinden sich unter 100.000 von diesen Leuten. Warte mal. Aber am Anfang des Gesprächs hast du uns gesagt, dass wir das nicht dürfen. Ja, ich berechne das auch nur für die Population, wo wir sehr genaue Zahlen haben. Für Deutsche wissen wir, wie viele da in Deutschland leben. Und für anerkannte Flüchtlinge wissen wir es auch ziemlich genau. Das hat das, die PKS hat die Zahl da einzeln aufgeschlüsselt 2019. Und du hast dann auch den Anteil der Straftäter unter den anerkannten Flüchtlingen, nicht subsumiert unter Zuwanderern? Also nicht die komplette Kategorie Zuwanderer, nein, sondern nur anerkannte und Kontingentflüchtlinge. Und von denen hast du dann eine Anzahl von Tatverdächtigen? Und von denen habe ich eine sehr konkrete Anzahl von Tatverdächtigen. Ich habe das auch hier im dritten Band der PKS 2019. Gehe ich runter auf die Seite 146 in diesem Band. Warte kurz. Moment. Ach so, ja gut, ich habe das falsch auf. Ich habe eins mit 49 Seiten auf. Aber ich glaube, das ist einfach mal. Also da ist gesondert aufgeführt. Ja, bitte. Ich bin jetzt hier auf Seite 145 oder was meintest du? Welche Seite? 146, glaube ich. 146. Alles klar. Ja, ich sehe hier. Also PKS, Jahrbuch 2019, Band 3. Und da sehen wir hier gesondert aufgeführt Asylbewerber, Schutz-Asylberechtigte Kontingentflüchtlinge, Duldung sonstiger erlaubter Aufenthalt. Genau. Und ich habe mir jetzt speziell für die Schutzberechtigten angeguckt, Mord, Tötung auf Verlangen und sowas. Also gleich das Erste, was dort steht. Gleich das erste Delikt. Mhm. Und dann stellen die 1,4% aller Tatverdächtigen. Mhm. Und das ist für ihren Anteil an der Bevölkerung, da habe ich nämlich gestern auch mal ausgerechnet, sogar minimal unterrepräsentiert. Die stellen 1,6% der Bevölkerung und 1,4% aller Tatverdächtigen in der Kategorie Mord. Mhm. Mhm. Gut, ich kann jetzt auf die Schnelle nicht prüfen. Ich glaube dir das. Ich komme halt nicht zum Ergebnis, dass wir deswegen jedem eine Duldung aushändigen sollten. Okay, ja, also ich würde dir dahingehend recht geben, weil wenn du dir eine Zeile links anguckst, die Asylbewerber, da ist es sehr viel höher. Ich glaube, 8,9% oder so. Kannst gar nicht genau erkennen. Ja, 8,9% bei Mord und Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, ja. Und wenn du das auf die Bevölkerung ausrechnest, das ist wirklich astronomisch hohe Prozent. Rate. Prozent. Das ist wirklich eine astronomisch hohe Rate bei den Asylbewerbern. Warum genau jetzt ausgerechnet die Asylbewerber im Vergleich zu den Schutzberechtigten und den Geduldeten? Aber ich möchte darauf nochmal hinaus, dass du das nur abgleichen kannst mit allen, die einen deutschen Pass haben. Und das bedeutet streng genommen gar nichts. Das sehen wir immer wieder zum Beispiel bei meinem Lieblingsstraftatbestand Gruppenvergewaltigungen. Wo öfter mal von Deutschen die Rede ist und am Ende heißen sie Ali, Ahmad und so weiter. Da hast du recht. Also es könnte natürlich trotzdem sein, dass jetzt diese Mörder hier, die jetzt hier den Status Deutsch kriegen, dass die ich will jetzt nicht überwiegend sagen, aber dass die zu einem großen Teil einen Migrationshintergrund haben. Das ist natürlich möglich. Deswegen finde ich es ja eben gut, wenn es solche Dunkelfeldstudien gibt, die ich dir eben geschickt habe. Weil das nach allen solchen Faktoren korrigiert. Von Herrn Bayer.
Ja. Die ist zwar natürlich, Hepa, hast du recht, ganz wenn du kurz, sagst, ganz so kurz, mit solchen... willst du mich nicht verstehen oder verstehst du mich wirklich nicht? Da werden Neuntklässler gefragt, warst du schon mal gewalttätig? Und 5,9% der der Neuntklässler sagen ja. Ja. Und das nennst du jetzt eine Dunkelfeldstudie und leitest daraus irgendwas ab. So funktionieren Dunkelfeldstudien. Das wird dann auch bei der Erwachsenenbevölkerung gemacht. Dann sind Dunkelfeldstudien absolut nichts wert. Wieso sind die absolut nichts wert? Weil ich auf der anderen Seite eine Gefängnispopulation von 61% habe, wo keine Befragung notwendig ist, da weiß ich, das sind Tatverdächtige, die später zu Tätern ernannt wurden und deshalb einsitzen. Aber das sage ich jetzt auch zum nächsten Mal. Bei der anderen Sache kennst du eben die genaue Bevölkerungsdemografie nicht, die genauen sozialen Faktoren. Ich habe dir gerade ausgerechnet, dass in Hamburg der Bevölkerungsanteil der Nichtdeutschen bei, ich glaube, 17,5% liegt. Und ich gebe weiter zu bedenken, dass die restlichen 39%, die dann noch übrig bleiben, wenn 61% Nichtdeutsche sind, nicht allesamt sich selbst als Deutsche bezeichnen. Ich würde sogar so weit gehen, die Frechheit zu besitzen, zu behaupten, ich vermute, es sind unter 50%. Mhm. Das würde mich nicht wundern. Das wiederum korreliert mit Befragungen, die ich durchgeführt habe. Und da, aber wir wissen doch nochmal, Hamburg ist doch wirklich so ein Hotspot. Also, sorry, aber Hamburg ist so ein Ort, wo wirklich viele Ja, alles viele klar. Hepa, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Es ist okay. Du hast recht. Du hast recht, die kommen alle aus Dänemark und so weiter. Das sind alle Ausländer, die da ihre Frauen totprügeln oder was. Darum sitzen dort 61% Nichtdeutsche im Gefängnis in einer Stadt, deren Bevölkerungsanteil von Nichtdeutschen 17,5% beträgt. Bitte lass uns über was anderes reden. Ich kann nicht mehr. Okay. Vielleicht, also, weißt du, das tatsächlich hochlädst, schreibe ich auch nochmal einen Kommentar dazu, wo ich das nochmal genauer erkläre. Sehr gerne. Bitte mach das. Ich bin hier an. Okay, gut. Nein, ich habe auch ansonsten tatsächlich jetzt erstmal nichts weiter, aber ja. Ich will einfach nur, dass ihr da ein bisschen genauer differenziert, nicht solche Horror-Mega-Riesenzahlen verbreitet und euch die genauen Gründe anguckt. Ja, also wenn ihr euch anguckt, dass jetzt zum Beispiel die Asylbewerber, die sind wirklich brutalst überrepräsentiert. Und der Grund dafür ist natürlich, das sind hauptsächlich die Nordafrikaner, die ja eh keine Aussichten auf Asyl haben, die ja naja kommen, um schnell ein bisschen Geld abzugreifen. Dann werden sie abgewiesen, dann müssen sie nicht mal die Gerichtskosten bezahlen, das hat sich ja so unterm Strich für die gelohnt und dann hier begehen sie noch die eine oder andere Straftat. Natürlich gibt es solche Leute, aber das sind nicht die Afghanen, das sind hauptsächlich die Algerier, die Maghrebiner allgemein. Ich meine mich zu erinnern, dass keine Gruppe bei den Sexualstraftaten dermaßen überrepräsentiert ist wie Afghanen. Ja, müsste ich nochmal raussuchen. Das schreibe ich mir vielleicht auch nochmal auf. Also es sind nicht die Afghanen. Die Afghanen machen auch von sich reden. Aha, okay. Ich wollte jetzt auch nicht nahelegen, dass die Afghanen auch wunderbare, vorbildliche Bürger sind, die genauso kriminell sind wie Deutsche. Aber ich sage einfach nur, dass die wirklich massiven Probleme von einzelnen Gruppen ausgehen und dass ihr da nicht genau differenziert und dass ihr... Ganz kurz, ich habe hier möglicherweise Zahlen nicht-deutsche Tatverdächtige. Hier gibt es aber leider keinen konkreten Straftatbestand. Also zumindest nicht den der Sexualstraftaten. Wir haben hier unter den Zuwanderern alleine Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße. Du kannst hoffentlich gerade sehen, was ich einblende. Machen Afghanen über 10% der Tatverdächtigen aus. Ich habe so meine Zweifel, dass ungefähr 10% der Zuwanderer Afghanen sind, aber sie machen 10% der Tatverdächtigen aus. Das müsste ich mir nochmal genau angucken. Da gibt es im PKS sicher auch bei Zahlen. Jetzt habe ich mich gerade fast vertan. Das war korrekt. Das sind über 10%. Hier haben wir 4.000, da liegen sie bei ungefähr 5%. Hier liegen sie wieder bei 9%. Jetzt bin ich bei Irak gelandet, sorry. Hier liegen sie nicht bei 9%, ich habe mich vertan. Hier liegen sie bei... fast 20%, 17 oder sowas. Hier 5, hier 8 oder sowas. Also und hier wieder knapp 10. Ich habe da so meine Zweifel. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber in der PKS hatte ich immer gelesen, dass vor allem Syrer, Afghanen und dann gab es noch eine Gruppe, ich glaube Iraker, dass die für ihren Anteil an den Zuwanderern, also nicht für ihren Anteil an der gesamten Bevölkerung, aber für ihren Anteil an den Zuwanderern, unterdurchschnittlich oft kriminell werden und dass da eher die, vor allem die Maghrebiner sehr stark auffallen. Also hast du mal Afghane gegoogelt?
Afghane gegoogelt. Ja. Nein. Muss man machen. Afghan und dann Google News. Das ist im letzten Jahr so ein bisschen angepasst worden oder in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen. Früher hast du da nur Horrormeldungen präsentiert bekommen, nur. Ich glaube, mittlerweile mischt man da so ein bisschen mit rein. Afghan hat Geld gefunden und hat es bei der Polizei zurückgegeben oder so ähnlich. Aber wenn du da ein bisschen scrollst, dann stellst du auch fest, womit Afghanen immer wieder auffallen. Ja. Straftaten. Also so traurig das ist, ich wiederhole es jetzt hier nochmal, wir sind hier immer bei YouTube, ne? Nicht alle Afghanen sind kriminell, die meisten sind nicht kriminell, aber Afghanen sind in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert. Ja, in der Kriminalitätsstatistik sind sie überrepräsentiert, ich will dir da gar nicht widersprechen, aber was ich sage ist, dass die Kriminalitätsstatistik kein akkurates Bild der Wirklichkeit halt widerspiegelt und dass ihr dann den Fokus vielleicht so ein bisschen auf die falschen Leute setzt. Also ich suche nochmal die genauen Zahlen raus. Weil Herr Bayer nämlich Neunklässler befragt hat und 5,9% der Deutschen geantwortet haben, ja, ich war schon mal gewalttätig. Tut mir leid, aber da muss ich nochmal drauf eingehen. Anderer Kontext, USA. Ihr liebt diese FBI-Statistiken, oder? Ja. Mit dass 53% der Schwarzen sind, also 53% der Mörder sind, der tatverdächtigen Mörder sind schwarz. Ja. Und das kannst du ja auch bei den anderen Straftaten. Also was heißt lieben? Die FBI-Statistik macht es halt so schön einfach. Ne? Zumal du da ja auch Opfer und Täter ganz schnell unterscheiden kannst, wird ja da ebenfalls gesondert ausgewiesen. Genau. Wonach die überwältigende Mehrheit der Tötungsdelikte begangen an Schwarzen von Schwarzen begangen werden. Bei allen anderen Rassen, so nennt man das leider, ich zitiere hier nur, sieht das ganz andersrum aus. Und dass ein Weißer einen Schwarzen tötet, ist da eine Seltenheit sondergleichen. Und das kannst du da halt auf den ersten Blick sofort erkennen. Mhm. Na, aber worauf ich hinaus wollte, war, es gibt in den USA auch ähnliche, also nicht mit Neuntklässlern, sondern es gibt in den USA auch solche Dunkelfeldforschung, das ist genau das Gleiche. Die fragen Leute, die suchen sich ein repräsentatives Sample, 20.000, 30.000 Menschen, fragen die Leute, bist du schon mal Opfer einer Gewalttat geworden oder hast du selber mal eine begangen? So, und wenn die, und dann wenn die fragen, ja, wurdest du schon mal Opfer? Dann müssen sie noch den Täter mit angeben und die Hautfarbe des Täters. So funktionieren diese Dunkelfeldstudien. Ne? Und wenn du die vergleichst mit der FBI-Statistik, dann siehst du, dass hier und da so ein paar Variationen da sind. Zum Beispiel Schwarze nehmen genauso häufig Drogen wie Weiße, tauchen aber öfter in der Kriminalitätsstatistik auf, weil ihre... Ja, weil sie Drogen halt auch deutlich häufiger verkaufen. Ne? Und das ist ja nicht das Problem, was dich in den Knast bringt. Du landest ja in Amerika nicht im Knast, weil du Gras geraucht hast, sondern weil du Gras vertickst. Ja, ich möchte jetzt keine komplett neue Diskussion hierüber anfangen, aber jetzt einfach nur so als Beispiel, dass da die Raten auseinandergehen, konsumieren, geben weniger an, mit Drogen involviert zu sein und werden trotzdem häufiger verknackst. Aber bei anderen Sachen, zum Beispiel bei den Vergewaltigungsrate oder bei den Raubüberfällen, nähert sich das sehr genau an. Ne? Also da findest du auch in der Opferbefragung, dass 51% der Raubüberfälle von Schwarzen begangen werden. Und in der Kriminalstatistik findest du es ebenso. Also Opferbefragungen sind nicht wertlos, die sind im Gegenteil oft ein bisschen akkurater, was das kriminelle Verhalten der Bevölkerung angeht. Und jetzt speziell hier in Bezug auf diese Bayer-Studie, wo du halt sagst, es sei nicht repräsentativ. Ja, okay, es ist nicht für die gesamte deutsche Bevölkerung. Nicht nur nicht repräsentativ, es geht doch schon damit los, dass die Frage ist, was heißt Gewalttat? Der eine sagt dir ja, weil er mal seinen Bruder eine runtergehauen hat. Und der andere, der tritt regelmäßig nach seiner Schwester und sagt dir, nee. Das ist doch schon ein massives Problem. Wenn ich Neuntklässler, das ist ja nochmal eine andere Qualität, als wenn ich einen 35-Jährigen um was frage. Was, wie alt bist du in der 9. Klasse? 15 oder sowas? Ja, 9. Klasse bist du, glaube ich, 15 Jahre alt. Ja, hast du schon mal eine Gewalttat begangen? Ja. Alles klar, eine Gewalttat. Ich glaube, ich frage ein bisschen... Also ich bin mir nicht sicher, ich habe mich jetzt selber nicht die komplette Studie nochmal durchgelesen, aber ich denke nicht, dass die einfach die Leute gefragt haben. Dann freestyle doch mal eine Frage, bei der ich dir zugestehe, ja, alles klar, das ist valide. Da kriegst du wirklich die Antwort, die du haben willst. Hattet ihr wegen einer Gewalttat schon einmal Probleme mit der Polizei?
Okay, da redest du aber von einer anderen Qualität. Also da sind wir da nicht mehr bei, ich habe möglicherweise meinen Bruder eine runtergehauen oder ähnliches. Da fällt alles, was in der Familie passiert, fällt da komplett raus. Richtig? Ja, genau. Okay, also türkische Brüder prügeln sich untereinander, würde da komplett rausfallen. Weil die machen natürlich keine Anzeige. Okay. Ja. Gut, hast du schon eine Verzerrung drin? Ja, gut möglich. Ja, das ist ein guter Punkt. Also Türken neigen natürlich dazu, das untereinander auszutragen. Aber... Das nächste Problem ist, wenn du die Frage so stellst, wie du gerade gestellt hast, es macht ja einen massiven Unterschied, ob jemand schon 18 Mal eine Gewalttat begangen hat oder halt einmal. Und so wie du gerade gefragt hast, nicht, dass deine Frage jetzt falsch war. Ich will dir nur sagen, du hast mit jeder Frage, die du stellst, immer irgendwelche Probleme. Ja? Und in beiden Fällen, der eine ist 18 Mal gewalttätig gewesen, der andere einmal, in beiden Fällen kriegst du ein Ja. Aber dann hast du immer noch trotzdem die Prävalenzrate. Also wie viele, es geht ja um die Tatverdächtigen dann sozusagen. Und wie viele von denen prozentual gesehen dann kriminell werden. Kann ich nicht folgen. Na, du hattest ja gerade das... Also Prävalenzrate, hast du vorhin gesagt, ist diese 5,9%, die Bayer da herausgefunden hat für Deutsche. Ja. Ja, also die Prävalenzrate, die hast du nicht dann noch, sondern wir reden ja gerade nur über diese Prävalenzrate. Da kommt jetzt keine neue Information hinzu, was du gerade impliziert hast. Aber du hast nicht gerade über Mehrfachdelikte gesprochen. Doch, habe ich. Ja, jetzt befragst du 1000 Deutsche und 1000 Türken. Wir machen es jetzt mal einfach. Ich mache das jetzt sogar politisch korrekt. Von den 1000 Deutschen haben 1000 schon 18 Mal irgendjemandem unvermittelt in die Fresse reingeschlagen. Mhm. Bei den Türken haben von 1000 einmal jemandem in die Fresse reingeschlagen. So, beide Gruppen befragst du jetzt, beide Gruppen sagen dir, ja, ich habe schon mal jemanden in die Fresse gehauen. Ergebnis, Deutsche und Türken sind gleichermaßen brutal oder gewalttätig. Dabei ist, nach dem, was ich gerade geschildert habe, sind die Deutschen um den Faktor 18 oder sowas gewalttätiger. Ja, aber wenn du zum Beispiel in der PKS nach Tatverdächtigen gehst, ist das ja auch das Problem. Richtig, das ist ein Problem, so ist es, so ist es. Genau. Also das da geht ist, jeder ich, Tatverdächtige, das also für alle, die sich gerade wundern, in die PKS geht jeder Tatverdächtige als ein Tatverdächtiger ein, egal wie oft er tatverdächtig war. Mhm. Okay, ja, verstehe. Aber hier ist es ja zum Beispiel so, du könntest die Frage zum Beispiel auch stellen, hattest du schon einmal in den letzten 12 Monaten? Du bringst ja so ein bisschen, also... Ja, ich verstehe schon, das ist ein guter Ansatz. Ich verstehe schon. Und trotzdem ist ja dann immer noch meine Kritik, also A, was folgt jetzt auf deine 12 Monate? Und B, was hast du eigentlich mit den Leuten, die sich möglicherweise dafür schämen? Oder die Leute, die möglicherweise besonders hart wirken wollen und dir sagen, ja, ich habe meinem Nachbarn damals in die Fresse gehauen, als er mir mein Spielzeugauto weggenommen hat. Aber dabei war das eigentlich gar nicht so. Ja, ja. Mein Problem ist, dass eine Befragung unmöglich so viel wert sein kann, wie sich die Insassen in einem Gefängnis anzugucken. Also wie gesagt, müsste ich nochmal extra explizit drauf eingehen, aber das... Pass auf, ich habe ein schönes Beispiel für dich. Ja? Mhm. Ich weiß, ob diese Geschichte stimmt. Ich finde die auf jeden Fall sehr witzig. Und ich nehme jetzt einfach mal an, sie stimmt. Ja, aber ich weiß das nicht genau. Ich habe gelesen, das ist lange, lange her, dass es wohl eine weltweite Befragung gab von, ich glaube, Billy Boy damals. Ja, wie groß sind eure Penisse? Daraus sollte man halt eine lustige Grafik machen, ne? Ein paar Kondome verkaufen und so. In welchem Land sind die Penisse im Schnitt wie lang? Und in der Türkei kam raus, dass dort, keine Ahnung, Mann, 60% oder sowas der Bevölkerung so große Penisse hat, dass sie eigentlich die XL-Variante der Kondome kaufen müssten. Die Verkaufszahlen für XL-Kondome in der Türkei haben sich aber nicht im geringsten unterschieden zu denen in den Ländern nebenan und so weiter. Ja, also da ist offensichtlich gewesen, zwischen dem, was uns hier erzählt wird und dem, was tatsächlich Sache ist, gibt es hier eine dicke Diskrepanz, aber eine ganz dicke. Ja, verstehe. Das Ding ist halt bei solchen Befragungen, gerade hier, die würde im Schulkontext stattfinden, da würde ein Lehrer da sein, der sagt, antwortet bitte ehrlich, dann sind die anonymisiert, die müssen sich keine... Du hast ja mit allem, was du sagst, meinetwegen recht, das ist aber trotzdem nichts wert. Nur weil mir ein Lehrer sagt, bitte antwortet, das heißt doch nichts. Sag mal, Hepper, machen wir es kurz. Erkennst du an, dass eine Befragung dieser Art anfällig für Fehler ist? Ja. Gut, mehr will ich doch nicht.
erkennst du an, dass die PKS anfällig für Verzerrungen ist? Bitte etwas genauer. Dass die PKS das nicht genau wiedergibt, das tatsächliche Gewalt oder von mir das Kriminalitätsverhalten von irgendwelchen Gruppen. Natürlich, natürlich, klar. Die gibt nur an, wen die Polizei als Tatverdächtigen ermittelt hat. Das heißt, denjenigen, von dem die Polizei überzeugt ist, dass derjenige der Täter ist und den die Polizei dann weitergereicht hat an die Staatsanwaltschaft. Das ist alles, was die PKS aussagt. Genau. Und da kannst du eben nicht für solche demografischen Faktoren und lauter solches Zeug kontrollieren. Das ist eben der Nachteil von... Nein, aber du müsstest jetzt nachweisen, dass sich das signifikant für die Gruppen untereinander unterscheidet. Und zwar so signifikant, dass je nachdem eine 15-fache Überrepräsentation dann auf 1 schrumpft. Und das wird schwierig. Das wird sicherlich schwierig. Also gerade bei dem Gruppenvergewaltigungen-Ding würde ich dir durchaus recht geben. Die Frage ist bei sowas auch allerdings, in welchen Kontexten diese Taten stattfinden. Ich glaube, bei solchen Migranten tatsächlich sind die Taten enthemmter, würde ich sagen. Das ist negativ, aber enthemmter bedeutet eben auch, dass es eher in der Öffentlichkeit stattfindet. Ne? Also hier dass mal ins Gebüsch gezerrt wird oder hier diese Sache auf dem Silvester hier in Köln. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Deutschen, naja, die gehen da vielleicht ein bisschen anders vor. Da ist eben das traute Heim der Rückzugsort. Das hat man zum Beispiel auch bei, also andere Sache. Aber vergleichbar ist auch bei Schwarzen in der USA als Ursache dafür, warum die häufiger für Drogendelikte in den Knast kommen, obwohl die genauso häufig Drogen konsumieren, ist ein wesentlicher Faktor, dass Schwarze dazu neigen, in öffentlichen Plätzen das öfter zu rauchen. Deswegen dort öfter. Ich möchte nur mal anmerken, dass ich meine Zweifel habe, dass du in den Knast kommst, weil du Gras geraucht hast. Aber ich gestehe dir jetzt zu, dass die zumindest öfter vorm Richter landen, weil sie in der Öffentlichkeit Gras geraucht haben. Ja, das ist dann halt ziemlich blöde gewesen. Ja. Ja. Aber unser Problem, wenn wir über dieses Thema reden, dann reden wir nicht darüber, wie viel häufiger diese Leute kiffen. Ja, sondern es geht dann halt um zum Beispiel Mord und Totschlag. Und wenn du häufiger erwischt wirst dabei, wenn du das in der Öffentlichkeit begehst, diese Tat, dann bist du wiederum selber schuld. Ja, natürlich. Also, nee, es geht halt nur darum, dass ich sagen will, dass es möglicherweise bei gerade dieser Tararusch-Kontext bei Brummvergewaltigung, das erzeugt einfach extreme Öffentlichkeit, öffentliche Aufmerksamkeit, sag ich mal. Und bei jemanden, ganz bizarres Beispiel, bei einem Vater, der seinen Bruder nach Hause holt, um dann, was weiß ich, seine Tochter zu vergewaltigen, gemeinschaftlich, das wird dann eher nicht so ins Spotlight der Öffentlichkeit gelangen. Richtig. Und ich könnte mir vorstellen, für alle Seiten gleichermaßen. Also ich würde jetzt nicht zustimmen, wenn du mir erzählst, dass das Anzeigeverhalten unter türkischen Familien bei Fällen dieser Art, dass die anzeigefreudiger sind, als deutsche Familien es sind. Sicherlich nicht. Allerdings ist halt eben durch diese gemeinschaftlichen Gruppenvergewaltigungen, wenn die eben bei der einen Gruppe prinzipiell öfter in der Öffentlichkeit stattfinden, dann werden sie auch massiv überrepräsentiert sein in so einer Hellfeldstudie, wie die PKS eben eine ist. Also die PKS ist eben nur das Hellfeld, das eben solche angezeigten Fälle beleuchtet. Und wenn du halt eben alle miteinander vergleichst, auch die nicht angezeigt werden, dann sind die Unterschiede oder gar nicht angezeigt werden können. Ne? Sich unwohl fühlen als junge Frau im Görlitzer Park. Sich unwohl fühlen möglicherweise als junger Mann im Görlitzer Park. Da gibt's nicht mal einen Straftatbestand. Aber es findet de facto statt. Kannst du dir angucken beim RBB, wenn sie da den grünen Wählern das Mikrofon vor die Nase halten. Ja, ich fühle mich hier abends so ein bisschen unwohl und so, aber sieht halt aus, wenn sie grün wählt. Na, wunderbar. Landet in keiner Statistik. Ja, da hast du recht. Also meinst du jetzt, dass die Bevölkerung schon solche Plätze meidet? Oder wie? Na, genau, wir haben die Affen teilweise auf Band, wie sie ja sagen. Also ich erinnere mich da an dieses Interview vom, ich glaube es war RBB, wo die Hippe, oder mit der Befragung sind mehrere,
Ja, wo dann die hippen Mädels sagen, ja nee, also abends, alleine gehe ich hier nicht mehr durch. Ja. Aber den schreit halt aus der Fresse raus, ich will die Grünen. Und genau dafür sind doch Viktimisierungs-Surveys gut. Wir können auch gucken, wie sich da die Angst der deutschen Bevölkerung entwickelt hat. Wenn ich mir angucke, es gibt den Viktimisierungs-Survey von 2017, kennst du den vielleicht? Auch vom BKA? Nein, keine Ahnung. Ist auch eine Befragungsstudie. Und die zeigt zum Beispiel, dass Deutsche sich im Laufe der Flüchtlingskrise unsicherer fühlen. Aber eben nur von, die haben die Leute eben gefragt, ja, fühlst du dich draußen im Park oder wo auch immer? Fühlst du dich da sicher? Da geben ungefähr 15% haben vor 2015 angegeben, sie fühlen sich da nicht sicher und 17% nach 2015 geben. Also ist also minimal gestiegen, marginal. Mhm. Also tut mir leid, aber das ist halt auch sowas, klar, wird sich jemand im Görlitzer Park unsicher fühlen. Aber ich sag mal so, das war schon vor 2015, das war auch in Städten, wo es hauptsächlich nur Deutsche gibt, oder fast nur Deutsche gibt, wird sich eine Frau nicht gern nachts um eins vor die Tür wagen und dann einen Spaziergang im Park machen. Das ist, vielleicht sind die Ängste schlimmer geworden, aber ich glaube nicht, dass. Ich glaube, ihr übertraumatisiert das einfach ein bisschen. Alles klar. Hm. Nehme ich zur Kenntnis. Hm. Gut. Und übrigens auch in diesem Viktimisierungssurvey wurden türkische und deutsche Frauen, also es wurde auf Migrationshintergrund auch kontrolliert. Und es wurden türkische Frauen gefragt, wie oft oder seid ihr schon mal Opfer einer sexuellen Belästigung geworden? Und deutsche Frauen. Und die türkischen berichten ja, ungefähr doppelt so häufig. Da wird es wieder schwierig. Also bei dem mit sicher und unsicher fühlen, ne, das ist dann wieder mein Problem mit Befragungen. Bei dem sicher und unsicher fühlen habe ich nichts gesagt, weil ich mir dachte, ja, das kann man wahrscheinlich fragen, aber bei sexueller Belästigung wird es jetzt schon wieder extremst kritisch. Weil heutzutage gilt, je nachdem, welcher Klientel du angehörst, gilt ein, hey Melanie, du siehst heute gut aus, schon als sexuelle Belästigung. Ne? Von daher ist das wiederum eine Befragung, die ich mit äußerster Vorsicht genießen würde. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, also ich müsste es nochmal raussuchen, aber bei deutschen Frauen ungefähr 20%, die schon mal davon berichten und bei migrantischen Frauen, also bei 20% werden die schon eher konkret gefragt haben, ich müsste es mir nochmal angucken. Es gibt ja diese reißerischen Überschriften von Zeit Online, die dann sagen, 50% der deutschen Frauen wurden schon mal sexuell belästigt, was dann aber halt so lächerliche Sachen wie Catcalling oder sowas mit einbezogen wird. Ja, wir richtig. Denken ja bei sexueller Belästigung eher an Krapschen und so ist es. Ja. Und in der Studie war es halt so 20% der deutschen Frauen und ungefähr 50% der türkischen. Ne? Und bei den türkischen ist klar, die werden eher von ihrem Mann oder in ihrem Umfeld belästigt wahrscheinlich, von dem türkischen Mann. Bei den Deutschen wahrscheinlich eher die von den Deutschen, hauptsächlich. In beiden Fällen. Und na, das würde ich anzweifeln. Gut, aber ja, also... Also ich zweifle übrigens auch an, dass türkische Frauen, die sagen, ja, ich wurde schon mal sexuell belästigt, von ihrem Ehemann reden. Das würde ich jedenfalls anzweifeln. Ja, Du kannst dir sicher sein, dass durch Berlin-Köpenick keine türkischen Frauen laufen, die dann blöde angemacht werden von Deutschen, die da am Straßenrand stehen und dir sagen, so, ey, Schnecke, wollen wir mal ins Gebüsch oder so ähnlich, kannst du vergessen. Das sind absolut richtig. Vor allem Leute, die eher dann so Richtung Neukölln und so zu verorten sind, die Täterklientel, die wird da ungefähr die gleiche sein. Ist absolut richtig, ich sag ja, türkische Frauen werden in ihrem Umfeld, also in diesem Milieu, in dem sie halt leben, belästigt. Und man sieht, die werden deutlich häufiger belästigt, das heißt, es gibt diesen Unterschied, aber der ist eben nicht 15-fach höher oder irgendwie 8-mal höher oder so, sondern eher so doppelt, vielleicht 3-mal höher, wenn es hochkommt. Das ist alles, was ich damit aussagen will. Also ihr überdramatisiert das Problem einfach ein bisschen. Alles klar. Hepa, dann danke ich dir vielmals. Ja. Ich danke auch. Ja, schreib gerne was unter das Video. Also wenn das du kommt. Letzte Worte hast, dann ist die Bühne jetzt deine. Ja, letzte Worte. Leute, ihr guckt sicher alle gern Kaspar Kars und wahrscheinlich auch die Honigwabe weiterführend. Ich möchte nur mit meinem Beitrag hier einfach was dazu beitragen, dass
vielleicht auch Stimmen gehört werden, die jetzt nicht Franziska... die sonst nicht gehört werden, weil der Mainstream nichts Wichtigeres kennt, als Zahlen möglichst gut darzustellen und so weiter. Ja, Herr Hepper, ich danke dir vielmals, dass du hier für ein bisschen Vernunft gesorgt hast. Ne? Weil die Leute, die... Es geht um die Leute, die Honigwärme gucken. Es geht um die Leute, ja, die du kannst dir sicher sein, dass die auch mitbekommen, was im Mainstream so abgeht. Du kannst dir sicher sein, dass sie wissen, mit welchen Bezeichnungen man sie bedenkt, wenn sie auf das Problem der Zuwanderung aufmerksam machen. Da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Okay. Na, es ist sowieso, ne? Also es gibt auf der einen Seite die Filterblase und ich finde, hier entwickelt sich auch langsam eine Filterblase und gut. Also ich danke trotzdem für das Gespräch. Ich schreibe nochmal was, falls ich irgendwas Relevantes finde. Alles klar. Ich danke vielmals. Jo, ich danke auch. Mach's gut.